Okay. Ich würde sagen, wir starten. Schönen guten Abend. Freut mich, dass doch noch einige gekommen sind, obwohl es wieder mal online ist, das Ganze vom letzten Jahr. Und ja, die Furcht vor Pharmakologie sicherlich ein bisschen geringer ist im Block 10, als es im Block 9 war. Weil ihr habt das alle mit Bravour gemeistert, Block 9. Block 10 ist ganz spannend, aber immer hatte ich ja schon mit Lipidsenkern und mit Thyrostatikern verwöhnt. Jetzt kommen wir zu Glukokortikoiden, aber das ist der zweite Teil, und dann die Antidiabetika. Manche von euch haben ja auch schon Organmorphologie, und der Avelino hat ja am Montag begeistert von Organmorphologie gesprochen. Ich bin da nicht so der Fan davon gewesen, ich habe das Sezieren immer etwas langweilig gefunden. Ist bei weitem nicht so euphorisierend wie die Pharmakologie. Also wir werden jetzt zur Fadenabwechslung der Organmorphe heute wieder schön Pharmakologie machen. Gut, Antidiabetika kommen, die oralen, aber auch Insulin natürlich. Und dann die Glukokortikoide. Hier wieder unsere Quellen, unsere Grafiken. Gut. Ist das wichtig, was wir hier machen in diesem Blog? Ja, es ist sehr, sehr wichtig. Die Glukokortikoide, weil die werden sehr, sehr häufig eingesetzt, seht ihr immer wieder in verschiedenen Krankheitsbildern, sei es beim Asthma in Sprayform oder bei COPD oder bei Autoimmunerkrankungen. Und gerade bei Antidiabetika sollte ihr wirklich fit sein, weil die oralen Antidiabetika sind eine Standardmedikation. Okay? Da muss man einfach fit sein. Am fittesten muss man eigentlich fast sein bei Antihypertensiven. Das merke ich jetzt immer wieder auf der Station. Das ist ein umfassendes Physio- und Pharmawissen ist sehr, sehr hilfreich auf der Station. Lernst das Zeug wirklich gescheit von Anfang an. Dosierungen braucht es noch nicht wissen, es kommt noch früh genug, ich erwähne sie immer wieder ein bisschen. Gut, wie immer, gute Pharmakologie fängt mit Physiologie an. Wir schauen uns ein bisschen den Glukosestoffwechsel an. Im Körper, wir nehmen mal Polysaccharide zu uns, die werden dann teilweise schon durch die Speichelamylase oder weiter im Dünndarm in Oligo oder in Disaccharide zerlegt, und diese Disaccharide werden dann durch gewisse Disaccharidasen noch weiter zerlegt in die Monosaccharide. Und diese Monosaccharide können wir im Dünndarm mittels spezifischer Transporter aufnehmen. Okay? Für die SIP müsst ihr auch wissen, woraus diese Disaccharide bestehen. Okay? Maltose ist zweimal Glucose, Saccharose ist Glucose und Fructose und Laktose aus Glucose und Galaktose. Bei Laktose ist Galaktose ja schon drinnen, also Glucose ist immer ein Teil davon quasi, und das zweite Molekül ist immer ein bisschen anders. Und die entsprechenden Enzyme dazu, aber das ist eh ganz logisch, und durch diese Laktoseintoleranz, die jetzt eh der zweite schon hat, kennt sich jeder aus mit diesen Enzymen. Heute vorher war ich einkaufen beim Spar, habe mir einen Kaffee gekauft, und dann steht ein kleines Kind mit ihrem Opa und sagt: "Nein, Laktose darf ich nicht trinken. Mama hat gesagt, das darf ich nicht trinken." Und selbst die kleinen Kinder wissen schon, was Laktose und Laktase, dass es diese Sachen gibt. Gut, im Dünndarm wird das Ganze resorbiert über verschiedene Transporter. Die Glucose kommt apikal durch deinen Natrium-Symport hinein. Das sind diese SGLT-Transporter, da haben wir zwei davon. Die sind nachher noch sehr essentiell, weil es gibt neue Antidiabetika, die Gliflozine, die blockieren diesen Sodium Glucose Transporter im proximalen Tubulus. Die sind sehr, sehr gute Antidiabetika. Ich werde heute noch bringen, warum, ich stehe voll auf die. Da gibt es harte Endpunktstudien dazu. Gut, basolateral geht das Ganze dann über den Glut 2 in den Blutkreislauf und von dort dann weiter. Fructose wird apikal über den Glut 5 transportiert, basolateral über den Glut 2 und die Galaktose auch über den Natrium-Symport und basolateral über Glut 2. Also wir merken uns, Monosaccharide werden im Dünndarm resorbiert über Natrium-Symporter bzw. Glut 5 und basolateral über den Glut 2 in den Blutkreislauf gepumpt. Okay? Dann kommen sie weiter in den Körper und machen an verschiedenen Orten Verschiedenes.
Wir haben mehrere Glukosetransporter im Blut. Gibt es viele, welche müssen wir kennen, welche sind wichtig? Es ist wichtig für uns, dass der Glut 1, 2, 3 sind insulinunabhängig. Okay, die arbeiten ohne Insulin. Der basolaterale Glut 2, der arbeitet ohne Insulin. Der apikale Glut 5, der Fructose transportiert, arbeitet auch ohne Insulin. Okay, 1 und 3, wo sitzen die? Der Glut 1 sitzt auf Endothelzellen, an der Bluthirnschranke zum Beispiel. Glucose muss ins Gehirn. Das ist ein geladenes Molekül, das kann nicht einfach die Bluthirnschranke permieren. Nein, es braucht einen Transport. Und da haben wir den Glut 1 an den Endothelzellen. Und den Glut 3 haben wir auf Neuronen sitzen. Okay? Die Neuronen können ja nur verstoffwechseln. Welche Sachen brauchen Neuronen, um zu funktionieren? Glucose, ja, was können Sie noch verstoffwechseln, wenn wir keine Glucose haben? Ketonkörper, genau. Glucose oder Ketonkörper. Mit freien Fettsäuren können wir nicht so viel anfangen. Gut, also Glut 1 Endothel, Glut 3 auf Neuronen, Glut 2 basolateral im Dünndarm oder auch in der Niere dann und auf den Beta-Zellen des Pankreas. Okay, da kommen wir später noch hin. Glut 2, die Glucose kommt Insulin unabhängig in die Beta-Zelle hinein. Und dann haben wir den insulinabhängigen Glut 4. Wo sitzt der? Der sitzt zum Beispiel auf Muskelzellen oder auf Fettzellen. Okay, oder in der Leber kommt ja auch die Glucose über Glut 4 hinein. Der wird, wenn Insulin ausgeschüttet wird und Insulin am Rezeptor andockt, wird Glut 4 in die Zellmembran inkorporiert, dass mehr Glucose in das sprechende Zielgewebe einströmen kann. Dann haben wir noch andere Glukosetransporter, den Glut 7. Der Glut 7 ist für den reversen Glukosetransport zuständig, das heißt aus der Leber in die Blutbahn. Weil die Leber ist ja zur Gluconeogenese in der Lage. Es gibt zwei Organe, die Gluconeogenese betreiben können, also Glukoseneusynthese, das ist die Leber. Und was ist das zweite Organ? Die Niere. Welcher Teil der Niere? Der proximale Tubulus, wenn man es ganz genau nimmt. Okay. Dann gibt es, also Glut 7 ist der Reverse, und dann gibt es noch den Glut 9. Wo haben wir den Glut 9 schon kennengelernt? Bei der Gicht haben wir den kennengelernt, weil der Glut 9 unter anderem ein Harnsäuretransporter ist. Okay, Glucose und Harnsäure kann der. Haben wir im Block 9 schon kennengelernt, erinnern wir uns daran. So, die Beta-Zelle. Pankreas hat eine exokrine und eine endokrine Funktion. Die exokrine Funktion sind quasi Hormone oder Enzyme, Enzyme, die er in das Darmlumen reinpumpt und die uns quasi hilft bei der Nahrungsverdauung. Und endokrin wird ausgeschüttet Insulin, Glucagon und Somatostatin. Hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich diese drei. Gut, und die Beta-Zelle, wie funktioniert die? Das müsst ihr wissen, okay? Das ist Basisphysiologie, das müsst ihr wissen im Pharmaseminar. Und wenn man das weiß, kann man sich auch viele Sachen ableiten. Was sind die wichtigen Sachen? Glucose, oral aufgenommen, kommt irgendwann zur Beta-Zelle und kommt über den Glut 2, der Insulin unabhängig ist, in die Zellen hinein. Wird dort weiter metabolisiert, weiter zu Pyruvat, und Pyruvat wird dann durch die Pyruvate-Hydrogenase zu Acetyl-Coenzym A und kann mittels Beta-Oxidation weiter metabolisiert werden. Was passiert dann? Dann entsteht ATP. Und wir haben in der Beta-Zelle sogenannte ATP-sensitive Kaliumkanäle. Okay? Normalerweise ist ein Kaliumkanal ja offen. Und was macht Kalium normalerweise in der Zelle? Welche Tendenz hat Kalium? Raus oder reinzugehen? Raus. Und was passiert, wenn es rausgeht? Ja, es hyperpolarisiert oder das Membranpotenzial entsteht. De facto läuft halt keine Erregung. Wenn Kalium ausströmt, ist die Zelle bei ca. -70, 80 Millivolt.
je nach Zelle unterschiedlich, je nach Zelltyp. Das heißt, sie ist nicht aktiv sozusagen. Stimmt nicht so ganz. Die Membran ist polarisiert, das ist das Präzisere. Auch hier in Ruhe, Kalium strömt aus. Die Zelle hat einfach ihr Membranpotenzial von, sagen wir, 70 mV. Minus 70 mV. Minus, okay? Jetzt kommt Glucose in die Zelle, das wird metabolisiert, ATP entsteht. ATP macht Folgendes, es blockiert diese Kalium, diese ATP-abhängigen Kaliumkanäle oder ATP-sensitiven Kaliumkanäle. Also ATP blockiert die Kaliumkanäle, das heißt, Kalium kann nicht aufströmen und das bedeutet, die Zelle depolarisiert. Okay? Normal bei Neuronen passiert es ja, wenn Natrium einströmt, depolarisiert die Zelle. Hier in diesem Fall wird Kaliumausstrom verhindert und die Zelle depolarisiert. Was passiert dann, wenn das Membranpotenzial depolarisiert? So wie immer gibt es eben spannungsabhängige Calciumkanäle. Da gibt es mehrere Typen, Typ T, Typ L, N und PQ, das lernen wir dann noch im Block 11 ausführlich. Auf jeden Fall spannungsabhängige Calciumkanäle machen auf, Calcium strömt in die Zelle hinein. Und dann, so wie immer, das haben wir auch schon im Block 9 mehrmals gesagt, Calcium benötigt man, dass die Vesikel, wo quasi Insulin drin gespeichert ist, dass diese Vesikel mit der Zellmembran fusionieren können und das Insulin ausschütten können. Es ist quasi wie eine Signal, wie eine Neurotransmitter-Ausschüttung im Neuron, ist es quasi hier nur mit Insulin. Es muss Calcium rein, dass das Vesikel mit der Membran verschmelzen kann. Gut, also ATP macht das zu, macht die Kaliumkanäle zu. ADP hingegen, wenn wenig Glucose da ist, habe ich viel ADP und wenig ATP, aktiviert die Kaliumkanäle. Also lässt ausströmen und führt dazu, dass kein Insulin ausgeschüttet wird. Und danach, wir werden noch hören, diese Sulfonylharnstoffe sind eine gewisse Art von oralen Antidiabetikern, die führen zu einer verstärkten Insulinausschüttung, indem sie nämlich hier diesen ATP-Kaliumkanal blockieren über diese SUR-Untereinheit. Okay, das hören wir nachher noch genauer. So, jetzt kann aber nicht nur Glucose zu einer Ausschüttung von ATP, von Insulin führen, sondern auch noch andere Mechanismen können das. Einerseits der Sympathikus. Der Sympathikus kann über Beta-2, GS-gekoppelte Rezeptoren, kann er wieder, wie es immer bei GS-gekoppelten ist, C1P steigt an, Proteinkinase A kann hier auch Vesikel phosphorylieren, dass vermehrt Insulin ausgeschüttet wird. Okay? Hingegen, der Alpha-2-Rezeptor, ein GIO-gekoppelter Rezeptor, inhibiert die Ausschüttung von Insulin. Einerseits, wiederholen wir kurz Zellphysiologie, die Alpha-Untereinheit, downreguliert man das CAMP und die Beta-Gamma-Untereinheit, haben wir gesagt, kann was machen? Sie kann einerseits spannungsabhängige Calciumkanäle blockieren oder sie kann Kaliumkanäle öffnen. In diesem Fall wird sie spannungsabhängige Calciumkanäle blockieren. Okay, ein bisschen Zellphysiologie wiederholen. Gut, das erklärt uns auch, warum Beta-Blocker haben mehrere Interaktionseffekte. Beta-Blocker einerseits, wenn ich eine Hypoglykämie habe, zu wenig Zucker, wird der Sympathikus aktiv. Ich fange zu zittern an, zu schwitzen an, der Herzschlag beschleunigt sich, ich weiß, ich bin hungrig. Okay, Beta-Blocker hingegen blockieren den Beta-Rezeptor, führen dazu, dass ich weniger diese Hypoglykämie wahrnehme und sie führen auch zu einer gestörten Glukosetoleranz. Warum? Wenn der Beta-Blocker, wenn Beta-2 eigentlich Glukose, Insulin ausschüttet, und ich Beta-2 blockiere, kann das Noradrenalin über Alpha-2 die Insulinausschüttung hemmen. Okay, dazu kommen wir im Block 11 dann noch ausführlicher, aber wir kommen heute auch noch dazu. Beta-Blocker einerseits schwächen wir die Hypoglykämie ab, die Gegenreaktion ab, Entschuldigung, und führen zu einer gestörten Glukosetoleranz, eben weil sie über Alpha-2 die Insulinausschüttung hemmen können. Somatostatin, der große Hemmer, der hemmt sowieso alles. Für uns wichtig sind
GLP-1, Glucagon-like Peptide 1 und das GIP. Warum? Weil es gibt Antidiabetika-Orale, die direkt als Agonisten am GLP-1-Rezeptor wirken, wie das Exenatid oder Liraglutid. Und dann gibt es Antidiabetika, die den Abbau von GLP-1 hemmen. Das sind diese Dipeptidylpeptidase-4-Inhibitoren. Belinagliptin, Vildagliptin, Saxa- und Sitagliptin. Dazu kommen wir noch. Wichtig ist bei denen, ich sage schon mal jetzt, Wirkstoffe, die über GLP-1 als Agonist wirken und dessen Abbau hemmen, führen nicht zu Hypoglykämien, weil sie nahrungsabhängig die Glukosefreisetzung steigern. Nahrungsabhängig, okay? Hingegen Sulfonylharnstoffe da oben, dazu kommen wir heute noch, die führen immer zu einer Ausschüttung von Insulin. Das heißt, ich kann Hypos bekommen. Gut, dann natürlich über M3 kann der Parasympathikus auch noch Insulin ausschütten lassen. Und der GPR40-Rezeptor, darüber wirken freie Fettsäuren. Das heißt, ein fettes, üppiges Mahl, nicht nur Glucose lässt Insulin ausschütten, auch fettige Nahrungsmittel lässt Insulin ausschütten. Eben weil freie Fettsäuren hier über den GPR40 wirken können. Gut. So viel einmal zu dem. Haben wir hier noch irgendwas, was wir sagen müssen? Nein, ich glaube, ich habe alles in extensio gesagt. Ja, genau, die Glucose kommt nicht über GLUT2, sondern auch über GLUT1 hier hinein. Das GLUT1 und 2 kommt Glucose hier hinein. Gut, Insulin. Was macht Insulin? Insulin ist ein Masthormon. Okay, es treibt mir Sachen in die Zelle. Und es führt zu einer Synthese von etwas. Einerseits führt es dazu, dass Glucose in die Zellen aufgenommen wird, eben weil GLUT4-Rezeptoren in die Zellmembran inkorporiert werden. Okay? Gleichzeitig führt es mir dazu, dass Kalium in die Zellen reingetrieben wird, weil die Natrium-Kalium-ATPase, diese ATPasen, werden in die Zellmembran inkorporiert. Was macht eine Natrium-Kalium-ATPase? Die pumpt mir Natrium raus und Kalium hinein. Okay, das heißt, wenn ich jemandem Insulin verabreiche, weil er Insulin halt braucht, weil er Diabetiker ist, oder wenn ein Diabetiker eine Ketoazidose hat, ein Typ 1 Ketoazidose, oder ein Typ 2 Diabetiker hyperosmolar ist, muss ich immer aufs Kalium achten, wenn ich ihm Insulin gebe, weil ich das Kalium in die Zellen reintreibe. Okay? Gut, was macht es noch? Insulin führt zu einer Proteinsynthese, steigert die Proteinsynthese und es steigert die Lipidsynthese, ein Masthormon. Deshalb sind auch Substanzen, die die Insulinfreisetzung steigern, wie die Sulfonylharnstoffe, führen zu einer Gewichtszunahme, weil Insulin ein Masthormon ist. Gut, was macht es noch? Es hemmt die Gluconeogenese, also die Glukoseneubildung wird gehemmt, weil dieses Schlüsselenzym der Gluconeogenese ist das PepsiCK, Phosphoenolpyruvatcarboxykinase. Das ist das Schlüsselenzym für den Glukosestoffwechsel. Den Namen müsst ihr euch merken, okay? Phosphoenolpyruvatcarboxykinase. Das ist dieses, achso, es ist ja nicht angeführt leider, aber das wird durch diesen Transkriptionsfaktor FOXO1 quasi reguliert. Kommt nachher noch, wie das heißt. Phosphoenolpyruvatcarboxykinase. Das Schlüsselenzym. Gut, Proteinanabol haben wir schon gesagt, stimuliert ja, die Lipidsynthese. Kalium, ja, Aminosäuren gehen auch in den Muskel rein durch verschiedene Transporter. Die Lipolyse wird gehemmt, also die Lipidsynthese wird forciert, die Lipolyse wird gehemmt. Die Gluconeogenese wird gehemmt, die Glykogenolyse wird gehemmt. Und
Glykogen wird vermehrt produziert. Also Glucose wird gespeichert und Fett wird produziert. Gut, dann kann Insulin auch noch, trägt auch noch zur Sättigung bei. Fragt man sich, wie funktioniert es, wie kommt so ein fettes Molekül ins Gehirn rauf? Es gibt spezifische Transporter, die Insulin quasi ins Gehirn rauf transportieren, die halt dafür zuständig sind. Die sind auch sättigbar, so wie fast wie viele Transporter. Also Insulin kommt durch spezifische Transporter ins Gehirn hinauf. Dann gibt es noch andere Hormone, die wichtig sind in unserem beim Zusammenspiel vom Zuckerkreislauf, nämlich das Leptin. Wo kommt das Leptin her? Fettzellen. Aus Fettzellen, genau. Leptin kommt aus Fettzellen. Und was macht das Leptin? Leptin hat mehrere Funktionen. Einerseits wirkt es auch sättigend, wie das Insulin. Andererseits hemmt es die Ausschüttung von Insulin und hemmt die Synthese von Insulin. Wie macht es das? Da gibt es wieder die Januskinase, über die es wirkt, und über nachfolgende Kaskaden führt zu einer Aktivierung von Kaliumkanälen. Das heißt, Kalium strömt raus, weniger Erregung, weniger Insulin, und die Synthese von Insulin wird auch runtergeschraubt. Und wichtig ist noch, das habe ich vorher vergessen zu erwähnen, Glucose oder auch Aminosäuren oder auch Fettsäuren können ja Insulin ausschütten, aber die führen nicht nur zur Ausschüttung von Insulin, die führen auch zur Synthese von Insulin. Okay? Es ist wichtig, das heißt, die Substanz, also Glucose führt nicht nur zur Ausschüttung, sondern auch zur Synthese von Insulin. Hingegen diese Sulfonylharnstoffe, die wir noch kennenlernen werden heute, führen nur zur Ausschüttung und nicht zur Synthese. Sage ich nachher noch, ist nachher noch wichtig. Gut, der Inkretin-Effekt, was ist das? Man hat festgestellt, man kann ja Folgendes machen, man kann ja hergehen und den Leuten eine gewisse Dosis Zucker oral geben oder eine gewisse Dosis Zucker IV geben und ich kann dann einen Insulinspiegel messen. Und es hat sich herausgestellt, wenn ich Leuten eine orale Dosis Zucker zuführe, dass dann die Insulinspiegel höher sind. Der Inkretin-Effekt, das heißt, oral zugeführte Glucose führt zu einer vermehrten Insulinausschüttung, zu einer stärkeren, als wenn ich es IV gebe. Warum ist das so? Weil im Darm wieder das GLP-1, Glucagon-like peptide 1, und das GIP ausgeschüttet werden. Und die ja, wie wir hier gesehen haben schon, GLP-1 und GIP, und nahrungsabhängig verstärkt Insulin ausschütten lassen. Gut. So. Wer es mit der Sättigung sich wirklich gut anschauen will, das ist im Silbernagel im Kapitel 13, glaube ich, ist Ernährung, bis ganz, ganz hinten ist es wirklich cool drin mit den einzelnen Hormonen, die beim Sättigungsmechanismus alle beteiligt sind. Wir haben es schon mehrmals angeschaut, man merkt sich dauerhaft eh nicht, aber es ist wirklich cool. Vor allem über das NPY, weil das quasi ja auch dazu beiträgt zum Hunger. Und das Spannende ist folgendes, Leptin kommt aus Fett, aus Fettzellen, okay? Leptin hemmt Neuropeptid Y. Okay. Neuropeptid Y seinerseits hemmt GnRH. Muss jetzt aufzeichnen. Warum ist das wichtig? Weil man dadurch erklären kann, wieso die Pubertät erst ab einem gewissen Körperfettanteil auftaucht. So. Wir haben NPY. Das hemmt GnRH. Gonadotropin Releasing Hormon. Welche Hormone werden durch GnRH stimuliert? Wo ist GnRH überhaupt? Wo kommt das her? Ja, Hypothalamus. Und wo hat das einen Angriffsort? Vorder- oder Hinterlappen? Was kommt raus da vom Vorderlappen? LHFSH, sehr gut, im Chor, wunderbar, Physiologie sitzt, schöner Jahrgang. Gut, dieses NPY, Neuropeptid Y, blockiert
die GLA-Freisetzung. Das heißt, hemmt die Freisetzung von Hypophysenhormonen, die Bedeutung der Hypophysenachse, die für die Sexualhormonsynthese wichtig sind. Leptin seinerseits hemmt Neuropeptid Y. Das heißt, ich brauche einen gewissen Körperfettanteil, einen gewissen Anteil an Leptin, der mir mein Neuropeptid Y dergestalt reguliert, dass ich GnRH ausschütten kann. Okay? Und das erklärt uns gleichzeitig, warum Menschen, die anorektisch sind, also an Essstörung, Anorexie, das sind die mit einem ganz, ganz geringen Body Mass Index, die sich die exzessiv Sport betreiben, Diuretiker vielleicht missbrauchen, die nichts essen und wenn sie essen, essen sie nur ganz kleine Portionen oder heimlich und die haben einen ganz geringen Körperfettanteil, deshalb fällt das Leptin ab, NPY kann wieder ansteigen, GnRH fällt ab und die haben eine gestörte Sexualhormonsynthese. Bis hin zu Amenorrhoe oder dass sich die sekundären Geschlechtsmerkmale nicht ausbilden. Okay? Jetzt haben wir einen kurzen Exkurs gemacht, aber das ist schön, wenn man sich sowas ableiten kann aus der Physiologie. Der Block ist schon schön zum Ableiten und noch schöner wird Block 11, da kann man sich so viel aus der Physiologie ableiten. Es wird wunderschön. Gut. Die Folie ist nett. Wer sich das merken will, kann es machen, ist aber unnötig. Merkt sich kein Mensch. Es gibt sicher Leute, die das merken, aber es wichtig ist für uns nur, für die Prüfung, für das Seminar ist sicher wichtig, dass der Insulinrezeptor welcher Rezeptor ist? Tyrosinkinase-Rezeptor, genau. Das heißt, da liegen zwei Monomere vor, Insulin kommt her, der Rezeptor dimerisiert und autophosphoryliert sich und dann passieren Signalkaskaden. Eben das Glut 4 in die Zellmembran inkorporiert wird oder Aminosäuretransporter oder Natrium-Kalium-ATPase. Oder dass eben gewisse Enzyme der Gluconeogenese gesenkt werden, hingegen der Fettsäuresynthese gesteigert werden, der Glykogensynthese gesteigert werden. Gut, diese Passwörter müsst ihr euch nicht merken. Meiner Meinung nach nicht. Und das Bild schon gar nicht. Okay? Das zeigt uns nur, wie komplex das ganze Zeug ist. Es ist aber nicht schlecht, ehrlich gesagt, wenn man sich ein paar von diesen Elementen merkt, dass man zum Beispiel nachher versteht, warum Metformin eine Laktatazidose machen kann. Das schauen wir uns nachher aber noch an. Aber ihr seid eigentlich noch näher an dem dran als ich, weil ihr kommt eigentlich erst frisch aus dem ersten Jahr, somit frisch aus dem Block 3, wo man das ganze Zeug eh schon bis ins letzte Detail gelernt hat. Haben sollte. Insulin. Wie schaut Insulin jetzt aus? Insulin ist eben ein zweikettiges Hormon. Eigentlich kommt es aus Präproinsulin, wird zu Proinsulin, dann wird dieses C-Peptid abgespalten und ich habe das Insulin. Okay? Das ist dann in Granula gespeichert, wo auch Zink drinnen ist. Und wenn es bei der Exozytose wird ausgeschüttet, einerseits Insulin, andererseits C-Peptid. Das heißt, wenn ich jemanden habe, den ich Insulin spritze, kann ich die Restfunktion des Pankreas anhand des C-Peptids messen. Okay? Weil Insulinspiegel wäre nicht sinnvoll, weil ich spritze dem Insulin, hat keinen Sinn, Insulin zu messen, sondern ich muss das C-Peptid messen, weil das zeigt mir die Restfunktion des Pankreas an. Gut. Genau. Wie ist das jetzt? Das ist wirklich wichtig für den Klinikalltag, dass eine Broteinheit hebt den Blutzuckerspiegel ca. um 40 mg pro Deziliter und eine Einheit Insulin senkt den Blutzuckerspiegel ca. um 40 mg pro Deziliter. Circa zwischen 30 und 40 und je insulinresistenter ich bin, desto weniger senkt mir eine Einheit den Blutzuckerspiegel. Also ein korpulenter Mann, der gerade jetzt eine Hyperglykämie hat mit 400 Milligramm pro Deziliter Zucker, der wird eine Einheit Insulin denn nicht um 40 senken. Sicherlich nicht. Okay, da wird es dann weniger sein. Man sagt, so ab 300 Milligramm pro Deziliter Glucose im Blut nimmt es wirklich viel stärker ab, die Wirkung von einer Einheit Insulin.
Aber man kann so grob merken, 40 Milligramm pro Deziliter. Ja? Das kannst du im Pen einstellen, eine Einheit, das kann man halt so einstellen, was eine Insulineinheit ist. Wie viel Milligramm oder Milliliter das jetzt sind, kann ich dir nicht sagen. Das misst man halt, auch wenn du dann schreibst in der Kurve, siehst du, Leute, die halt im Krankenhaus sind, kriegen oft Insulin gespritzt, dann siehst du in der Kurve, okay, 6 IE, 6 internationale Einheiten, Actrapid von mir aus, ist eins von den kurzwirksamen, und das ist es. Und dann weißt du, okay, 6 Einheiten, das heißt, das senkt ihm den Spiegel circa um wie viel? Ja, genau, 6 mal 40 Milligramm, 60 bis runter. Das heißt, du musst entsprechend viel Glucose hinzufügen beim Essen. Okay? Oder wenn dann die Pflege kommt und sagt, ja, der Patient hat gerade einen Zucker von 250, was soll man machen? Ja, dann spritzt man halt 3 Einheiten Insulin. Okay, dann treibt man runter von 250 eben auf die 130. Okay? So, was ist der Tagesbedarf? Tagesbedarf bei einem gesunden Menschen ist ca. 40 bis 50 Einheiten. Das heißt, und die Hälfte davon ist basal. Man sagt auch ungefähr so pro Stunde eine Einheit Basalinsulin. Und der Rest ist prandial, durch die Nahrung induziert ausgeschüttetes Insulin. Bei einem Insulinresistenten kann das höher sein. Also nicht wundern, wenn man dann bei einem Insulinresistenten Typ 2 Diabetiker, der insulinpflichtig ist, weil nicht nur der Insulin, Typ 1 ist insulinpflichtig, auch 2er gibt es, mit denen man Insulin gibt, und der hat einen Tagesbedarf von 70 Einheiten, hat sich da nicht zwangsläufig jemand vertan und spritzt ihm zu viel Insulin? Nein, der ist insulinresistent, der braucht halt so viel. Aber ein gesunder ungefähr so 40, 50 Einheiten. Okay, Hälfte basal, Hälfte prandial. Gut, okay, Insulin gibt man nur subkutan, gibt es nicht oral, gibt man subkutan. Und es ist so, Insulin, wenn man das jetzt spritzt, hat es eben eine gewisse Tendenz zu dissoziieren oder zu assoziieren. Assoziieren, also einen Komplex zu bilden, zusammenzubleiben, und dissoziieren, auseinanderzugehen. Und nur die einzelnen Insulinmonomere, wenn das dissoziiert ist, können dann quasi ins Blut aufgenommen werden. Der ganze Insulinknödel kommt nicht ins Blut, nein, der muss zuerst dissoziieren und dann können Insulinmoleküle hinein. Ab wann hat jetzt das Insulin die Tendenz assoziieren und zu dissoziieren? Insulin hat die Tendenz zu assoziieren, also einen Knödel zu bilden, beim isoelektrischen Punkt. Okay, und der isoelektrische Punkt von Insulin ist ca. 5,4. Das heißt, Insulin, wenn ich es wo reinspritze, oder in einer Umgebung, wo der pH 5,4 ist, hat die Tendenz zu assoziieren, nicht in Einzelteile zu zerfallen quasi. Und bei Abweichungen nach oben oder nach unten, egal in welche Richtung, weg von 5,4, hat es die Tendenz zu dissoziieren. Kann dann quasi besser ins Blut aufgenommen werden. Das ist eine wichtige Info, weil es gibt ein Insulin, das wir uns gleich anschauen werden, ein Analogon, das Glargin, das hier mit Verschiebung des isoelektrischen Punkts arbeitet. Sehr, sehr gefinkelt. Gut, aber das merkt euch wirklich, das ist ganz, ganz wichtig. Eine Insulineinheit senkt den Blutzuckerspiegel ca. um 40 Milligramm pro Deziliter. Das ist eine verdammt wichtige Info im Klinikalltag. Gut, es gibt eben das normale Insulin und dann gibt es diese Insulinanaloga und die wurden spezifisch modifiziert. Wir sehen hier das Normalinsulin. Also da gibt es das Normalinsulin, das spritzt man und das wirkt eigentlich nach einer halben Stunde oder sowas wirkt es. Und früher hat man gesagt, beim Normalinsulin muss man einen Spritz-Ess-Abstand einhalten. Das heißt, ich muss spritzen und dann erst eine halbe Stunde später darf ich essen. Und dann hat man eingeführt, diese kurzwirksamen oder schnell wirksamen Insulinanaloga, wie das Glulisin, Lispro oder das Aspart,
weil das spritzt man und kann gleich essen. Mittlerweile weiß man, man kann auch beim Normalinsulin gleich essen, okay? Das ist wurscht. Dieser Spritz-Ess-Abstand haben früher erstens die Leute sowieso nicht eingehalten und es hat keine Effekte auf den prandialen Zucker und auf den Langzeitzucker auch nicht, ob man beim normalen Insulin jetzt früher oder später isst. Okay, aber man einhält den Abstand noch nicht. Das heißt, diese Spritz-Ess-Abstand-Geschichte bei den Normalinsulin kann man vergessen, das gibt es nicht mehr. Okay? Und bei den Kurzwirksamen sowieso nicht. Schnellwirksam, schnell und kurzwirksam. Gut, was haben Sie gemacht? Sie haben hier bei diesen Insulin-Analogat einzelne Teile ausgetauscht. Zum Beispiel bei Lispro haben Sie das Prolin und Lysin einfach getauscht, deshalb heißt es Lispro. Okay? Oder Sie haben beim Aspartat reingebaut, oder beim Dulysin haben Sie auch ein paar Sachen modifiziert. Ist nett, viel spannender und intelligenter finde ich eigentlich die langwirksamen Insulin-Analoga. Okay? Die kurzwirksamen oder das Normalinsulin spritzt man prandial. Okay? Wenn ich jemanden einstelle auf Insulin, einen Typ 1 Diabetiker, der insulinpflichtig ist, muss ich ja die herkömmliche, die körpereigene Insulinsekretion simulieren. Wir haben gerade gesagt, die Hälfte ist prandial und die Hälfte ist basal. Das heißt, die prandiale durch Nahrung induzierte Glukoseausschüttung simuliere ich mit diesen kurzwirksamen, mit den ultrakurzwirksamen oder mit dem Normalinsulin. Okay? Und dann diese Basissekretion simuliere ich mit den langwirksamen, wie mit dem Insulinglargin oder Detemir oder mit dem NPH, neutrales Protamin-Hagedorn-Insulin. Okay? Da simuliere ich die basale Sekretion. Ich kann übrigens auch einen Typ-2-Diabetiker mit Insulin behandeln, habe ich schon gesagt, nicht nur mit Insulin, auch kombiniert mit oralen Antidiabetikern. So kommen wir heute aber noch. So, das Spannende bei Insulin, Glargin und Detemir ist folgendes. Die haben folgendes gemacht, die haben beim Detemir haben es an Fettsäurerest angehängt. Und was macht das Detemir dann? Es bindet an Albumin. Und wir haben schon gesagt, Sachen, die an Albumin gebunden sind, also nur der freie Anteil ist biologisch aktiv, nur der freie Anteil wird metabolisiert, der an Albumin gebundene Anteil ist er noch da, hat eine längere Halbwertszeit. Das heißt, das Detemir bindet an Albumin, hängt dort dran und dissoziiert er langsam ab und hat dadurch seine langsame Wirkung, seine lange Wirkung über den Tag hinweg. Okay? Und beim Glargin finde ich unglaublich schlau, was sie da gemacht haben. Da haben sie einfach den isoelektrischen Punkt nach oben verschoben. Wir haben schon gehört, Insulin assoziiert beim isoelektrischen Punkt und dissoziiert weg vom isoelektrischen Punkt. Und sie haben beim Glargin den isoelektrischen Punkt in Richtung 7 geschoben. Und was haben wir für pH-Wert im Körper normalerweise? 7,4, genau, 7,35 bis 7,45. Und bei Glargin, das hat ungefähr denselben isoelektrischen Punkt wie unser Körper-pH-Wert. Das heißt, es dissoziiert langsam. Ich spritze das und es dissoziiert langsam, aber beim isoelektrischen Punkt hat er die Tendenz, eher zusammen zu bleiben oder eher ganz, ganz langsam zu dissoziieren. Unglaublich schlauer Mechanismus. Gut. Beim neutralen Protamin Hagedorn ist auch Zink drinnen und was Basisches, das ist eher zusammen, das ist ein bisschen, das ist eher langsamer dissoziiert. Gibt es den Unterschied zwischen den langwirksamen Analoga oder dem langwirksamen NPH-Insulin? Hat man Studien gemacht? Ja. Im Langzeit-Outcome gibt es keine Unterschiede, okay? Es gibt aber Unterschiede in den Hypoglykämien. NPH verursacht mehr nächtliche Hypoglykämien und symptomatische Hypos. Warum? Sieht man wunderschön in dieser Kurve, weil es eine Wirkungsspitze hat. Glargin und Detemir haben keine Wirkungsspitze. Okay? Die wirken immer gleich, immer ziemlich ähnlich, die haben keine Wirkungsspitze. NPH hat eine Wirkungsspitze und zur Wirkungsspitze wirkt stärker und damit kann ich in der Wirkungsspitze vom NPH einen Hypo haben.
Man muss aber dazu sagen, da geht es nur um leichte Hypos und nächtliche Hypos, aber schwere Hypoglykämien sind zwischen Klagenitämie und NPH ident. Also es ist wurscht, welches man nimmt. Das ist vollkommen irrelevant. Das Detemir ist mir halt sympathisch, weil es führt zu einer geringeren Gewichtszunahme als das Glargin und als das NPH. Und beim Glargin ist man sich noch nicht so ganz sicher, ob es nicht vielleicht doch mitogen wirken könnte. Gut. So, dazu komme ich eh nochmal. Ultrakurzwirksam, müsst ihr euch merken, kein Spritz-S-Abstand, eigentlich spritzt man, kann man gleich essen, Normalinsulin. Wirkeintritt erst nach einer halben Stunde, eigentlich, aber mittlerweile sagt man auch, man braucht keinen Spritz-S-Abstand mehr. Es ist wurscht, was man nimmt. Langwirksame haben wir eben das NPH mit einer gewissen Wirkungsspitze, Detemir und Glargin, Detemir mit dieser Fettsäurekette, an Albumin gebunden, Glargin, isolektischer Punkt nach oben verschoben und dann gibt es jetzt neu das Insulin Degludec. Und das Degludec hat auch eher die Tendenz, so zu assoziieren, also so ein Komplex zu bilden und nur ganz langsam die Moleküle abzugeben. Deshalb ist es ein ultralang wirksames und man braucht es vielleicht sogar nur dreimal in der Woche oder viermal in der Woche und nicht mehr jeden Tag. Okay? Sonst müssen wir jeden Tag Insulin spritzen. Und dann gibt es noch Mischpräparate. Mischpräparate sind eigentlich fast immer NPH-Insulin plus Normalinsulin oder NPH-Insulin plus ein ultrakurzwirksames Insulinanalogon. Was ist das Blöde beim NPH-Insulin? Das muss man schütteln, das muss man schwenken, das muss man, wenn man es nimmt, muss man es eigentlich so 20 Mal schwenken und erst dann kann man es injizieren, dass es wirklich gut wirkt. Das machen aber die wenigsten. Also ich persönlich bin ein Fan von Insulin-Detemir, weil es einerseits zu wenig Gewichtszunahmen führt, man muss es nicht schwenken, es hat eine sehr stabile Wirkung und ich mag das eigentlich sehr gern. Jetzt rein vom pharmakodynamischen, kinetischen Standpunkt. In der Praxis darf ich es ja noch nicht verschreiben. Aber macht sich halt Gedanken, welche Präparate mag man, welche mag man nicht. Das mag ich gern zum Beispiel. Gut. Dann gibt es das Pramlintide, ein kleiner Exkurs, das gibt es nicht bei uns, weil die Beta-Zelle oder das Pankreas schüttet nicht nur Insulin und C-Peptid aus, nein, es schüttet auch Amylin aus. Amylin ist eine Substanz, die macht Verschiedenes. Einerseits hemmt sie die Glucagon-Ausschüttung, dann hemmt sie die Magenperistaltik und es führt zu einer verstärkten Sättigung. Und das Pramlintid ist quasi ein Agonist auf dem jeweiligen Rezeptor. Steht im Actoris drinnen, gibt es nicht bei uns, gibt es nur in den USA ist es zugelassen seit 2006 oder sowas. Ja? Naja, wenn du jetzt ein. Gibt es da nicht so langes Degludec, da weiß ich nicht so viel drüber, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber du gibst das ja eher wahrscheinlich nur Leuten, die wirklich insulinabhängig sind und nicht gleich von Anfang an. Wahrscheinlich stellst du es erstmal mit einem Detemir und dann kurzwirksamen ein, so Basis-Bolus-Konzept. Ein Insulin langwirksam, einmal Detemir am Tag und dann noch zu jedem Essen ein bisschen ein kurzwirksames. Und das Degludec wirst du Leuten geben, die halt schon gut eingestellt sind, die vielleicht dann nicht mehr jeden Tag ein Basis spritzen wollen. Aber wenn du jetzt neu ein Typ 2 Diabetiker wirst und Metformin nimmst, und dann werde ich dir kein Degludec am Anfang dazu geben. Unwahrscheinlich. Sonst Kontraindikation kann man immer sagen, Allergie auf den jeweiligen Stoff. Man kann auf alles allergisch reagieren. Aber sonst, wenn du Insulin brauchst, ja, gibt es keine Kontraindikation dafür. Gut. Unerwünschte Wirkungen. Alles ableitbar. Oder ja, eigentlich ableitbar. Hyperglykämien, nona nicht, wenn ich jemanden Insulin spritze und ich treibe ihm die Glucose aus dem Blut in die Zellen hinein, in die Fett, in die Muskelzellen, natürlich wird er Hyperglykämie erleiden. Das Ganze kann verstärkt werden durch verschiedene Sachen. Durch die Injektionsstelle. Stellen, die gut durchblutet sind,
da kommt das Insulin schnell in den Blutkreislauf. Das heißt, der knackige Oberschenkel, der wird das schneller aufgenommen als in der Fettwulst am Bauch. Okay? Wenn ich dann in der Sauna sitze und dort das Fettgewebe auch noch stärker durchblutet ist zum Beispiel, oder wenn es heiß ist und ich mehr schwitze, die Peripherie mehr durchblutet ist, kann die Glucose auch schneller, kann das Insulin auch schneller aufgenommen werden und das Risiko für Hypoglykämie gesteigert werden. Sport, ganz, ganz wichtig, Leute, die die Diabetiker sind, die insulinabhängig sind, die müssen natürlich auch den Insulinbedarf nicht nur an die Nahrung anpassen, sondern auch an ihre Aktivität. Wenn der weiß, dass er jetzt dann eine Stunde lang joggen geht, wird er weniger Insulin spritzen, als wenn er weiß, er sitzt jetzt eine Stunde lang auf der Couch oder lernt eine Stunde lang Hardcore Pharma. Also Sport kann natürlich die Hypoglykämien auch verstärken, wenn man nicht adäquat isst und schon Insulin gespritzt hat, dann macht man Sport, man muss es halt abwägen. Alkohol hat auch eine gewisse Wirkung natürlich. Einerseits hemmt Alkohol die Gluconeogenese. Alkohol hemmt die Gluconeogenese, weil das Verhältnis von NAD in Richtung NADH verschoben wird. Dazu kommen wir heute noch. Und Alkohol führt auch zu einer peripheren Vasodilatation und dadurch zu Wärmeverlust und dadurch auch zum gewissen Anteil auch zu einem vermehrten Glukoseverbrauch. Beta-Blocker, ganz, ganz wichtig. Patienten, die Diabetiker sind und einen Beta-Blocker kriegen, da kann es passieren, dass diese Symptome nicht so gut wahrnehmen können. Diese Symptome, dass man eine Hypoglykämie bekommt. Okay, eben Zittern, Nervosität, Unruhe, Schwitzen, blasse Haut. Das kann da abgeschwächt sein, die nehmen es nicht mehr wahr. Und dann kriegen sie einen Hypo und plötzlich kollabieren sie, weil sie nicht merken, dass sie essen sollten. Die Neuropathie natürlich auch. Diabetiker kriegen eigentlich fast alle im Laufe des Lebens irgendwann eine Neuropathie. Sei es wie auch immer die jetzt ausschaut. Und die kann eben auch sensorisch, motorisch sein, das machen wir nachher noch. Und wenn da das autonome Nervensystem nicht mehr gescheit funktioniert, habe ich da auch da ein verstärktes Hypoglykämie-Risiko, weil der Sympathikus nicht gegenregulieren kann. Gewichtszunahme, klar. Wenn ich die Fettsynthese, Proteinsynthese antreibe, nehme ich halt zu. Lipodystrophin als Überbegriff, da kann man differenzieren zwischen der Atrophie und der Hypertrophie. Das heißt, wir empfehlen den Patienten, wechseln Sie die Einstichstelle. Nicht immer an derselben Stelle reinspritzen. Weil, wenn man das macht, kann es zu Dystrophien kommen. Die Hypertrophie wieder ganz klar, wenn ich dort wo ich Insulin reinspritze, wirkt Insulin lokal. Und Insulin hemmt ja die Lipolyse und fördert die Lipidsynthese. Das heißt, ich habe dort dann einen Fettknödel, weil dort mehr Fett eingespeichert wird und der Abbau gehemmt wird. Und die Atrophie, wenn ich immer dort reinspritze, setze ich einen gewissen Gewebeschaden, ja, wenn ich mit der Nadel dort reinfahre, oder auch die Stoffe, die ich dort injiziere, können zu einer Immunreaktion vom verzögerten Typ führen. Welche ist die vom verzögerten Typ? 1, 2, 3 oder 4? 4, verzögerter Typ ist 4. Selbst ich kann mit den 4 Subtypen unterteilen mittlerweile schon. Und man glaubt, dass diese Atrophie, dieses Mindergewebe vom Fett dann dort, dass das durch eine Typ 4 Reaktion bedingt ist. Dann kann man auf alles allergisch reagieren natürlich. Auf irgendwelche Zusatzstoffe, die das in dem Insulin drinnen sind. Und dann ist eben die Sache mit dem Glargin, da weiß man nicht so genau, das hat im Tierversuch zu einer vermehrten Osteosarkombildung bei Ratten, glaube ich, geführt. Im Menschen gibt es bis jetzt noch keine Daten, dass es mitogen wirkt. Vielleicht über ein IGF-1, man weiß es aber nicht. Die Datenlage ist noch nicht eindeutig, kann sein, muss nicht sein. Okay, müsste man vielleicht mal neue Daten suchen. Was die jetzt sagen, habe ich ehrlich gesagt nicht gemacht jetzt. Aber ist DTMI also auf jeden Fall ein gutes Produkt. Da gibt es diese Idee nicht. Gut, dann Glukosestoffwechsel. Es gibt auch noch andere Hormone, das Glucagon, das Somatostatin. Das Glucagon ist ein Gegenspieler vom Insulin. Das Insulin
treibt mir Zucker in die Zellen. Das Glucagon führt dazu, dass ich mehr Glucose zur Verfügung habe. Einerseits führt es zur Gluconeogenese und zur Glykogenolyse. Glykogen ist ja so, wie das, sind die großen Moleküle, wie der Glucose quasi in den Zellen gespeichert ist. Ihr müsst das eh lernen für den Block 10, wie das dann passiert, wo welcher Rest abgespalten wird. Für die Praxis ist halt wichtig, dass ihr wisst, Glucagon ist halt der Gegenspieler. Steigert aber gleichzeitig die Insulinausschüttung. Okay? Das ist natürlich so eine Art, der Körper hat eben eine Autoregulation. Wenn er ein Hormon hat, das den Blutzucker steigen lässt, sagt er gleichzeitig dem Körper, schütt ein bisschen Insulin aus, damit ich zu viel Zucker drinnen habe. Okay? Und bei Diabetikern Typ 2, da gibt es verschiedenste Mechanismen, wieso man eigentlich Diabetes hat. Und einer davon ist auch, dass manche von denen eine verstärkte Glucagonsekretion haben. Oder es ist ein Teileffekt, der da mitspielen kann. Gut, Somatostatin, der Hemmer überhaupt, das hemmt, was es nur hemmen kann. Es hemmt in der Bauchspeicheldrüse beides, die Glucagonsekretion und die Insulinsekretion. Und dann hemmt es auch noch verschiedene andere Hormone wie Hypothalamus-Hypophysen-Achse, TSH, ACTH, oder auch Cholezystekinin im GI-Trakt oder Sekretin zum Beispiel. Und da ist ganz lustig, es gibt nämlich ein Somatostatinom, quasi ein Tumor, der Somatostatin produziert. Und was hat er für Symptome? Eine Hyperglykämie, ist ja kein Wunder, weil die Insulinsekretion gehemmt wird. Und Gallensteine. Warum? Weil die Cholezystekinin-Sekretion gehemmt wird. Was macht Cholezystekinin? Sagt der Name schon, es lässt die Gallenblase kontrahieren. Und kontrahiert die Gallenblase nicht, habe ich ein erhöhtes Risiko für Steinbildung. Schön, wenn man sich Sachen ableiten kann. Pro Physiologie. Gut, und es hemmt auch noch die Kontraktion in diesem enterischen Gefäß, im sogenannten Splanchnicus-Gebiet. Also kann man auch, wenn jemand eine Esophagus-Varizenblutung hat, kann man dem Somatostatin-Analoga geben. Gut. Typ 1 Diabetes. Machen wir folgendes, wir schauen uns Diabetes Typ 1 und 2 an, wie man es diagnostiziert und ein paar Komplikationen werden wir besprechen und dann werden wir eine kurze Pause machen, bevor wir zu den oralen Antidiabetikern stürzen. Diabetes ist so eine wichtige Krankheit, da muss man sich gut auskennen, okay? Und Typ 1, welches häufiger, 1 oder 2? 2. Von allen Diabetesformen, die wir haben, ist der zweite der häufigste. Ca. 90% vom Diabetes mellitus sind Typ 2. 10% ist Typ 1. Welcher hat eine höhere Erblichkeit? 1 oder 2? 2. Auch der 2er. Beim 1er glaubt man, dass die genetische Abhängigkeit oder quasi der genetische Anteil ca. 30-50%. Und beim 2er, je nach Literatur, die man findet, manche sagen sogar 100%, aber 90% wahrscheinlich plus minus. Okay? Also Typ 2 Diabetik haben einen sehr hohen genetischen Anteil. Muss nicht heißen, dass es jeder bekommt, natürlich, wo der eine Zwilling das hat, aber mit entsprechendem Lebensstil haben wir ein erhöhtes Risiko. Eben, das habt ihr eh schon gehört, wie untersucht man, wie hoch der genetische Anteil ist, was mache ich da? Wie kann ich untersuchen, wie hoch der genetische Anteil einer gewissen Störung ist? Zwillingsstudien, genau, ich schaue mir an, wenn ein Zwilling betroffen ist, wie hoch ist der Anteil vom zweiten Zwilling, der betroffen ist? Und am besten sind das getrennt voneinander aufgewachsene Zwillinge, dass ich mir anschauen kann, Anlage-Umwelt. Wenn der eine jetzt in Graz aufwächst und der andere in Wien, ist es halt bedingt eine andere Umwelt. Okay? Bei psychischen Störungen ist das schon wieder fest, oder wenn die Familienkonstellation was anderes ist, aber ob der jetzt in Graz beim Burger King sitzt oder in Wien beim Burger King sitzt, ist herzlich wurscht. Gut, Typ 1 Diabetes ist eine Autoimmungeschichte. Das heißt, durch irgendwelche Prozesse wird das Pankreas attackiert vom Immunsystem. Wie viel Prozent des Pankreas müssen absterben, dass ich Symptome habe? 80-90, genau. Selbiges haben wir auch beim Parkinson, da ist es auch so.
müssen 80% der Substantia nigra pars compacta absterben, dann habe ich erst die Symptome. Das ist so schön, man hat so extrem viel Reserve im Körper. Gut. Ich habe Antikörper verschiedene. Ich kann haben Inselzell-Antikörper, Glutamatika-Boxylase-Antikörper, Insulin-Antikörper, Tyrosinkinase-Antikörper oder Zinktransporter-Antikörper. Okay? Verschiedene Konstellationen. Das Interessante ist, man hat schon Antikörper, bevor man Diabetes hat. Okay? Wenn ich jetzt Glutamatika-Boxylase-Antikörper habe und Tyrosin-Phosphatase-Antikörper, dann habe ich ein Risiko von 20% innerhalb von 5 Jahren an Diabetes Typ 1 zu haben. Okay? Also man sieht es schon vorher. Wäre interessant, ob man dann, wie das dann ist, ob man, wenn man den Leuten, wenn man das schon sieht, irgendwie mit Immunsuppressiven dagegen steuern, kann man noch nicht so ganz, glaube ich. Das ist auch schwierig, weil das sind halt meistens Kinder, die das haben. Und da Studien zu machen mit Immunsuppressiven, die natürlich schwere Nebenwirkungen haben häufig, ist halt, ja, ethisch schwer zu vertreten. Gut, was haben wir für Symptome? Polyurie, viel urinieren. Polydipsie, viel trinken. Warum? Wenn die Glucose nicht in die Zellen kann, ist sie im Blut und logischerweise kommt es auch in den Haaren. Und die Nierenschwelle ist bei 180 Milligramm pro Deziliter, habe ich mehr als 180 im Blut, geht es raus über den Harn, weil die Transporter in der Niere das nicht mehr rücktransportieren können. Und was ist natürlich da? Das wirkt osmotisch aktiv, zieht mehr Wasser mit und ich pinkel mehr. Gleichzeitig habe ich eine erhöhte Osmolarität im Plasma und das sagt an meinen zentralen Zentren, trink was. Okay? Ich glaube, der Nucleus Supraopticus, der detektiert die Osmolarität und schüttet auch ADH aus und andere und führt dann doch zur verstärkten Wasserrückresorption und sagt auch dem Körper, trink mehr. Gleichzeitig Müdigkeit, Gewichtsverlust, Ekel, Insulin, das Masthormon, verliere ich Insulin, naja, habe ich zu wenig Insulin, habe ich weniger, nehme ich ein Gewicht ab. Ja, und Juckreiz, auch gut, Hautinfektion, schlecht eingestellte Diabetiker haben oft Hautinfektionen. Aber wenn ein Kind sagt, ja, wenn die Mutter erzählt, ja, der kleine Benjamin, der trinkt in letzter Zeit ein paar Liter am Tag und steht ganz Tag auf dem PC oder sitzt oder was auch immer, dann sollte man sich halt Gedanken machen. Aber die Leute heutzutage googeln die Leute das schon immer alles. Was machen wir? Messen die Blutglucose, HB1C, Autoantikörper oder wir machen einen oralen Glucosetoleranztest. Was das ist, dazu komme ich noch. Und Therapie. Substitution, eine lebenslange Insulinsubstitution. Es gibt auch schon Insulinpumpen, die man so einbauen kann, dann ist es mit dem Spritzen ein bisschen angenehmer. Aber die Kinder sind eigentlich sehr schnell, sehr selbstständig, was das betrifft. Irgendwer im Raum jetzt sicher Insulin, als sicherlich Diabetiker Typ 1, der weiß eh, das ist halt, man gewöhnt sich irgendwann dran, es wird dann gehört zum täglichen Brot dann sozusagen. Diese Pankreas-Transplantationen gibt es auch. Aber die halten nie so lange. Habe ich kürzlich erst was gelesen, die halten immer nur 2-3 Jahre oder sowas und dann wird das abgestoßen, wenn man so Pankreasgewebe spendet und einpflanzt. Ja? Wenn ich Insulin-Autoantikörper habe, ist das dann nicht problematisch, wirkt das Insulin dann nicht mehr? Das ist eine wirklich gute Frage. Aber ich würde jetzt intuitiv annehmen, dass die Insulin-Autoantikörper, dass die aufs normale Insulin gehen und vermutlich vielleicht nicht auf die Analoga. Ich habe mir über das noch nie Gedanken gemacht, das ist eine sehr interessante Frage, ja. Hast du was zu recherchieren und das kannst du mir dann auf Facebook schreiben, wenn du was gefunden hast dazu. Sehr interessante Frage, ja. Aber mit den Insulin-Autoantikörpern ist es so, je jünger die Kinder bei der Erstmanifestation haben, desto häufiger haben sie das. Ein 17-Jähriger, der da erste Manifestation hat, hat nur mehr 20% der Fälle Insulin-Autoantikörper. Also da gibt es weniger Probleme. Trotzdem eine sehr, sehr gute Frage. Ja. Habe noch nie Gedanken darüber gemacht. Gefällt mir. Der Kerl denkt mit. Gut. Diabetes Typ 2. Diabetes Typ 2. Also Typ 1 hat einen absoluten Insulinmangel. Dem fehlt das Insulin.
Typ 2 hat einen relativen Insulinmangel. Okay? Insulinresistenz, wie auch immer die zustande kommt, dazu kommen wir gleich. Das heißt, der Körper ist weniger sensibel auf Insulin. Das Pankreas schüttet mehr aus. Der Körper wird resistent. Glucose steigt im Blut, weil der Körper resistent wird. Okay, wird noch mehr Insulin ausgeschüttet. Körper wird wieder resistent, wird noch mehr Insulin ausgeschüttet. Ich habe einen relativen Insulinmangel. Absolut haben die ganz viel Insulin, aber der Körper ist so resistent dagegen. Die intrazellulären Signalkaskaden werden abgeschwächt, sodass Insulin nicht mehr seine volle Wirkung entfalten kann und irgendwann kommt das Pankreas nicht mehr nach, ausreichend Insulin zu produzieren. Eigentlich im Vergleich zu normalen Menschen genug Insulin da, aber für das Individuum ein relativer Insulinmangel, weil Resistenz steigt, mehr Insulin wird produziert. Körper wird wieder resistent, mehr Insulin wird produziert. Das steigert sich so lange hinauf, bis das Pankreas die Resistenz nicht mehr überbrücken kann und nicht mehr ausreichend Insulin synthetisieren und sezernieren kann. Wie entsteht Insulinresistenz? Da war erst kürzlich, oder schon ein halbes Jahr her, ein wirklich geiles Paper im New England. Die haben folgende Hypothese aufgestellt, gefällt mir sehr, sehr gut. Die haben das wirklich wunderschön geschrieben, das Paper. Die sagen zum Beispiel, wenn es jetzt im Muskel oder in der Leber kann es dazu kommen, dass eben die Beta-Oxidation in den Mitochondrien nicht mehr gescheit funktioniert. Und dann habe ich zu viele Triglyceride in den Muskelzellen oder in der Leber. Einerseits durch zu viel Nahrungszufuhr, beziehungsweise die Beta-Oxidation in den Mitochondrien haut nicht mehr ganz hin. Und aus diesen Triglyceridmolekülen, da gehen dann so Diacylglycerol-Moleküle weg, diese DAGs, die kennen wir ja schon von diesen GQ-gekoppelten Proteinen. Und diese DAGs aktivieren dann Proteinkinasen. Da gibt es eine Theta und eine Epsilon, das ist wurscht. Und die wiederum führen dazu, dass der Insulinrezeptor oder die Signalkaskaden, die folgenden, weniger aktiv sind. Das heißt, das Spannende ist eigentlich dahinter folgendes, nicht nur, dass man jetzt ungefähr eine Idee hat, wie das funktionieren könnte mit diesen neuen Proteinkinasen und mit den Diacylglycerol, sondern dass unter anderem der Schlüssel die Mitochondrien vielleicht sind und das zeigt auch Leute, die viel Sport betreiben, was haben die in den Muskeln? Viele Mitochondrien. Dass regelmäßiger Sport vielleicht unter anderem deshalb ein protektiver Faktor ist, weil ich viel Mitochondrien habe, die dann dort diese Triglyceride und auch die besser verstoffwechseln können, besser Beta-Oxidation machen können und ich deshalb weniger Diacylglycerol habe, die eben dann diese Insulinresistenz fördern. Und da gibt es auch so coole Sachen, dass man dazu führen kann, dass man die Mitochondrien entkoppelt, dass die mehr Fett verbrennen, da gibt es so neue Substanzen, die stanzen da irgendwo Löcher rein, das ist ganz, ganz spannend. Aber man ist dem Ganzen auf den Fersen sozusagen. Also, Insulinresistenz ist eine Ursache für Typ-2-Diabetes. Dann eine erhöhte hepatische Gluconeogenese und da greifen wir ein mit unserem Wundermittel Metformin. Metformin ist das wichtigste orale Antidiabetikum, das wir derzeit haben. Okay? Vielleicht werden die Glyphlozine noch besser. Ich bin da zuversichtlich. Dann haben die häufig ein gestörtes Sekretionsmuster. Die Sekretion prandial ist gestört, der erste Gipfel ist zu wenig, der zweite Gipfel kommt zu stark oder mit einer gewissen Latenz. Gibt es verschiedene Geschichten. Verminderte Sekretion von GLP-1 und GIP, unsere zwei Hormone, die den Inkretin-Effekt verursachen. Und das gute alte metabolische Syndrom, das habt ihr eben, Avelino Orpsi gehört, hat es vielleicht auch gut gemacht. Was ist das metabolische Syndrom, was sind das die Charakteristika? Hypertonie, Adipositas, ja. Bauchumfang, Adiposas zählen wir als eines. Ja, der Avelino hat sogar die Grenzwerte gewusst, ich habe 102 beim Mann und irgendwas bei der Frau, keine Ahnung. 88 bei der Frau, gut. Dyslipidämie, ja. Und nicht zwangsläufig Diabetes, gestörte Glukosetoleranz bis hin zum Diabetes. Okay, also Hypertonie,
Adipositas, Dyslipidämie und gestörte Glukosetoleranz. Das ist unser metabolisches Syndrom. Das ist der Durchschnitts-50-jährige Mensch. Okay, nicht der durchschnittliche Mensch, der durchschnittliche Mensch, der irgendwo auf einer Station herumliegt oder sitzt. Okay, es haben sehr viele Leute. Und das kann man sich gleich merken, diese Zivilisationskrankheit, das Zivilisationskrankheitssyndrom, metabolisches Syndrom oder seine Einzelkomponenten, First-Line-Treatment ist immer Lebensstil mit Modifikation. Bei Bluthochdruck, bei Diabetes, bei Adipositas und bei Dyslipidämien, First-Line-Treatment immer Lebensstilmodifikation. Und dann erst greift man zur Tablette. Okay? Außer wenn es ganz exzessiv ist natürlich. Wenn das, oder dann, wenn ein Druck von 170 zu 80 hat, naja, dann muss man halt gleich mit einem Medikament was machen. Aber selbst dann, wenn er nachher Gewicht verliert, geht der Druck runter. Gut, meist ist es ein Zufallsbefund. Bei der gesunden Untersuchung merkt man plötzlich einen hohen Zucker. Man wird nämlich erst sehr spät symptomatisch. Der Blutzucker muss über dem Tagesverlauf großteils über 250 Milligramm pro Deziliter sein, dass man Symptome hat irgendwie, eben Polyurie oder Schwäche oder Müdigkeit oder sowas. Oder das HbA1c, der HbA1c muss über 9,5% sein über einen langen Zeitraum, dass man wirklich Symptome hat. Sonst ist eher ein Zufallsbefund. Die Diagnostik machen wir gleich. Was machen wir? Ich glaube, Diabetes, orale Antidiabetika oder Insulin. Wie diagnostiziert man jetzt Diabetes? Nüchtern Glucose, wenn die größer 126 Milligramm pro Deziliter ist. Wenn ich einmal bei einer willkürlichen Messung am Tag einen Wert von über 200 habe oder wenn ich beim oralen Glucosetoleranztest, da kriegt die Person, ich glaube, 75 Gramm Zucker in einen 300 Milliliter Wasser zu trinken, trinkt es runter und dann messe ich halt nachher den Blutzucker. Okay? Und wenn nach ein oder zwei Stunden. Und wenn der Wert über 200 ist, ist es ein manifester Diabetes. Okay? Bei der nüchternen Glucose, wenn der Wert zwischen 100 und 125 ist, ist es eine gestörte Glucosetoleranz. Eine Impaired Fasting Glucose. Wenn ich beim oralen Glucosetoleranztest zwischen 140 und 199 bin, habe ich auch eine gestörte Glucosetoleranz, das heißt dann dort eine Impaired Glucose Tolerance. Okay? Und der HbA1c mehr als 6,5% ist auch manifester Typ, ist auch manifester Diabetes. Was ist der HbA1c? Der Langzeitzucker. Aber was ist das? Was messe ich da und wie lang ist der Langzeitzucker? Ja, Hämoglobin gebunden, sagt die Kollegin. Und wie lang gilt es? 2 Monate. Wer bietet mehr, wer bietet weniger? Ja, irgend sowas. So sagen wir 8 bis 12 Wochen, so eine Erythrozytendauer, variiert ein bisschen. Literatur sagt man aber 2 Monate ist schon mal gut, so 2-3 Monate sagt man immer, ist der HbA1c. 3 Monate merke ich mir immer so ungefähr, 10-12 Wochen, passt. Wie funktioniert das? Bei den HbA-Molekülen, da wird Glucose angehängt, aber nicht enzymatisch, sondern non-enzymatisch. Über das Schiffsche Basenintermediat oder diese Amadori-Umlagerung. Es ist wurscht, wie das heißt, müsst nur wissen, da wird Glucose angehängt und dann kann ich das eben messen. Ist aber auch nicht immer ein verlässlicher Marker. Manche Leute haben einen erhöhten Erythrozytenumsatz, da kommt es zu falschen Werten natürlich. Oder die haben eine verlängerte Erythrozytendauer, ja? Nein, sonst könnte man es ja nicht messen. Sonst hätte man, wenn es reversibel wäre, vielleicht zu einem gewissen Teil, kann ich 100%ig kann ich es nicht sagen, aber wenn es voll reversibel wäre, hätte es HbA1c keinen Sinn. Na, wenn zu viel Zucker im Blut da ist, ist halt, wie es halt immer ist, wenn es von irgendeinem chemischen Produkt zu viel ist, passiert halt was da mit dem Körper. Es wird normal metabolisiert, aber bei einem gewissen Grenzwert passieren auch Sachen, die normalerweise nicht passieren sollten. Aber
was es der genaue Grund ist, dann ist so viel Zucker da und das halt, dann hängt sich der Zucker halt dort an. Im normalen Zustand, okay, du hast ja auch ein HbA1c, nur einen geringeren Anteil. Das Zucker kann halt spontan im Blut kann der Zucker diese Reaktion auslösen. Gut, wollte nur was sagen. Gut, das war's, glaube ich mal. Und dieser Grenzwert, den wir nachher besprechen werden, dass man das HbA1c runterbringen soll, immer auf kleiner 6,5, das stimmt so auch nicht ganz. Der Zielkorridor ist zwischen 6,5 und 7,5 und kann auch in manchen Fällen noch höher sein. So kommen wir später noch bei der Behandlung des Diabetes. Aber noch immer First-Line-Treatment, Lebensstilmodifikation. Ich werde es auch häufig jetzt, diese Millimol-Angaben auf der Station, hier in Österreich wird eigentlich immer Milligramm pro Deziliter verwendet. Aber international gibt es halt oft diese Millimol. Ja? Ich glaube schon. Ah, Milligramm, Entschuldigung. Milligramm, ja. Milligramm. Also in meiner Notiz habe ich stehen Milligramm, da auf Folie steht Gramm. Eins von beiden wird schon stimmen. Ja, wahrscheinlich ist das Milligramm. Ist egal. Warum ist es egal? Man misst ja nicht im Becher aus dem Ding, aus einem Zuckerstreuer raus. Nein, da gibt es so fixfertige Beutel, man gibt es da dem Patienten und schüttet sie noch ins Glas, rührt es um und sagt, trinken Sie das. Da steht dann 75 irgendwas oben. Gut. So, Komplikationen gibt es viele. Man muss sagen, ein manifester Typ 2 Diabetiker, also ich rede viel vom Typ 2, weil diese Komplikationen betreffen halt auch den 1, aber wir machen mal viel vom 2er. Der Typ 2, die betreffen wirklich beide, aber der Typ 2 Diabetiker hat eine geringere Lebenserwartung. 5 bis 8 Jahre geringere Lebenserwartung hat ein Typ 2 Diabetiker. Dann hat es eine Studie gegeben in Deutschland mit 500.000 Personen und da haben sich angeschaut, zu einem Zeitpunkt X, wie häufig sind gewisse Mikro- und Makroangiopathien. Okay? Also Makroangiopathien oder makrovaskuläre Komplikationen sind große Gefäße. Die Koronarien, die Herzkranzgefäße, dann die Karotiden oder die Arterien peripher. Also KHK, koronare Herzkrankheit mit Angina pectoris, PAVK, periphere arterielle Verschlusskrankheit, die Claudicatio intermittens, Schaufensterkrankheit oder CAVK, die zentrale arterielle Verschlusskrankheit, wenn die Karotiden quasi zu sind und die Person synkopieren kann. Und überall, wo ich eine CAVK, eine AVK habe, gehen ja die Gefäße zu, da wie irgendwo wird das Gefäßlumen immer enger. Dort kann sich auch ein Thrombus bilden, der kann irgendwo hinschießen. Bei der CAVK schießt er ins Hirn, ich kriege einen Schlaganfall. Bei der KHK schießt er ins Herz, ich kriege einen Herzinfarkt. Bei der PAVK schießt er in die Extremität und ich kann, die Extremität ist minder perfundiert. Okay? Und in dieser Studie, die haben auch gesagt dort, dass 80% aller Diabetiker irgendwann in ihrem Leben eine Makroangiopathie bekommen. Also entweder CAVK, PAVK oder KHK, wenn sie schlecht eingestellt sind. Mikroangiopathien sind die kleinen Gefäße, die Niere, die Neuronen oder die Retina. Bei der Retinopathie gibt es zwei Subtypen, die non-proliferative und die proliferative, also einmal wachsen Gefäße, einmal wachsen sie nicht. Das heißt, was sagen wir zum Diabetiker? Wir sagen dem Diabetiker, er soll regelmäßig zum Augenarzt gehen, dass der Spiegelung macht vom Augenhintergrund, nicht, dass der eine Retinopathie entwickelt und dann blind wird. Okay, bei der Proliferativen, die ist nämlich ganz gefährlich, da kann es zur Netzhautablösung kommen. Sonst auch zu Makulaödem. Makula kann halt anschwellen. Die Neuropathie, wie kommt die zustande? Die Neuropathie kommt vermutlich zustande,
gibt es zwei Modelle. Ein Modell ist, dass die Vasa Nervorum, also die Gefäße, die die Nerven versorgen, dass die durch die erhöhten Glukosespiegel gestört sind und die Nerven dadurch weniger leiten können oder gestört sind in der Funktion. Oder dass die Glukose sich in die Myelinscheiden dort aufgenommen wird. Glukose ist osmotisch aktiv, Wasser nach, Myelinscheiden schwellen an und die Neurotransmission ist nicht mehr adäquat gewährleistet. Okay? Und bei der Nephropathie ist es so, dass eben durch diese Glukose, die halt spontan diese Amadori-Umlagerung machen kann, das schiffsche Basintermediat bilden kann, spontan, warum auch immer es das macht, lagert sich einerseits an Proteine an, die auch in der Niere sitzen, und dadurch wird dann die Funktion der Niere gestört, der Filter wird gestört, ihr wisst ja, die Niere machen wir noch, aber da gibt es ja einerseits das Gefäßendothel, dann habe ich diese Podozytenfüße und das Gefäßendothel ist auch noch negativ geladen, dass halt nur gewisse Moleküle durchkommen in einer gewissen Größe. Und wenn dort Glukosemoleküle die Funktion von Proteinen stören, kommt es zu einer Proteinurie, weil der Filter gestört ist. Das heißt, wir checken auch regelmäßig die Nierenfunktion. Einerseits mit, was checke ich an der Nierenfunktion? Kreatinin, ja, okay, das sagt mir ein Anteil des Kreatinins. Und wenn ich wissen will, wie die Niere, wie gut sie funktioniert, gibt es noch was anderes? Die GFR, die glomeruläre Filtrationsrate, genau, meistens ist die geschätzt, die EGFR, das braucht man, um diese Niereninsuffizienz einzuteilen. Und Proteinurie, okay, eine Niere soll ja eigentlich keine wirkliche Proteinurie machen, die Proteine sollen zurückgeholt werden. Und wenn die Niere geschädigt ist, kann ich Proteine messen. Albumin zum Beispiel. Wir haben ja gesagt, Albumin kommt eigentlich nicht durch, das hat 69 Kilodalton und da sollten nur 0,03% vom Albumin durch den Filter durch. Ist die Niere geschädigt, kann ich Albumin messen. Dann kommt es zu einer Albuminurie, Mikro- oder Makroalbuminurie oder Proteinurie als Überbegriff. Gut. Unsere Studie in Deutschland mit den 500.000 Personen hat zum Beispiel in dieser Stichprobe hatten 20% eine Neuropathie, 10% eine Retinopathie und 10% eine Nephropathie. Okay, es variiert. Ich glaube, Bluthochdruck hatten sowieso hatten über 60%, ein Herzinfarkt hatten schon mal, oder eine KK hatten 25%. Herzinfarkt, Schlaganfall hatten so um die 5-6%. Das ist eine Stichprobe, okay? Man sieht halt nur, wenn man sich Diabetiker anschaut, findet man häufig solche Sachen. Und ja, es ist ganz wichtig, dass wir die therapieren. Und ich werde nachher noch sagen, welche Medikamente auf die Makro-Angiopathien Effekt haben oder auf die makrovaskulären Komplikationen und welche auf die mikrovaskulären Komplikationen. Weil nicht jedes Antidiabetikum verhindert den Tod. Muss man auch sagen. Es kommt das Präparat drauf an. Oder es verhindert. Bei manchen gibt es halt keine Endpunktstudie. Gut, diese Neuropathie kann sich manifestieren in sensorischer, dass man eben seine Füße nicht mehr gut spürt. Die haben die Fußsohlen, die spüren das einfach nicht mehr gut. Deshalb sagt man denen, wenn sie schon sensorische Neuropathien haben, checken sie bitte einmal am Abend vom Schlafen gehen ihre Füße. Schauen sie, dass sie ein Schuhwerk haben, das nicht drückt. Gehen sie nicht barfuß am Strand. Weil sonst geht der Barfuß am Strand, merkt nicht die Hitze des Sandes, brennt sich den Fuß auf, merkt es erst am Abend, wenn die Blasen da sind und dann hat er eine Infektion. Und die Wundheilung ist ja auch gestört bei Diabetikern, weil die Durchblutung gestört ist. Ist die Wundheilung auch gestört? Eine adäquate Wundheilung erfordert immer eine gute Durchblutung. Okay? Und beim diabetischen Fußsyndrom gibt es eben, die haben halt Infektionen. Das können wirklich tiefe Ulzerer sein, bis zum Knochen, bis zur Osteomyelitis. Was sind das Erreger? Was sind denn Erreger für Hautinfektionen beim gesunden Menschen? Was ist der Erreger vom Erysipel? Streptokokken. Was ist der Erreger vom Abszess? Staphylokokken. Genau die zwei sind auch mal Haupterreger. Streptokokken und Staphylokokken, auch im diabetischen Fuß. Dann haben wir auch noch ein paar Gramm negative, wie E. coli, Proto-Esklepsiella und dann auch noch manchmal Anaerobia, wie Bacteroides, Fragilis zum Beispiel oder
Peptostreptococcus oder Peptococcus. Wurscht, ihr merkt euch, den herkömmlichen Erreger Streptococcus, Staphylococcus und auch noch Gramnegative und manchmal Anaerobia. Das ist wichtig für die Behandlung dann nämlich. Potenzstörungen natürlich bei Neuropathie, ja? Kann man auch an den Händen haben, die haben häufig sockenförmiges an den Füßen, sie können es auch an den Händen haben, aber an den Händen merkst du die Verletzungen eher noch irgendwie. Wenn du jetzt herumgehst und du schneidest dich irgendwo, du hast die Hände mehr im Blick und die Füße, die schaust halt oft nicht so an, und wenn du dann metabolisches Syndrom hast und einen Bauchumfang, dann siehst du vielleicht nicht mehr so ganz runter, oder den Fuß auf den Oberschenkel zu legen ist auch schwer, also ist es halt dann. Die sind weniger im Blickfeld, aber kann auch an den Händen sein, natürlich. Ja. Das Erste, was man merkt, ist abgeschwächtes Vibrationsempfinden übrigens. Die erste Anzeichen für eine Neuropathie, eine sensorische. Kann auch motorisch sein, dass sie Muskelschwäche haben, oder kann auch zu Störungen im Sympathikus, Parasympathikus kommen, dass sie Obstipation haben, Durchfall, Blutdruckregulationsschwankungen. Potenzstörungen auch, damit kann man die Männer immer in Panik versetzen. Wenn es um die Potenz geht, plötzlich sind sie sehr compliant, das Metformin wird mit Genuss konsumiert. Gut, Hyperglykämie, nona nicht, wenn ich zu viel Insulin spritze, bis hin zum hypoglykämischen Koma oder Schock, oder Koma halt. Deshalb ist immer wichtig, dass man, wenn man jemanden findet auf der Straße, der halt bewusstlos ist, dass man Blutzucker misst. Okay, nicht sicher auch reanimieren, natürlich. Aber nicht gleich Adrenalin spritzen und Amiodaron reinjagen. Nein, vielleicht sollte man mal Blutzucker messen. Vielleicht ist das nur der Blutzucker, der nicht adäquat hoch ist. Gut, Azidosen kann man haben. Die Ketoazidose haben eigentlich primär Typ 1 Diabetiker. Warum? Weil Insulin, einerseits haben wir gesagt, treibt uns Glucose in die Zelle, andererseits hemmt Insulin die Lipolyse. Ist das Bereitstellen von Energie aus Lipiden. Lipide können ja zu Ketonkörpern umgewandelt werden. Und wenn sie das werden und ich habe zu viel davon, habe ich eine Ketoazidose. Okay? Und wenn ich der Typ 1 Diabetiker hat einen absoluten Insulinmangel, das heißt, er kann einerseits die Glucose nicht in die Zelle treiben, andererseits nicht die Lipolyse hemmen. Ich habe genug zu viele Lipide, die da sind, freie Fettsäuren, die zu Ketonkörpern umgewandelt werden, zack, und ich habe die Ketoazidose. Mit einer Anionenlücke, und das würde es viel zu weit führen, Elektrolytstörungen sind unglaublich spannend, könnte man eigene lange Vorlesung führen darüber, aber merkt euch, Ketoazidose, Typ 1 Diabetiker. Genauso wie das ketoazidotische Koma-Diabetikum, auch Typ 1 Diabetiker. Der Typ 2 Diabetiker hat einen hyperosmolaren Zustand. Der hat nämlich einen, haben wir schon gehört, hat einen relativen Insulinmangel. Der hat noch ausreichend Insulin, um die Lipolyse zu hemmen, aber nicht mehr genug, um die Glucose in die Zelle reinzutreiben. Das heißt, der hat zu viel Glucose, der ist exsikiert, eben weil er so viel verliert über den Urin, kommt nicht mit dem Trinken nach, dem ist schlecht, der ist verwirrt. Und es exekiert, hyperosmolar, okay, nicht ketoazidotisch. Ketoazidotisch Typ 1, hyperosmolar Typ 2. Was machen wir mit so einer Notaufnahme? Wir geben ihm natürlich Flüssigkeit und Insulin und checken regelmäßig das Kalium. Okay, man muss dann auch Kalium dazugeben, wenn man ihm Insulin dazugibt. Weil wir schon gesagt haben, Insulin treibt Kalium in die Zellen. Gut, die Infektanfälligkeit ist auch erhöht. Aber vor allem bei schlecht eingestelltem Diabetes ist das so, und das sind eigentlich primär Hautinfekte, die hier ein Problem darstellen. Gut, jetzt noch kurz diese Sonderformen hier und dann machen wir eine Pause. Fangen wir an mit dem LADA. Manchmal heißt es late, manchmal latent. Autoimmune Diabetes of the Adult. Was ist mit dem? Im Endeffekt ist es ein Typ 1 Diabetes bei Älteren. Okay, ein insulinpflichtiger Diabetes bei Älteren. Und der Modi, da fehlt ein O eigentlich, Maturity Onset Diabetes of the Young, da fehlt das Onset zwischen Maturity und Diabetes. Das ist der Typ 2 Diabetes bei den Kindern.
bei den Jugendlichen, sozusagen, stimmt nicht so ganz. Und da gibt es noch 9 Unterformen. Keine Ahnung, die sind, irgendwie sind die unterschiedlich, in welche Gene da betroffen sind natürlich. Und manche sind insulinpflichtig, manche nicht. Bei manchen wirken Sulfonylharnstoffe, bei manchen nicht. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Das ist dann wirklich was für die Hardcore-Diabetologen. Aber es sind Sonderformen. Man müsste ja auch wissen, dass es die gibt zumindest. Unter Gestationsdiabetes ist deshalb wichtig, einerseits gibt es da andere Grenzwerte für den Blutzucker, die sind viel strenger. Ich kenne sie jetzt nicht auswendig, ich habe sie schon mal gewusst, aber ich weiß jetzt nicht mehr. Kann man nachschauen. Und da ist vor allem wichtig, wenn eine Mutter Gestationsdiabetes hat, woran merkt man das? Unabhängig davon, ob wir haben die Möglichkeit zum Blutzucker messen. Woran kann ich merken, dass die einen Gestationsdiabetes hat? Ja, Ödeme haben viele Frauen so, ja. Es geht ums Kind. Woran kann ich es am Kind merken? Makrosomie habe ich schon gehört. Das ist die Makrosomie, genau. Also können Sie mal fragen, die Mutter, wie schwer war ich bei der Geburt? Die Mütter wissen es. Wenn man über 4 Kilo gewogen hat bei der Geburt, ist man Makrosomie verdächtig. Das wiederum ist der Verdacht groß, dass die Mutter einen Gestationsdiabetes hatte. Okay? Das ist eine Gefahr dann, wenn du ein 4,5 Kilo Kind rauspressen musst, ist nicht so angenehm wie ein 3,5 Kilo Kind. Okay? Und Frauen, die einen Gestationsdiabetes hatten, haben ein 50%iges Risiko, innerhalb von 10 Jahren einen richtigen Diabetes zu entwickeln. Wie behandeln wir den Gestationsdiabetes? Durch Diät, also adäquate Nahrung und Bewegung und Insulin. Also schwangere Frauen kriegen nicht irgendein Sulfonylharnstoff oder ein Metformin, denn die spritzen wir einfach Insulin oder die spritzen sich dann selber halt. Gut, jetzt machen wir Pause, würde ich sagen. Das ist machen wir weiter. Wir werden uns jetzt den oralen Antidiabetika widmen. Das Wichtigste von allen oralen Antidiabetikern ist sicherlich das Metformin. Okay, Metformin ist das First-Line-Präparat bei übergewichtigen Typ-2-Diabetikern, wenn die Kontraindikationen nicht bestehen. Okay, Typ-2-Diabetiker, der übergewichtig ist, Metformin, First-Line-Präparat. Was macht das Metformin? Man glaubt, dass das Metformin die Atmungskette eingreift. Durch den Eingriff in die Atmungskette oder dort die Atmungskette stört quasi, die oxidative Phosphorylierung in der Atmungskette stört, entsteht mehr AMP und das AMP aktiviert dann die AMP-Kinase. Und das Verhältnis, dass mehr AMP und weniger ATP da ist und die AMP-Kinase aktiv ist, führt dazu, dass die Gluconeogenese gehemmt wird. Okay, so wie immer natürlich, Gluconeogenese, wie heißt das Schlüsselenzym? Phosphoenolpyruvatcarboxykinase. Man glaubt, dass dieses Schlüsselenzym runterreguliert wird. Okay, gut. In der Praxis muss man sich nur merken, Metformin hemmt die hepatische Gluconeogenese. Okay. Dann hat es auch noch durch die Hemmung der Gluconeogenese senkt natürlich die Blutglucose und durch die Blutglucosesenkung habe ich natürlich einen positiven Einfluss auf die Insulinresistenz. Weil, wenn weniger Blutzucker da ist, muss der Körper wieder weniger Insulin ausschütten. Die Zellen sind mit weniger Insulin geflutet und können wieder sensibler darauf reagieren, weil die intrazellulären Signalkaskaden, Second-Messenger-Kaskaden, wieder sensibler drauf werden. Dann haben wir noch weitere positive Effekte.
So ähnlich wie die Statine bei der Dyslipidämie pleiotrope Effekte haben, hat das Metformin auch zusätzliche Effekte. Also das Metformin ist quasi das Statin in dem Blutzucker, oder die Statine sind das Metformin der Dyslipidämie, wenn man so sagen will, sind die Top-Präparate. Das Metformin führt dann auch zu einem Abfall des VLDL und zum Anstieg des HDL. Das ist gut, das wollen wir. Dann wirkt es auch noch antithrombotisch, vermutlich durch den Abfall des Plasminogen-Aktivator-Inhibitors. Plasminogen, wissen wir, brauchen wir zur Fibrinolyse. Haben wir einen Inhibitor von Plasminogen, wird die Fibrinolyse gehemmt. Es ist eher prothrombotisch. Hemme ich den Hemmer der Fibrinolyse, bin ich antithrombotisch. Das mit der intestinalen Aufnahmehemmung von Glucose wird vermutet, ist nicht ganz klar. Und dass die verbesserte Glucoseabnahme in den Muskelzellen erfolgt, ist auch nicht ganz klar. Das habe ich vorher vergessen mit dem GLUT4. Wir haben schon gesagt, GLUT4 ist insulinabhängig, kommt er in die Muskelzellen hinein, wird er inkorporiert, dass Glucose reinkommt. Aber der GLUT4 kann auch öffnen oder kann auch in die Muskeln rein durch Muskelaktivität, durch verstärkte Muskelaktivität, Muskelkontraktion, ist auch ein Reiz dafür, dass der GLUT4 aktiv wird. Also Muskelaktivität führt dazu, dass noch mehr Zucker in die Muskeln reinführt, eben weil dieser GLUT4 auch durch Muskelaktivität aktiv werden kann. Gut, das Metformin wirkt nicht gleich, sondern erst nach einer gewissen Zeit, Tagen bis Wochen. Metformin ist eigentlich das zweite Biogonid, das es gegeben hat, ein weiteres. Früher ging das Fenformin, das wurde aber in den späten 70ern vom Markt genommen, weil es zu Laktatazidosen geführt hat, mitunter tödlich verlaufend. Jetzt hat jeder Paranoia, dass beim Metformin das auch passiert, ist aber trotzdem eine sehr seltene Nebenwirkung. Was ist noch zu pharmakokinetisch zu sagen zum Metformin? Metformin wird einerseits, wenn man es oral einnimmt natürlich, wird es über den OCT1, organischen Kationtransporter, in die Leber aufgenommen, durch den OCT2 kommt es in die Niere hinein. Es wird renal eliminiert, mit einer renalen Elimination, 400 Milliliter pro Minute. Was heißt das für unsere, wie läuft die renale Elimination, wenn ich 400 Milliliter pro Minute habe? Wird es filtriert und sezerniert? Was passiert da? Es wird sezerniert, genau. Warum? Wenn es nur filtriert werden würde, hätte ich eine renale Elimination von 120. Wenn es rückresorbiert werden würde, weniger als 120, wenn es mehr als 120 ist, bis 600, 650, wird es filtriert und oder sezerniert. Also filtriert und sezerniert oder nur sezerniert. Gut, also renale Elimination, das heißt, ab einer gewissen GFR darf ich es nicht mehr geben. Und da streiten sich die Geister, was die Kontraindikation ist. Im Actoris, glaube ich, steht drin, 80 Milliliter pro Minute ist die Kontraindikation. In der Packungsbeilage von Metformin, der Handelsname ist das Glucophage, steht drinnen 60. In den Folien von Professor Nanov steht GFR 30. Es ist so, im angloamerikanischen Raum sind sie lockerer, da geben sie es runter bis zu einer GFR von 30. Also bis so 60 kann man es fix noch geben, bis 45 sagen auch Nephrologen, dass man es auf jeden Fall noch geben kann. Muss man schauen, was sonst noch für Komorbiditäten vorherrschen. Okay, aber wenn die Niere stark eingeschränkt ist, ist eine Kontraindikation. Was sind Nebenwirkungen? Nebenwirkungen sind primär gastrointestinaler Natur, wie Bauchschmerzen, Übelkeit, Blähungen, Durchfall. In 2-20% der Fälle kommt das vor. Was kann man machen, um das zu verhindern und zu reduzieren? Einschleichen. Okay? Metformin muss man einschleichen. Nur, dass ihr es mal gehört habt, was da die Dosis von Metformin ist. Das ist so bis zu 2,5 Gramm. Okay? 850 Milligramm in der Früh, mal anfangen damit oder am Abend. Dann nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Tagen, gibt man die zweite Tablette dazu, wenn man nicht das Auslangen findet, wenn man wirklich Hochdosis machen will. Man kann ihm zweimal 1 Gramm geben.
oder bis 2,5 rauf, kommt drauf an. Was noch? Metallischen Geschmack kann es machen. Es kann ganz, ganz selten eine makrozytäre Anämie machen und die Laktatazidose. Gut. Wie macht es die gastrointestinalen Störungen? Nicht ganz klar. Zwei Modelle. Vielleicht führt es ein bisschen zu einer Ausschüttung von GLP. Und GLP treibt den oberen Gastrointestinaltrakt. Nein, es hemmt. Nein, doch. Nein, Blödsinn, GLP kann es nicht machen. GLP hemmt den oberen GEG-Trakt. Es kommt zu 5-HT-Freisetzung. Und 5-HT, also Serotonin-Freisetzung, führt zu einer verstärkten gastrointestinalen Motilität. Welche 5-HT-Rezeptoren haben wir im GI-Trakt? 5-HT3. Ja, was machen die? Was sind das für, gekoppelte Rezeptoren? Jetzt bist du gleich dran. 5-HT3 ist Homotrop. Ja. Und 5-HT4 ist GS. Das ist ein GS-gekoppelter Rezeptor. Sehr gut. Welche Präparate kennst du, die auf diesen Rezeptoren wirken? Wirkt es aber auf welchen? Auf den 5-HT3 des Antagonisten, auf den 5-HT4 des Antagonisten und auf den D2 des Antagonisten. Sehr gut, ja. Sehr gut. Der Kollege kennt sich noch aus, das gefällt mir sehr gut. Eben, wir haben im Darm 5-HT3-Rezeptoren, die treiben den Darm an, und 5-HT4-Rezeptoren, die treiben den Darm indirekt an, indem sie muskuläre Neurone aktivieren. Okay? Und vorher noch, der Kollege hat dann aufgeklärt übrigens beim oralen Glukosetoleranztest, es sind 75 Gramm, nicht Milligramm, es sind tatsächlich die Gramm, wie es in der Folie oben steht. Der Kollege hat es recherchiert vorher. Gut, metallischer Geschmack, kommt uns diese Nebenwirkung bekannt vor? Welches Medikament macht diese Nebenwirkung noch? Ein Antibiotikum? Metronidazol, sehr gut. Clarithromycin kann es auch machen. So. Laktatazidose. Wie kommt die Laktatazidose zustande? Kurz nochmal die Gluconeogenese und dann überlegen wir uns, wie es passieren kann. ALAT, ASAT, was sind das für Enzyme? Wo kommen die vor? In der Leber. Das sind unsere Transaminasen. ALAT, ASAT sind die Transaminasen, die unseren Leberschaden anzeigen können. ALAT ist wirklich leberspezifisch. Ist auch das L, kann man sich merken, leicht drin. ALAT ist leberspezifisch. Und S, also ASAT, kommt auch in anderen Substanzen, in anderen Geweben vor, wie im Herzen oder in anderen Muskelzellen. Okay? ALAT ist die Alanin-Aminotransferase, macht das Alanin und Alpha-Ketoglutarat, macht es Pyruvat und Glutamat. Und die ASAT macht auch aus Aspartat und Alpha-Ketoglutarat, Oxalacetat und Glutamat. Okay? Das ist auch irgendwie, und die ASAT wird auch noch als GOT bezeichnet und die ALAT als GPT bezeichnet. Okay, das sind die alten Bezeichnungen. Da steckt dann halt hier das Pyruvat, das Oxalacetat drin. Also die ASAT ist die GOT und die ALAT ist die GPT. Aber wir lernen immer schon ALAT und ASAT. Und diesen Kreislauf finde ich gut, wenn man sich das merkt, wie das funktioniert, wenn man sich dann das besser versteht. Gluconeogenese, also entweder Alanin zu Pyruvat über die ALAT oder Aspartat über die ASAT zu Oxalacetat. Oder Pyruvat kann auch über die Pyruvat-Carboxylase zu Oxalacetat werden. Okay, Pyruvat, wenn man sich so zurückgeht, in der Dunkel an den Block 3, okay, da lernt man diese ganzen Enzyme durch im Citratzyklus, wie die Moleküle ausschauen. Und man weiß, Oxalacetat ist ein größeres Molekül als Pyruvat. Also diese Pyruvat-Carboxylase hängt da quasi einen Carboxyrest dran, COH-Rest dran. Und dann das Oxalacetat wird über die PepsiCo, über die Phosphenolpyruvat-Carboxykinase zu Phosphenolpyruvat. Und das kann dann zur Gluconeogenese herangezogen werden. Okay, also es läuft dann quasi die Glykolyse rückwärts. Stimmt nicht so ganz, aber es wird quasi zur Gluconeogenese herangezogen. So,
Pyruvat, wisst ihr, gibt es zwei Möglichkeiten, wenn es normalerweise weiter metabolisiert wird. Über die Pyruvat-Dehydrogenase kann es zu Acetyl-Coenzym A werden und dann nachher in der Beta-Oxidation verbraucht werden. Oder wenn ich die anaerobe Glykolyse mache, anaerobe Stoffwechsel, weil zu wenig Sauerstoff da ist, muss ich ja Laktat produzieren. Da wird dann Pyruvat über die Laktat-Dehydrogenase zu Laktat. Und gleichzeitig, also über die LDH und NADH, entsteht Laktat. Weil nämlich das Pyruvat nimmt H plus auf und wird zu Laktat. Und Laktat, wenn es zu Pyruvat will, muss, das läuft auch über die Laktat-Dehydrogenase, das Enzym kann beides machen, das Enzym kann Pyruvat zu Laktat machen und Laktat zu Pyruvat machen. Nur, wenn es Pyruvat zu Laktat macht, braucht man NADH. Wenn es Laktat zu Pyruvat machen will, braucht man NAD. Ist eh klar, Laktat ist Milchsäure. Säure hat H+. Das kann man sich eh leicht merken. Das heißt, wenn die Milchsäure zu Pyruvat werden muss, muss das H+ von dem Laktat irgendwo hinwandern. Und es wandert zum NAD. Okay? Das heißt, wenn ich den Stoffwechsel zu in Zuständen, wo ich verstärkt NADH habe, kann das Laktat weniger in Pyruvat umgewandelt werden. Und ich habe das Risiko für eine Laktatazidose. Okay? Und was macht Alkohol? Alkohol verschiebt uns das Verhältnis von NAD zu NADH. Das heißt, ein Alkoholismus, ein schwerer Alkoholiker, sollte kein Metformin bekommen, weil das Laktat, das halt immer irgendwo im Körper anfällt, weil halt nicht halt immer überall Sauerstoff in ausreichendem Maß vorhanden ist oder weil sowieso aufgrund des chemischen der Homöostase im Körper herrscht, immer irgendwo Prozesse laufen und immer Laktat anfällt irgendwo, wird der Pyruvat zum Laktat. Aber wenn ich dann nicht ausreichend NAD habe, sondern viel NADH, kann Laktat nicht mehr zu Pyruvat umgewandelt werden. Okay? Risiko für Laktatazidose steigt. Wo habe ich noch Risiko für eine Laktatazidose? Alle Kontraindikationen basieren im Endeffekt auf dem Abbau von Laktat zu Pyruvat. Oder Zustände, die Laktat produzieren können, sind Kontraindikationen für die Metformingabe. Niereninsuffizienz. Warum die Niereninsuffizienz? Einerseits, weil Metformin wird renal eliminiert, wird Metformin nicht mehr adäquat ausgeschieden, akkumuliert und kann zu Laktatazidose führen. Das ist natürlich das Wichtigste da unten. Laktatazidose, warum überhaupt durch Metformin? Das haben wir jetzt beim Alkohol zwar erklärt, aber können wir sagen, ja, nicht so tragisch. Aber warum kann Metformin das eigentlich machen? Weil Metformin die Gluconeogenese hemmt. Das Enzym Phosphenolpyruvatcarboxykinase, das heißt, es geht so bis zum Oxalacetat, aber staut dann zurück sozusagen. Das heißt, das Laktat kann nicht mehr zu Pyruvat, Pyruvat nicht zu Oxalacetat, Oxalacetat nicht mehr zu Phosphenolpyruvat. Das Laktat staut zurück, Laktatazidose. Und genauso kann es die Niereninsuffizienz einerseits durch die mangelnde Exkretion von Metformin, durch mangelnde renale Elimination, kann es dazu führen, dass es akkumuliert, das Metformin, deshalb ist der Abbau von Laktat eben gehemmt. Gleichzeitig bei der Azidose, was macht die Niere? Die Niere scheidet vermehrt H+ auf und holt mir vermehrt HCO3 zurück. Die Niere ist wirklich ein geiles Organ und die macht ja viele Sachen und ist auch bei der Regulation des Säure-Basen-Haushaltes beteiligt. Und ist die Niere insuffizient, kann ich nicht mehr adäquat auf solche Zustände reagieren. Ein zweites Risiko. Leberinsuffizienz, natürlich, weil die Leber, haben wir schon gesagt, ist einer der Orte, die Gluconeogenese betreiben können. Ist die Leber nicht mehr so in der Lage, das anfallende Laktat, das herumschwirrt, zu metabolisieren, habe ich natürlich ein erhöhtes Risiko für eine Laktatazidose. Schwere Herzinsuffizienz, auch ganz klar, wenn die Peripherie nicht mehr adäquat perfundiert ist, also durchblutet ist,
und adäquat oxygenisiert ist, nicht mehr adäquat mit Sauerstoff versorgt ist, aufgrund des mangelnden Blutflusses, weil ein Vorwärtsversagen herrscht und das Herz nicht mehr genug nach vorne pumpt, dann vielleicht noch ein Rückwärtsversagen, Stauben in die Lunge, dann wird sowieso das Blut nicht mehr adäquat oxygenisiert. Und dann habe ich auch noch Ödeme periphere, Sauerstoffunterversorgung. Sauerstoffunterversorgung heißt anaerobe Stoffwechsellage, heißt gleich Laktatproduktion. Okay. Respiratorische Insuffizienz. Was macht die Lunge, wenn ich zu viel, wenn ich azidotisch bin? Sie reagiert natürlich mit vermehrtem Abatmen von CO2. Okay. Das heißt, ich kann auch damit die azidotische Stoffwechsellage verschlimmern. Einerseits, weil ich nicht mehr genug CO2 abatmen kann. Andererseits, wenn die Lunge nicht adäquat ventiliert wird und der Gasaustausch im Alveol nicht mehr super funktioniert, habe ich zu wenig O2 im Blut, zu wenig O2 in der Peripherie und es entsteht wieder anaerober Stoffwechselzustand, ist gleich Laktatanstieg. Okay? Alkoholabusus haben wir jetzt schon gesagt, eben weil der die Richtung verschiebt, NADH zu NAD, Entschuldigung, NAD zu NADH und deshalb Laktat nicht mehr adäquat abgebaut werden kann und Operationen auch, weil das bei Operationen im Bauchraum zum Beispiel oder wo auch immer, führt es halt oft dazu, dass man irgendwo Gefäße abklemmen muss oder Blutdruck ist niedriger, wenn man das sediert ist und dann sind vielleicht manche Organe oder sind manche Gewebe nicht mehr so gut perfundiert und ich habe auch einen Anfall von Laktat. Okay, und das könnt ihr schon mal merken, wenn jemand ins Krankenhaus kommt, auf eine Chirurgie und eine Operation ansteht, da wird Metformin abgesetzt. Okay, oder pausiert, sagen wir so. Es wird pausiert bis nach der Operation. Okay. Auch wenn jemand ins Krankenhaus kommt mit einem akuten Nierenversagen, wird Metformin auch einmal pausiert. Okay, dann pausiert man sowieso Nephrotoxine. Und da gibt man auch möglichst keine Nephrotoxine, also Substanzen, die irgendwie auf die Niere toxisch wirken oder über die Niere metabolisiert werden. Gut, also, Metformin müsst ihr wirklich gut können. Kurz zusammengefasst, hemmt hepatische Gluconeogenese, man schleicht das Medikament ein, weil es gastrointestinale Nebenwirkungen hat, wenn man es einschleicht, sind die weniger vorhanden. Risiko der Laktatazidose ist eigentlich nicht gegeben, wenn man die Kontraindikationen beachtet und die kann man logisch ableiten. Alle Zustände, die im Körper eine Hypoxie hervorrufen können und diese Hypoxie in einer weiteren Folge zum Laktatanstieg führen kann. Gut. Diese Laktatazidose, wie häufig ist die tatsächlich? Da gibt es Meta-Analysen und Studien dazu und ein Cochrane Review. Und es gibt auch Studien, die zeigen, auch der Cochrane Review aus dem Jahr 2014, glaube ich, zeigt das, der hat da über 300 Studien zusammengefasst und gesagt, und da hat man gesehen, dass in den Studien die Leute oft mindestens eine oder zwei Kontraindikationen trotzdem hatten und Metformin bekommen haben und die Laktatazidose das Risiko nicht höher war als in der Allgemeinbevölkerung. Okay, man sagt so 3 bis 6 Personen pro 100.000 haben so eine Laktatazidose. Das heißt aber trotzdem für uns aufpassen, immer drauf schauen. Wir hatten mal jemanden in England, wie das eben war im 5. Jahr, auf der Notfall und der kam ins Krankenhaus und die Ärzte haben Blutgas gemacht und haben gesehen Laktatanstieg. Und was hat man für Angst, wenn jemand kommt mit Bauchschmerzen und Laktat steigt an? Mesenterialembolie. Muss man schnell was machen. Die haben starke Bauchschmerzen am Anfang, dann sind sie irgendwann weg und dann kommen die Schmerzen wieder und dann ist schon vieles abgestorben. Also Laktatanstieg und Bauchschmerzen immer Gefahr, Mesenterialembolie. Die waren aber nicht so pharmakologisch visiert wie wir hier und die haben das nicht ganz genau geschaut, was der für Medikamente nimmt und der war Alkoholiker und hat eine Niereninsuffizienz gehabt und hat Metformin genommen. Natürlich war deshalb das Laktat erhöht. Okay, die wollten schon CT und Ange und alles mit ihm machen, bis dann jemand gesagt hat, naja, das wird eigentlich von dem sein und dann war es tatsächlich von dem.
Noch, was ich habe vorher erwähnt, diese makrovaskulären und mikrovaskulären Komplikationen, also Makro wie KHK, PHVK, CHVK und Mikro wie Niere, Neuro, Auge. Metformin ist neben den Gliflozinen, die jetzt neu sind, das einzige Antidiabetikum, das signifikant die Mortalität senkt. Okay, da gibt es eine Studie, die UKPD, die UK, Prospective Diabetes Study, glaube ich, war das, hat die geheißen. Die hat gezeigt, dass Metformin signifikant das Herzinfarktrisiko und signifikant die Mortalität senkt. Dann gibt es auch Meta-Analysen, die zeigen Ähnliches, aber es gibt auch Meta-Analysen, die finden den Effekt nicht. Okay? Aber wenn eines von den Antidiabetikern die makrovaskulären Ereignisse wirklich senkt und die Mortalität senkt, ist es mal Metformin. Die Gliflozine machen wir nachher, die sind auch ganz sehr, sehr gut sogar. Die mikrovaskulären Komplikationen werden sowieso gesenkt, okay? Die sind signifikant nachgewiesen von Metformin auf Foliumsulfonylharnstoffen, aber Mortalität senken wirkt Metformin, aber auch nicht in jeder Meta-Analyse, aber in einigen. Also Metformin ist unser First-Line-Präparat, weil es nicht zur Gewichtszunahme führt. Gut, auch oft, eigentlich führt es aber oft zur Gewichtsabnahme beim Patienten. Gut, hätten wir das einmal. So, Sulfonylharnstoffe und Analoga. Die haben wunderschöne Namen alle, das ist Glibenclamid, Glitlazid, Glimepirid, Gliquidon, Rateglinid, Nateglinid und Repaglinid. Für uns ist mal interessant, das sind die Sulfonylharnstoffe und die Analoga. Die Analoga sind Nateglinid und Repaglinid. Nehme ich gleich vorweg. Die wirken ganz, ganz schnell und kurz. Das heißt, die gibt man unmittelbar vorm Essen. Okay? Sulfonylharnstoffe führen zu einer verstärkten Sekretion, von Insulin, indem sie in diesem ATP-Kaliumkanal die SOR-Untereinheit blockieren und dadurch wird Kalium bleibt in der Zelle, Zelle depolarisiert, Insulin wird freigesetzt. Sie steigern aber nicht die Insulinsynthese, sondern nur die Freisetzung. Nate und Repa wirken ganz kurz, vorm Essen geben. Repaglinid kann man alleine geben, Nateglinid nur in Kombination mit Metformin zugelassen. Diese Sulfonylharnstoffe werden alle renal eliminiert, außer Gliquidon. Das läuft renal und hepatisch. Das bedeutet für uns, ich muss bei allen auf die Nierenfunktion achten und gegebenenfalls an die Nierenfunktion anpassen. Okay? Die haben alle eine hohe Proteinbindung. Renal und Vit haben wir schon gesagt. Gliquidon und Repa eben nicht. Und sie laufen über CYP2C9. Okay? Welche Medikamente kennst du, die über CYP2C9 laufen? Na, Rifampicin induziert das. Bitte? Sehr gut, einige Statine, ja. Okay, welche? Rosuvan, Fluva. Rosuvan 2C9, 2C19, Fluva 2C9, 2D6. Gut. Statine, passt. Habe ich nicht gemeint. Block 9, Antibiotika. Sulfo. Was für eben Sulfo? Gibt es Antibiotika, die auch das Wort Sulfo drinnen haben? Na, das läuft wenn über 3 auf 4. Sulfonamide, ja, sehr gut, ja. Wie heißt das Sulfonamide-Antibiotikum? Welches ist das einzige? Ja, womit ist es kombiniert? Cotrimoxazol. Genau. Sehr gut, Cotrimoxazol. Wo setzen wir das ein? Bei Campylobacter. Naja, da würden wir ja Acetyl nehmen. Ja? Okay. Pneumocystis jirovecii zum Beispiel, ja. Oder bei Stenotrophomonas maltophila. Aber das ist uns wurscht jetzt. Gut, worauf ich hinaus will, Sulfonamid-Antibiotika, Cotrimoxazol laufen über CYP2C8 und 2C9. Und es gibt noch ein anderes Antibiotis, das wird es nicht so oft sehen, das Cotrimoxazol.
Aber ein anderes, wenn Sie sehr, sehr häufig sehen, wird gegen Anaerobia. Nein. Nein. Metronidazol. Metronidazol läuft über ZYP2C9. Da gibt es Studien, die zeigen, dass Metronidazol die ZYP2C9 hemmt in dem Fall und der Spiegel von Sulfonylharnstoffen steigt und deshalb muss man aufpassen, weil in Kombination beide eine Hypoglykämie dann auslösen können, eine verstärkt auslösen können. Okay? Gut, wenn wir vorher schon besprochen haben, die Wirksamkeit, was in Studien nachgewiesen ist, senken Sulfonylharnstoffe die Mortalität. Das ist nicht gezeigt, ist aber gezeigt, dass Glibenclamid und Gliclazid, da gibt es harte Endpunktstudien, die senken die mikrovaskulären Komplikationen. Okay, nicht die makrovaskulären, die mikrovaskulären. Ich habe diese S3-Leitlinien aus Deutschland durchgelesen, 220 Seiten. Das sind alles, ich habe 400 Seiten davon gelesen, der Rest wiederholt sich. Und das sind die Studien schon aufgeführt alle. Und Glibenclamid und Gliclazid, wenn es in Studien Effekte gibt, es gibt nur von den beiden harte Endpunktstudien und da mikrovaskuläre Ereignisse sind reduziert. Die anderen gibt es nur Surrogatparameterstudien mit HbA1c. Gut, wir merken uns, laufen über die Niere, hohe Proteinbindung und führen zu einer Ausschüttung von Insulin. Das heißt, sie machen gleichzeitig Gewichtszunahme natürlich. 1 bis 3 Kilo nehmen die Leute zu. Wirkt jetzt nicht so viel, 3 Kilo. Aber kennt man schon von sich selber, man hat so irgendwie sein Wohlfühlgewicht und wenn man da 2-3 Kilo drüber ist, ist es schon ein bisschen unangenehm. Hypoglykämien natürlich. Das Hinterlistige des Hypoglykämien ist, dass sie prolongiert sind, verlängert. Okay? Sulfonylharnstoff führt zur Hypoglykämie, sitzt halt lange auf dieser Surrunterheit oben, Insulin strömt nur so raus, also muss man die länger beobachten und denen Glucose geben, um diese Hypoglykämie quasi zu kompensieren. Dann natürlich wie Sulfonamide, Sulfonamid-Antibiotika oder Sulfonamide haben wir folgende Charakteristika, erinnern wir uns an Block 9, hohe Proteinbindung, Agranulozytose, Stevens-Johnson-Syndrom. Das haben wir hier auch. Wir haben das Risiko für Agranulozytose, Blutbildveränderungen jeglicher Natur. Wir haben das Risiko für allergische Reaktionen im Sinne des Stevens-Johnson-Syndroms und die Proteinbindung, haben wir vorher schon gehört, ist eigentlich sehr hoch. Gut, wir haben auch den cholestatischen Ikterus, die cholestatische Hepatitis. Erinnern wir uns, das haben wir auch bei den Sulfonamid-Antibiotikern. Okay. Und Alkoholunverträglichkeit gibt es halt, ja, findet man, dass es die vielleicht machen können, aber das steht im Lehrbuch so drinnen, da muss ich mal genauer recherchieren, wie häufig das tatsächlich ist. Weil beim Metronidazol führt auch zur Alkoholunverträglichkeit, da ist es ja zwar auch überall angegeben, aber die Datenlage, das ist eher unsicher der Effekt, wie häufig es tatsächlich auftritt. Scheint da zu sein, mitunter lebensbedrohlich, aber eher selten. Beim Metronidazol zumindest, beim Sulfonylharnstoff weiß ich es nicht genau. Welche Antibiotika machen noch Alkoholunverträglichkeit? Ja, Cephalosporine. Welche? Ja, aber welche genau sind es? Cefotetan. Cefamandol, ja. Und Cefoperazon, sehr gut. Genau, dann noch Metronidazol. Und welches Tuberkulostatikum vielleicht? Isoniazid, steht auch in dem Actoris. Isoniazid, Alkoholunverträglichkeit. Naja, solange ist der Block 9 noch nicht her, okay? Kann man schon noch ein bisschen was wissen. Aber es geht eh. Der Kollege da oben ist ganz fit. Der reißt die Gruppe raus. Okay, Interaktionen haben wir. Die werden Sie jetzt noch nicht so ganz verstehen, manche. Aber das kommt dann noch in den anderen Blöcken. Interaktionen mit ACE-Inhibitoren. ACE-Inhibitoren sind blutdrucksenkende Mittel, die führen im Endeffekt dazu, die hemmen das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System. Das heißt, letzten Endes habe ich weniger Aldosteron da, unter anderem. Was macht Aldosteron in der Niere? Es holt mir Natrium zurück und schwemmt mir Kalium aus. Okay? Macht eigentlich Aldosteron. Blockiere ich das, habe ich
verstärkt Kalium, habe ich eine Hyperkaliämie sozusagen. Und was passiert im Körper, wenn im Blut viel Kalium ist, oder mehr Kalium als sonst ist, dann hat das Kalium in der Zelle nicht so viel Tendenz nach draußen zu gehen. Okay? Das heißt, das Kalium will nicht von interzellulär nach extrazellulär, weil draußen ist eh schon Kalium, das heißt, es bleibt drinnen und die Zelle depolarisiert leichter. Selbe Spiel ist dann der Fall mit den Beta-Zellen im Pankreas. ACE-Inhibitoren können die Sulfonyl-Harnstoffwirkung verstärken, indem sie durch den höheren Kaliumgehalt dann die Tendenz vom Kalium, dass es von der Zelle raus will, abschwächen und die Zelle leichter depolarisiert und verstärkt Insulin freigesetzt wird. Die Salicylate machen es vermutlich über den Effekt der Verdrängung aus der Proteinbindung. Salicylate haben eine hohe Proteinbindung, drängen Sulfonylharnstoffe raus, haben eine höhere Wirkung. Beta-Blocker haben wir schon gesagt, verstärken, das ist eben die Frage, die können, verstärken die Wirkung der Hypoglykämie, weil die Gegenregulation ausfällt. Dann Glukokortikoide schwächen die Wirkung ab, machen wir heute noch, steigern den Blutzuckerspiegel. Thiazide und Schleifendiuretika führen auch zu einer gestörten Glukosetoleranz. Warum? Weil sie Kalium ausscheiden. Okay, das machen wir im Block 11 noch in Extensio. Die Niere ist wirklich toll, aber was die Diuretika betrifft, wunderschön physiologisch, ästhetisch funktioniert das alles. De facto ist es so, wenn spätdistal viel Natrium ankommt, wird Kalium ausgeschieden. Okay? Diuretika führen zu einer Hypokaliämie. Hypokaliämie heißt wenig Kalium im Blut, heißt die Zelle, das Kalium aus der Zelle will ins Blut, die Zelle hyperpolarisiert, die Zelle wird weniger leicht erregbar und Insulin wird weniger leicht freigesetzt. Okay? Inverses Spiel mit den ACE-Inhibitoren quasi. Gut, Kontraindikation, nona nicht. Leber- und Niereninsuffizienz, ja. Niereninsuffizienz, klar, weil es renal ausgeschieden wird. Leberinsuffizienz, weil sie auch Transaminasen und cholestatischen Ikterus machen kann. Typ 1 Diabetes ist auch klar, nein, da wirkt es halt nicht. Kein Insulin, für die Insulinfreisetzung, hier wirkt es nicht. Schwangerschaft, ja, Hypersensitivität, kann eben allergische Reaktionen machen. Und gibt es Kreuzreaktionen zwischen, darf ich, wenn ich auf Cotrimoxazol allergisch bin, ein Glyclazid nehmen, ja oder nein? Wer ist für ja? Wer ist für nein? Okay, meistens sind stimmlos oder meinungslos. Das habe ich im Block 9 schon mal gesagt, für die Sulfonamid-Antibiotika und Sulfonamide, die nicht Antibiotika sind, wenn man auf ein Sulfonamid-Antibiotikum allergisch ist, ist man nicht automatisch auf ein Sulfonamid allergisch, das kein Antibiotikum ist. Okay, weil die Sulfonamid-Antibiotika haben also N1 und N4-Position, die sind sehr allergen sozusagen, aber die Sulfonylharnstoffe und die Sulfonamid-Diuretika, die wir noch kennenlernen werden im Block 11, die haben diese Strukturen nicht. Das heißt, die Kreuzreaktion ist nicht da. Das heißt, nicht automatisch. Man kann auf beides allergisch sein, aber von Neuseeland gibt es eine super Dermatologie-Homepage, da steht es schön beschrieben und die sagen, diese Kreuzreaktion ist nicht da, weil eben die Sulfonyl-Harnstoffe und die Sulfonamid-Diuretika diese zwei allergenen Gruppen nicht haben, die Sulfonamid-Antibiotika haben. Gut, Indikation, normalgewichtige Typ 2 Diabetiker, weil es führt zu einer Gewichtszunahme. So, jetzt kommen die PPA-Gamma-Agonisten. Da gab es früher mehr, es gibt nur mehr das Pioglitazon, das Rosiglitazon, das Troglitazon sind nicht mehr am Markt. Troglitazon hat zu Leberschäden geführt, Rosiglitazon zu kardiovaskulären Ereignissen. PPA-Gamma-Agonisten. Haben wir das schon mal gelernt irgendwo? PPA-Gamma-Agonisten? Sicher. Du nicht? A
Minusalicylat, genau. 5er Minusalicylat, Osalazin und Mesalazin. Sehr gut. Ja, PPA-Gamma-Agonisten. Bei der Colitis ulcerosa gibt man das. Und gestern am Montag habt ihr PPA-Alpha-Agonisten gelernt, nämlich welche? Der Marvelino. Die Fibrate. Phenofibrat, Beta-Fibrat und Gemfibrozil habt ihr gelernt. Senken die Triglyceride, braucht aber kein Mensch. Fibrate braucht kein Mensch, außer die mit einer familiären Hypercholesterinämie, die wirklich über 500 oder über 1000 gehen. Da kann man Fibrate geben. Aber sonst braucht man Triglyceride nicht senken. Warum senkt man Triglyceride eigentlich? Damit man keine Pankreatitis bekommt. Weil hohe Triglyceride können Pankreatitis auslösen oder sie können auch die Viskosität des Blutes steigern. Gut, wir sind bei den PPA-Gamma-Agonisten, den sogenannten Insulin-Sensitizern. Was machen die? Die Insulin-Sensitizer führen zu einer vermehrten Adipozytenreifung. Okay, das heißt, ich habe euch vorher kurz noch was noch nicht erwähnt gehabt. Adipozyten schütten Adiponektin aus. Ein kleiner, schrumpeliger Adipozyt schüttet viel Adiponektin aus. Adiponektin verstärkt die Wirkung vom Insulin. Okay? Adiponektin verstärkt die Wirkung von Insulin. Kleine Adipozyten, viel Adiponektin ausschütten. Große, pralle Adipozyten schütten wenig Adiponektin aus und unterstützen damit Insulin nicht so gut. Was machen jetzt die PPA-Gamma-Agonisten? Sie führen dazu, dass sich Fettzellen teilen. Und dass lauter kleine Adipozyten wieder entstehen, die viel Adiponektin ausschütten können. Und dieses Adiponektin verstärkt die Wirkung vom Insulin. Andererseits ist natürlich eine kleine, schrumpelige Fettzelle noch nicht so insulinresistent und ist viel gewillter, Zucker und Fett aufzunehmen und Synthese zu betreiben. Das heißt, dort wirkt Insulin noch besser. Okay? Was bedeutet das aber für einen Patienten? Gewichtszunahme. Auch ein paar Kilo wieder, Gewichtszunahme. Natürlich Zunahme des Körperfettanteils. Gut, also sie führen dazu, dass sich vermehrt Fettzellen bilden, diese vermehrten Fettzellen mehr Adiponektin ausschütten und das Adiponektin das Insulin verstärkt. Gleichzeitig können die kleinen Adipozyten natürlich noch viel Fettsäure aufnehmen, mehr speichern und auch mehr Synthese betreiben. Was haben die noch für Charakteristika? Die haben auch eine hohe Proteinbindung. Das wird renal und biliär eliminiert und läuft über 3, 4 und 2, 9. Da dauert die Wirkung ein bisschen, 2 bis 3 Monate, bis das wirklich eine Wirkung entfaltet. Okay. Metformin dann auch ein paar Tage bis Wochen, PPA-Gamma-Agonisten bis Monaten und die Insulin- und die Sulfonylharnstoffe wirken eigentlich recht schnell. Man gibt Insulin wird ausgeschüttet. Man muss sagen, es gibt auch hier harte Endpunktstudien. Erst vorige Woche war eine tolle Studie in New England über Pioglitazon mit 4000 Leuten. Es hat sich gezeigt, dass Pioglitazon signifikant die Herzinfarkt- und Schlaganfallwahrscheinlichkeit senkt bei Leuten, die bereits ein kardiovaskuläres Ereignis hatten einmal. Okay, also PPA-Gamma-Agonisten, das Pioglitazon senkt signifikant die Schlaganfall- und Herzinfarkthäufigkeit. Nicht die Mortalität, aber Schlaganfall- und Herzinfarkthäufigkeit. Und wie hoch ist die NNT, die Number Needed to Treat? 33. Ich muss 33 Leute über 5 Jahre behandeln, dass ich einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt verhindere. Ist eigentlich gut. Denkt man sich, cooles Präparat, harte Endpunktstudien. Gibt auch mehrere dazu. Also das ist wirklich Schlaganfall-Herzinfarkt-Prophylaxe eigentlich. Hat aber viele Nebenwirkungen. Warum hat es die? Gewichtszunahme, klar, weil die Adipozytenreifung stärkt. Flüssigkeitsretention und Ödeme macht. Warum? Weil es zu einer verstärkten Expression vom ENaC, diesem epithelialen Natriumkanal, im spätdistalen Tubulus in der Niere führt. Weil wird mehr Natriumdruck reserviert. Also Kontraindikation ist schon mal Herzinsuffizienz. Wir haben eh schon zu viel Natrium drinnen, da müssen wir Natrium ausschwemmen. Okay? Gut.
Und Ödeme auch, viel Natrium heißt viel Druck intravasal, durch den erhöhten intravasalen Druck geht das Ganze in die Peripherie wieder raus und ich habe meine Ödeme. Dann führt zum Abfall von der Hämoglobinkonzentration. Da gibt es mehrere Modelle. Das eine Modell ist einmal ganz klar, wenn ich eine Flüssigkeitsretention habe, verdünne ich mein Blut sozusagen und ich habe mehr Wasser und weniger Hämoglobin, Erythrozyten, Hämatokrit. Andererseits kann es sein, oder gibt es auch die Modelle, dass die Vorläuferzellen weniger gebildet werden durch das PPA-Gamma, beziehungsweise dass das Knochenmark durch Fettzellen ersetzt wird, weil es führt zu Adipozytenstimulation und Wachstum, und auch im Knochenmark mehr Adipozyten wachsen und deshalb weniger HB-Konzentration da ist, weniger Eris da sind. Das Risiko für Knochenbrüche ist erhöht. Warum? Weil es gibt Vorläuferzellen, die können sich in Adipozyten entwickeln oder in Osteoblasten entwickeln. In Adipozyten entwickeln sie sich durch ein PPA-Gamma und in Osteoblasten, zu Osteoblasten entwickeln sie sich durch die Faktoren RUNX2 und Osterix. Müsst ihr für die SIP lernen, gibt es eine PIC-1-Frage, glaube ich, wie heißen die Faktoren, die für die Osteoblastengenese zuständig sind, RUNX2 und Osterix. Heißt halt so. Und wenn aber die Vorläuferzellen viel PPA-Gamma haben, werden sie zu Adipozyten und nicht zu Osteoblasten. Deshalb ist erhöhtes Risiko für Knochenfrakturen. Und in dieser Studie, die ich gerade vorher zitiert habe, die kürzlich rausgekommen ist, da hat sich gezeigt, dass die natürlich auch ein erhöhtes Risiko für Knochenbrüche haben. Und da gibt es dann nicht die Number Needed to Treat, sondern die Number Needed to Harm, die NNH. Wie viele Leute muss ich behandeln, dass ich jemandem wehtue, einen Schaden zufüge? Und da ist sie 50. Ich muss 50 Leute über 5 Jahre behandeln, dass ich einen Knochenbruch habe, der eine Hospitalisierung oder Operation nach sich zieht. Okay? Gut, und das Harnblasenrisiko kann auch erhöht sein. Da muss man aber prinzipiell sagen, dass Diabetiker an sich ein erhöhtes Krebsrisiko haben. Harnblasen, Prostata, Darmkrebs, ein prinzipiell erhöhtes Krebsrisiko. Gut, also wir geben es nicht an die Herzinsuffizienz wegen Natrium, Schwangerschaft auch nicht und ist eher ein Reservemittel, obwohl es eigentlich harte Endpunktstudien gibt und das finde ich eigentlich sehr gut. Gut. So, dann gibt es die Glucosidase-Inhibitoren, Acarbose und Miglitol. Was ist das? Das sind eben Substanzen, die hemmen im Darm diese Disaccharidasen, die hemmen, dass Disaccharide in Monosaccharide umgebaut werden. Das heißt, die Monosaccharide werden aufgenommen, diese Transporte, die wir schon gesagt haben, wird das verhindert, bleiben die im Darm und rutschen durch. Die nimmt man eher, um diese postprandialen Hyperglykämien zu dämpfen. Also nach der Nahrung, diese Hyperglykämien, die da entstehen, die dämpft man dadurch. Und was sind die Nebenwirkungen? Ganz klar, irgendwie, wenn mehr Zucker im Bauch ist, die wirken, es wirkt wieder osmotisch aktiv. Das wird dann weiter im Bauch von den Bakterien metabolisiert, führt zu Blähungen, zu Flatulenz, also zu vermehrten Furzen quasi, zu Bauchschmerzen und zu Durchfall, weil sie sind osmotisch aktiv und saugen Wasser an. Was kann man da machen? Einschleichen. Okay, Miglitol einschleichen. Auch wieder so, oder Acarbose einschleichen. Eben 50 Milligramm und dann so über mehrere Tage oder über ein, zwei Wochen, nach einer Woche erst wieder ein bisschen erhöhen, dann verträgt man es besser. Also einschleichen kann man wirklich häufig, auch bei Blutdruckmitteln kann man einschleichen. Also Diabetes Typ 2 ist ja nichts Akutes, da kann man langsam einschleichen. Hypertonie haben die Leute schon ewig, das kann man langsam einschleichen. Außer wenn es wirklich extreme Spitzen hat natürlich. Gut, Kontraindikationen sind chronische Verdauungs- und Resorptionsstörungen natürlich. Auch eher Reservemittel oder in Kombination mit anderen. Gibt keine harten Endpunktstudien, nur mit Surrogatparametern. Es kommen die GLP-1-Agonisten, das Extranetid, Liraglutid und Lixisenatid. Das muss man subkutan geben. Okay, ist ein bisschen unpraktisch. Die Leute wollen das nicht so gern. Da fragt man sich, wieso soll das nehmen? Da kann er gleich Insulin spritzen. Ja, könnte man. Was ist das Tolle an diesen Substanzen? Das Tolle ist, dass der GLP-1-Agonist
führt zu einer vermehrten Sättigung, hemmt die Magenmotilität, und führt zu einer vermehrten Freisetzung von Insulin. Okay, aber zu einer Glukose, zu einer nahrungsabhängigen verstärkten Freisetzung. Und die Glukagonfreisetzung wird gehemmt. Also Glukagon wird gehemmt, die Magenmotilität wird gehemmt, das heißt, es ist länger alles im Magen drinnen. Das Sättigungsgefühl ist jetzt deshalb ein bisschen mehr, weil der Magen gedehnt ist und zentral setzt auch zu einer, vermehrten Sättigung. Diese Effekte führen dazu, dass die Leute Gewicht verlieren. Okay, die verlieren ein paar Kilo. 1, 2, 3 Kilo. Ist nicht viel, aber immerhin. Man verliert dann, hat einen Gewichtsverlust. Und man kann das dann auch kombinieren, Insulin und so einen GLP-1-Agonisten. Insulin steigert das Gewicht, GLP-1-Agonisten senken Gewicht, dann bin ich gewichtsneutral. Okay? Oder Sulfonylharnstoffe steigern, die senken, dann bin ich auch gewichtsneutral. Kann man machen, kann man sich ein bisschen spielen. Gut, werden renal eliminiert, aufpassen bei Niereninsuffizienz. Das muss man Ecstasy zweimal täglich subkutan, sehr unpraktisch, Liraglut einmal subkutan spritzen. Das hat irgend so einen Rest hinten dran, warum es längere Halbwertszeit hat. Was sind Nebenwirkungen? Auch ganz klar irgendwie, wenn der Gastrointestinaltrakt, wenn der Magen in der Motilität gehemmt wird und den Nahrungsbrei nicht so gut nach vorne transportieren kann, wird es dann schlecht, weil es rückstaut. Okay? Diarrhoe, naja, Wickler liegen wir auf dem GI-Trakt mit dem GLP-1. Pankreatitis, das machen die Dipeptidylpeptidase-4-Inhibitoren auch. Die verhindern ja, dass GLP-1 abgebaut wird. Und ich stelle mir das mechanistisch vor. Weiß nicht, ob das stimmt, okay? Aber wenn ihr das Pankreas habt und da ist mehr GLP-1-Stimulation, als da normalerweise da sein soll, am Pankreas sitzt da der GLP-1-Rezeptor und wenn da der Agonist permanent da ist, oder diese Hämmer, diese Abbauhämmer dazu führen, dass vermehrt GLP-1 da ist und permanent das Pankreas stimuliert wird, ist es halt irgendwie durch diese Dauerstimulation ein entzündungsinduzierender Reiz. Ich stelle mir das, vielleicht ist es zu simpel vorgestellt, rein mechanistisch, da ist permanent etwas, was aufs Pankreas einwirkt, stimulierend, ist vielleicht das Pankreas-Induzierende, Pankreatitis-Induzierende. Kann man sich leicht merken irgendwie aber. Es gibt auch neutralisierende Antikörper, wie bei allem kann man Antikörper haben, da kann man es nicht mehr verwenden. Und Hypoglykämien alleine nicht, weil sie nur die nahrungsabhängige Glucose-Insulinfreisetzung verstärkt, aber nicht die nahrungsunabhängige. In Kombination mit Sulfonylharnstoffen kann es aber zu Hypoglykämien kommen. Gut, die Dipeptidylpeptidase-4-Inhibitoren. Sitagliptin, Saxagliptin, Wildagliptin, da ist ein empfohlener Fehler gewesen, weil das ist Wilder und nicht Wilder, das ist mit der L rein. Und Linagliptin. Die hemmen den Abbau von GLP-1 und von GIP. Verstärken auch wieder die glukoseabhängige Insulinfreisetzung. Die sind aber gewichtsneutral. Okay? Die sind gewichtsneutral, die GLP-1-Agonisten sind nicht gewichtsneutral, die führen zu einer Abnahme von Gewicht, was ja gut ist. Die sind gewichtsneutral. Die werden auch renal eliminiert, außer das Linagliptin, das muss man nicht in die Niere anpassen, das Linagliptin. Die anderen schon, GFR50. Das Tolle am Linagliptin ist nämlich, das wird hepatisch, renal eliminiert und auch noch durch irgendwelche noch nicht näher geklärten Transportprozesse in den Darm hineingepumpt. Finde ich eigentlich ganz cool, weil das heißt, man muss es nicht anpassen. Also nicht anpassen. Und das kann ich euch empfehlen. Es gibt ja oft von solchen Gruppen von Medikamenten, wie jetzt diese Dipeptidylpeptidase-4-Inhibitoren oder den Sulfonylharnstoffen, gibt es ja viele Präparate. Merkt euch da immer eines, das irgendwie nicht an die Niere angepasst werden muss. Wenn alle an die Niere angepasst werden müssen, merkt euch zwei von den normalen und eines als Ersatz. Okay? Auch bei den ACE-Inhibitoren nachher, die man Block 11 macht, gibt es so viele. Merkt euch welche, die man immer einsetzen kann und manche, die man nicht an die Niere anpassen muss. Okay? Das ist wichtig für Patienten, die schlechte Nierenfunktion haben. Merkt euch, er muss nicht alle dann letzten Endes wissen, aber merkt euch zumindest immer welche, die speziell sind oder für eine spezielle Gruppe von Patienten sind. Das kommt dann noch. Man wird dann irgendwann, denkt man, praktisch.
Gut, Linagliptin ist eine Ausnahme. Das Tolle, was haben wir für Nebenwirkungen? Wie die anderen Übelkeit erbrechen, okay, Transaminasenanstieg hat auch bald was. Pankreatitis, auch wieder klar, mechanistisch stellen wir uns das vor, dass viele GLP-1, weil der Abbau gehemmt wird. Und das mit den Gelenkschmerzen, da kam jetzt raus, 2015 im Oktober eine FDA-Warnung, weil es hat sich herausgestellt, dass ganz wenig, es gibt Case Reports, nicht viele, ich glaube so um die 40 Leute sind, die massive Gelenkschmerzen auf die DT, auf die DPP-4-Inhibitoren entwickelt haben. Das ging dann sogar so weit, dass manche Patienten haben das Medikament gekriegt, es wurde nicht festgestellt, dass es durch dieses Medikament ist, das die Gelenkschmerzen, weil es noch nicht bekannt war, dass das Medikament das macht. Die wurden wegen rheumatoider Arthritis behandelt und auch mit Immunsuppressivern. Okay? Bei manchen ist man, hat man es vermutet, hat man das Medikament abgesetzt, hat ein anderes Medikament in dieser Klasse probiert, sagen wir, den sieht er zuerst bekommen, hat er nachher Bilder bekommen und wenn man es wieder gibt, haben die wieder die Gelenkschmerzen bekommen. Okay, also wenn jemand kommt mit Gelenkschmerzen und ihr seht so ein Gliptin drinnen und ihr fragt, wann haben sie es bekommen, ist schon lange oder ist es kurzem und es tritt gleichzeitig auf, es passt zusammen mit den die Schmerzen, mit dem Präparat, würde ich vorschlagen, ihr sagt es dem zuständigen Arzt, das sollte man vielleicht absetzen. Das kann von dem kommen. Okay? Merkt euch das. Für die Zukunft. Es wird wahrscheinlich ganz selten, dass man sowas machen kann, aber wenn man es macht, ist man der Hero auf der Station. Gut. Infektionen. Es war mal die Rede davon, dass diese DPP-3-Peptidase-4-Inhibitoren, die das Infektionsrisiko steigern, weil dieses Enzym ist auch CD26. CD, wie der Name impliziert, muss irgendwo auf Leukozyten sitzen. Aber da gibt es, und es steht auch sogar im Herold drinnen, verstärkte Infektionen, Sinusitis, Otitis. Aber da gibt es 2014 eine wunderschöne Meta-Analyse und die hat gezeigt, dass der Effekt nicht da ist. Also diese erhöhten Infektionen sind nicht da. Okay, das Risiko ist nicht gegeben. Eigentlich könnt ihr streichen von den Folien, aber ihr erzählt es halt gern, wer steht in den Büchern, steht es halt in Marken drinnen und ist aber nicht da, laut dieser Meta-Analyse. Gut, Indikation allein oder in Kombination mit Metformin. Ist Präparat unterschiedlich, muss man sich anschauen. So, die Gliflozine. Die Zukunft. Die sind top. Gliflozine, Empagliflozin, Dapagliflozin, Canagliflozin. Was machen die? Das sind SGLT2-Inhibitoren. Die hemmen in der Niere, im proximalen Tubulus, die Glukoserückresorption. Das heißt, Glukose rauscht durch, wird nicht rückresorbiert. Ich habe eine Glukosurie. Ich kann im Harn die Glukose messen. Wir haben vorher schon gesagt, die Glukoseschwelle ist normal bei 180, das heißt, wenn ich 180 Milligramm pro Deziliter Glukose habe, kann ich es messen im Urin. Bei den Gliflozinen, die senken die Glukoseschwelle, ich weiß nicht, wie weit sie es darunter senken, sie senken es auf jeden Fall. Das heißt, man kann schon früher feststellen. Ja? 40 Milligramm pro Deziliter. 40 Milligramm pro Deziliter. Also ist sehr wenig. Sie senken es auf oder um 40? Auf 40, das ist sehr, sehr wenig. Gut, wieder was gelernt, so mag ich das. Das heißt, ich habe folgende Effekte. Einerseits habe ich Gewichtsverlust, Blutdrucksenkung und ich habe einen geringeren Blutglukosespiegel. Das heißt, durch den geringeren Blutglukosespiegel verbessere ich die Insulinresistenz, weil der Körper weniger Insulin ausschütten muss. Okay, Insulinresistenz geht zurück. Dadurch, dass der Körper weniger Insulin ausschüttet, Insulin ist ein Masthormon, verliert man an Gewicht. Gleichzeitig verliert man auch ein bisschen an Gewicht, weil es als Diuretikum wirkt und ich Wasser mit ausscheide natürlich. Okay? Ich senke auch den Blutdruck über zwei Effekte oder mehrere Effekte. Der eine Effekt der Blutdrucksenkung ist, natürlich der Wasserverlust, der damit einhergeht.
Der andere Effekt, der Blutdruck senken ist, so wie der Nieren, die im Spiel ist, eigentlich sollte der Nierenblock vor dem Block sein, das wäre viel besser passen mit den ganzen Medikamenten hier. Ihr wisst ja vielleicht noch, in der Niere gibt es die Macula Densa, aus Block 4 wisst ihr das vielleicht noch, und die misst die Natriumchlorid-Konzentration im aufsteigenden Teil der händischen Schleife, ganz oben, bevor das Spätdistal, bevor der distale Tumulus kommt. Und wenn dort wenig Natriumchlorid ist, wird Renin ausgeschüttet. Habe ich dort viel Natrium, wird wenig Renin ausgeschüttet. Und da das ja ein Sodium-Glucose-Transporter, also Natrium-Glucose-Transporter ist, den ich blockiere, führe ich gleichzeitig dazu, dass ich dass ich Natrium ausschwemme. Das heißt, es kommt mehr Natrium an der Macula Densa an, das sagt dem Körper, du brauchst weniger Renin ausschütten. Okay, das heißt, ich habe eine indirekte Blutdrucksenkung oder direkt, ist egal, man senkt den Blutdruck dadurch, dass man ins RAA-System, Renin-Angiotensin-Aldosteron-System eingreift durch verringerte Renin-Ausschüttung. Unglaublich elegant. Ich finde das wirklich cool. Und natürlich auch, weil ich Wasser theoretisch wirke. Und es ist auch noch positiv auf die Nierenfunktion, weil die Glukosetoxizität herabgesetzt wird. Es wirkt auch als Oligosurikum, vermutlich durch Blockade des Glut-9. Ist nicht ganz klar, wieso genau. Harnsäure ist ja auch wieder mit erhöhtem Blutdruck wird in Verbindung gebracht. Also das sind auf vielen Ebenen wirken die positiv auf Kreislaufsystem. Okay, Zucker- und Kreislaufsystem. Senken den Blutdruck um ca. 4 mm, Hg systolisch, um 2 diastolisch, senken das Gewicht um 2 bis 3 Kilo. Wirklich top. Werden renal eliminiert, da ist eben die Sache, manchmal steht, man darf sie nicht geben, einer GFR unter 60. Es gab auch fette Studien, die ich gleich ein bisschen erzählen werde, da haben sie es bis zu GFR 30 gegeben. Was sind Nebenwirkungen? Harnwegsinfekte, ist eh klar, wenn ich mehr Glucose habe, dass ich in die Blase bringe und dann raus uriniere, schaffe ich dort ein gewisses Milieu, dass die Bakterien besser vermehren können in der Blase. Okay, das sind die Effekte aber nicht so groß. Das ist ca. 1% höher als bei Placebo. Genitalinfekte, Pilzinfektionen sind sehr häufig. Okay, das ist die Häufigkeit, liegt bei um die 5%, bei Placebo ist es 1%. Und bei Frauen ist es noch häufiger. Frauen haben bis zu 10% Genitalinfekte, bei Männern sind es eben weniger. 5 oder so, 4-5. Das ist schon blöd. Sonst Dehydratation natürlich kann ich haben, weil ich Flüssigkeit ausschwemme, Hypotension, ist eh klar, senken wir den Druck. Und Ketoazidose, das ist jetzt auch erst rausgekommen, wie sie länger im Einsatz waren. Man weiß nicht warum, Glyphlozine können eine Ketoazidose machen. Und das passt ja eigentlich nicht zum Typ-2-Diabetiker, weil der Typ-2-Diabetiker hat ja eigentlich eine etwas Hyperosmolares und der Typ-1-Diabetiker hat eine Ketoazidose. Meine Theorie ist jetzt, meine subjektive Theorie, wenn ich die Glucose, das ist der unmittelbare Reiz für die Insulinausschüttung, ist ja die Glucose. Wenn ich die Glucose rausschwemme mit der Niere und auf so extrem massive Werte senke, beziehungsweise der Körper, die Beta-Zelle gewohnt ist im Pankreas, da muss viel Glucose sein, dass ich Insulin ausschütten kann und plötzlich ist da viel weniger Glucose, wird weniger Insulin ausgeschüttet, dann habe ich das Problem, dass ich eine Art Insulin, einen Insulinmangel habe im Körper und deshalb die Beta-Oxidation nicht mehr gehemmt werden kann. So stelle ich mir das zumindest vor. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ich versuche mir die Nebenwirkungen abzuleiten, muss mal recherchieren. Aber es muss was mit dem, durch die verminderte Glucose im Blut und dadurch mit der verminderten Insulinausschüttung, glaube ich, hat es zu tun. Gut. Aufpassen mit Theoretikern, mit anderen, dass ich nicht austrockne. So, wieso sind die jetzt so top? Studie 2015, Empagliflozin mit 7000 Leute, die haben bekommen Empagliflozin oder Placebo. Das war eine Hochrisikogruppe, muss man sagen. Die haben alle schon einen Herzinfarkt gehabt oder Schlaganfall oder KHK. Und Empagliflozin senkt signifikant die Mortalität, die generelle Mortalität und auch Infarktrisiko und sowas,
Aber wichtig ist, es senkt die Mortalität. Ich habe einen harten Endpunkt und die NNT ist bei 40. Okay, muss 40 Leute behandeln über 3 Jahre, dass ich einen Todesfall verhindere. Das ist wirklich super. Glyphlozin in dieser fetten Studie hat das gezeigt. Wenn es Dapagliflozin und der Canagliflozin in der Studie auch noch laufen, das auch zeigt, sind das verdammt gute Daten und die haben meiner Meinung nach dann den Platz mit Metformin sich zu teilen als First-Line-Präparat. Gut. So, hier sieht man auch diese Tabelle da, wie stark die den HbA1c senken, aber eigentlich müsste man eigentlich nur Spalte machen, wie gut die jetzt die Evidenz ist für makro- und mikrovaskuläre Ereignisse. Ganz kurz noch das, dann machen wir Pause, bevor wir zu Glukokortikoiden gehen. Es kommt jemand, wir diagnostizieren Typ 2 Diabetes. First-Line-Maßnahme ist immer Lebensstilmodifikation. Lebensstilmodifikation, ja okay, was heißt das? Wir schicken ihn zur Ernährungsberatung. Da gibt es etwas, oder wir sagen ihm, was er essen soll. Man muss aber dazu sagen, es gibt nicht die perfekte Diabetes-Diät. Laut der S3-Leitlinie aus Deutschland, ich glaube 2013 ist die, da gibt es die perfekte Diabetes-Diät. Das ist eine gesunde Lebensweise, was auch immer das sein soll natürlich, aber mit einer gewissen, nicht zu viel Süßes wahrscheinlich, aber selbst da ist wieder die Frage, was ist nicht zu viel? Eine gesunde, ausgewogene Ernährung und nicht jeden Tag in der Fastfood-Zeug natürlich. Gewichtreduktion, Bewegung, das sind die wirklich guten Sachen, Lebensstilmodifikation. Sport, also zumindest Bewegung, Gewichtsreduktion, ausgewogene Ernährung. Wenn das nicht funktioniert, machen also 3 bis 6 Monate schauen wir das an, dann schaue ich, wie hoch der HbA1c ist. Ist der noch immer hoch? Hoch im Sinne von, was heißt hoch? Wenn der jetzt auf 6,5 ist und sonst geht es ihm eigentlich gut, brauche ich ihm nicht unbedingt ein Metformin geben. Okay? Dass der im Buch drinnen steht, wenn es größer als 6,5 ist, gleich mehr geben, stimmt so nicht. Die S3-Leitlinien zum Beispiel sagen, der Zielkorridor, dort wo ich die Person haben will, ist zwischen 6,5 und 7,5. Unter 6,5 will ich nur bei Patienten, man kann prinzipiell sagen, je jünger und gesünder der Patient, desto niedriger soll der HbA1c sein. Und gesunde, wenn Patienten nur mit Nahrung, mit Lebensstilmodifikation oder mit Metformin runterbringen, unter 6,5 ist es gut. Okay? Ich muss ihn nicht zwanghaft mit einer Vierfachkombination unter 6,5 bringen. Bringt nichts. Und es ist genauso, wenn ich einen 80-jährigen Opa habe, der keine Wirkungen hat aufgrund seiner Hyperglykämie, bin ich ja zufrieden, wenn der HbA1c von 7,8 hat und der ist gut beisammen. Solange ich die Folgekomplikationen wie diabetischen Fuß oder Niereninsuffizienz hinten anhalten kann. Okay? Also ich muss nicht die 90-jährige Oma zwanghaft unter 6,5 bringen, die lauter Hypos verursachen. Bringt nichts. Okay? Zielkorridor. Individualisiert zwischen 6,5 und 7,5. Kardiovaskulär vorbelastete Patienten heißt sogar, soll man nicht unter 7 senken. Okay? Da gibt es die Accord-Study, die uns das gezeigt hat. Aber zwischen 6,5 und 7,5. Metformin First Line, also erste Lebensmodifikation. Dann geben wir Metformin, wenn es geht, also wenn die Person nicht Niereninsuffizienz, Herzinsuffizienz, pulmonal oder kardial dekompliziert ist, Alkoholiker ist, dann können wir Metformin geben. Hilft das nicht, Metformin alleine, kann man es kombinieren mit irgendeinem anderen Präparat. Man kann es auch mit Sulfonylharnstoffen kombinieren. Muss man aber aufpassen, da gibt es vielleicht Hinweise, dass die Mortalität dadurch erhöht ist. Aber man kann es mit Dipeptidase-4-Inhibitoren kombinieren oder mit Glyphlozinen, mit vielen Sachen. Man kann es auch mit Insulin kombinieren. Wenn Metformin nicht geht aufgrund einer Allergie, nimmt man den Sulfonylharnstoff. Und da würde ich am ehesten Gliclazid oder Glibenclamid geben, weil da gibt es Endpunktstudien. Gut, und dann kann man quasi sich spielen mit verschiedenen Schemata, bis man runtergeht, okay, allein wirkt es nicht, Kombination wirkt nicht und dann, wenn die Kombi auch nicht zu einer hinreichenden Einstellung führt, dass er noch immer irgendwelche
vaskulären Ereignisse hat, die Folgeschäden nicht angehalten werden, spritze ich halt Insulin dazu oder gebe gleich Insulin. Gut. So, jetzt machen wir Pause. Jetzt kommen die Glukokortikoide. Die Glukokortikoide. Ein wirklich wichtiges Thema auch. Die werden euch immer wieder begegnen. Ich habe es eh schon am Anfang kurz erwähnt. Primär als zur Immunsuppression natürlich. Das ist halt das, was es macht. Bei verschiedensten Erkrankungen. Autoimmunerkrankungen oder COPD, Asthma oder so Geschichten. Oder auch beim Tinnitus kann man es geben zum Beispiel. Gut, was machen wir? Wir machen zuerst mal Physiologie. Und was über den Rezeptor, dann über die Wirkungen. Man kann hier viele Wirkungen sich physiologisch ableiten. Es gibt zum Glück nicht so viele Präparate, okay? Das heißt, ihr habt hier den Vorteil, dass ihr die Präparate, die es gibt, machen eher alle das Gleiche. Ihr müsst halt hier mehr wissen, was machen Glukokortikoide, was sind die Wirkungen im Körper, was sind die Nebenwirkungen bei der Therapie und die Präparate machen eher alle dasselbe. Sie unterscheiden sich nur in der Wirkung meistens und in der Potenz und der Bioverfügbarkeit. Und da machen wir noch kurz die Mineralokortikoide. Gut, Hypophysen, Hypothalamus, Nebennierenrindenachse heißt das. Hypothalamus, Hypophysen, Nebennierenrinde. Also, gewisse Auslöser können quasi Hypothalamus sagen, schütte Corticotropin-Releasing-Hormon aus, darauf hinaus wird Adenocorticotropes-Hormon ausgeschüttet. Hypothalamus CH, Hypophyse ACTH. Das ACTH stammt aus diesem riesen Fettmolekül, dem Pro-Opiomelanocortin. Da kommt auch Alpha-MSH und Beta-Endorphine, kommen da auch noch raus. Aus der nebenen Rinde kommt dann Cortisol. Okay. Aus der Zona Fasciculata, gibt es ja drei. Glomerulosa, Fasciculata, Reticularis. Kann man sich vielleicht merken, GFR. Cortisol hat eine, also ACTH hat schon eine Feedback-Hemmung zum Hypothalamus rauf und Cortisol hat auch eine Feedback-Hemmung. Diese Feedback-Schleifen verfolgen euch im ganzen Block 10. Block 10 ist wunderschön, eben weil er diese Endokrinologie so der Endoblock ist und der Endokrinologie ist wirklich schön, wenn man sie viel ableiten kann, viele physiologische Schleifen drin sind. Mag ich ziemlich gern. Gut. Es hat sich halt so irgendwie bewährt im Körper oder herauskristallisiert, evolutionär. Jedes System hat sein Kontersystem. Und bei dem Immunsystem ist es normal das Cortisol. Okay, das Glukokortikoid-System. Das heißt, wenn ich einen Infekt habe, werden auch Glukokortikoide ausgeschüttet. Diese Glukokortikoide hemmen das Immunsystem. Ich will ja zwar eine Immunreaktion haben, ist ja gut, ich will den Krankheitserreger bekämpfen. Gleichzeitig muss ich aber darauf achten, dass die Immunreaktion nicht zu stark ist, weil jede Immunreaktion bedeutet auch Gewebeschaden. Gewebeschaden ist vielleicht auch gut, weil es geht ja um die Erneuerung von defektem Gewebe, aber überschießend kann sie auch Schaden anrichten, eine Entzündungsreaktion. Deshalb, wie es im Cortisol, gibt es halt ein System, das die Leukozyten in Schach hält und das ist das Cortisol. Eben Interleukine ausgeschüttet von den Leukozyten in einer Entzündungsreaktion führen über die Hypophysen, Hypothalamus neben den Rindenachse zu einer Ausschüttung von Glukokortikoiden. Gut, GABA hemmt noch und Somatostatin, der ultimative Hemmer. So, das haben wir schon gesagt. Corticotropin Releasing Hormon wird ausgeschüttet, setzt dem das ACTH frei aus der Hypophyse. Gleichzeitig steigert die Motilität des GI-Traktes, erhöht auch die Permeabilität des GI-Traktes, führt zu einer Mastzelldegranulation, kann auch die viszerale Hypersensitivität steigern. Also CRH hat auch irgendwelche Effekte. Es wird auch vermutet, dass beim Reizdarmsyndrom ein erhöhter CRH-Spiegel vielleicht eine Rolle mitspielt. Da gibt es aber auch beim Reizdarmsyndrom ist halt schon auch diese Idee natürlich, dass dieser Filter der Zentrale ein bisschen geschädigt ist.
dass man quasi normale Prozesse im Darm, die normale Peristaltik verstärkt wahrnimmt. Okay? Das ist irgendwie so eine Theorie vom Reizdarmsyndrom, dass man eine verstärkte viszerale Hypersensibilität halt hat. Und das vielleicht spielt der CRH mit eine Rolle. Übrigens, Leute, die mal ein Reizdarmsyndrom folgt häufig, nicht immer, aber häufig, auf einen schweren gastrointestinalen Infekt. Okay, also wenn es jemand im Ausland ist zum Beispiel und dann eine schwere Salmonellenenteritis hat, wenn man, kann es ein Risikofaktor sein, nach einem Reizdarmsyndrom zu entwickeln. Gut, Glukokortikoide unterliegen der zirkadianen Periodik, also Tag-Nacht-Rhythmus. Das bedeutet, dass am Vormittag oder so in der zweiten Nachthälfte, sagen wir mal so von 4 herum, 4, 5 herum bis 10 am Vormittag, 4, 5 in der Früh bis 10 am Vormittag, habe ich die höchsten Glukokortikoidspiegel. Startet man auch in den Tag, braucht man Energie, braucht man Glukose, gibt ja Kraft. Die Glukokortikoid-Hormone sind ja Energie bereitstellend sozusagen. Das heißt, wenn man Cortisolspiegel misst, muss man halt darauf aufpassen, dass man das zu einem gewissen Zeitpunkt misst, weil ich ja Tagesschwankungen habe. Habe ich bei den Schilddrüsenhormonen Tagesschwankungen? Nein, habe ich nicht, das ist gut. Das TSH messen wir permanent als Screening-Parameter für etwaige Schilddrüsen über- oder Unterfunktion. Das ist keiner zirkadianen Periodik unterlegen, das ist super. Das ist einer zirkadianen Periodik unterlegen. Gut, das ACTH kommt aus dem Propylmelanokortin, habe ich schon gesagt, und wirkt dann quasi über die auf die Nebenhirnrinde. Drei Schichten: Zona glomerulosa, fasciculata reticularis, GFR, kann man sich leicht merken. Glomeruläre Filtrationsrate, so als Brücke. Glomerulosa, Aldosteron, wirkt in der Niere, im proximalen Tubulus. Entschuldigung, im spätdistalen Tubulus, Natrium zurück, Kalium raus, führt auch zu einer Ausscheidung von H-Plus-Ionen. Cortisol aus der Fasciculata macht man noch und Reticularis kommen Sexualhormone her. Auch das Dehydroepiandrosteron zum Beispiel, das auch GABA-A-modulierend im Gehirn wirkt und auch auf die Libido einen Einfluss hat und wo man schon überlegt hat manchmal, dass man es im Alter sinkt, das nämlich ab, dass man das auch substituiert. Übrigens auch vor kurzem New Englander, schöne Studie bei Männern, wenn man denen im Alter, Testosteron fällt ja ab beim Mann. Und wenn man denen im Alter jetzt Testosteron gibt, als Ersatz, hat man geschaut, wirkt sich es aus, einerseits auf die Vitalität, sind die aktiver, auf die Körpermasse, sind die schlanker, werden die schlanker und auf die Sexualfunktion. Wenn man jetzt Leuten, ich glaube, die waren über 65, ich weiß nicht mehr genau, wenn man denen Testosteron gibt, also supplementiert, Körperfett bleibt gleich, die Vitalität bleibt gleich, aber die Libido steigt. Natürlich steigt auch das Risiko für Prostatahyperplasie. Also nur zu viel zur Hormonersatztherapie beim Mann. Ist natürlich auch immer wieder in der Rede. Man will auch jung bis ins hohe Alter sein. Gut. Diese Syntheseschritte sind nett und super und man kann sich, ich habe es damals auch auswendig gekonnt und immer wenn ich mir was anschaue, sitze ich zu Hause, schaue kurz hin und gehst den Kopf durch, warum auch immer, müsst ihr nicht machen. Aber es ist irgendwie ganz, es kommt halt, müsst ihr wissen, dass es vom Cholesterin kommt, Cholesterol und danach über das Pregnenolon und Progesteron, da gibt es die 17er Schiene rüber zum Cortisol oder sonst geht es runter zum Aldosteron über Deoxycorticosteron. Corticosteron und Aldosteron. Drüben halt Deoxycortisol, Cortisol oder die Sexualsteroidhormone. Und da sieht man auch, dass, dass hier viele, viele Typs drinnen sind. Und das Typ 19 kennen wir ja schon, die Aromatase. Okay, habt ihr diese Aromatase-Inhibitoren, habt ihr gelernt im Block 9. Was gibt es denn da für welche? Aromatase-Inhibitoren, Kollege oben, hilf! Anastrozol, Letrozol zum Beispiel, haben wir schon mal gehört. Und auch Azol-Antimykotika greifen hier ein, das Ketoconazol,
greift hier ganz stark in die Steroidsynthese ein. Das geben wir deshalb nicht systemisch. Gut. So, wenn wir jetzt schon bei den Sexualhormonen sind, wie heißt der 5-Alpha-Reduktase-Inhibitor? Finasterid, sehr gut. Bei benigner Prostatahyperplasie kann man das geben zum Beispiel. Oder man kann es auch geben gegen die Alopecia, gibt man 1 Milligramm am Tag. Dann fallen die Haare nicht mehr aus. Gut. Der Glucocorticoid-Rezeptor, haben wir schon gesagt, ist ein nuklearer Rezeptor. Okay? Der ist gebunden an Heat-Shock-Proteine, ans 90er und ans 70er und dann auch an so ein P. 56 ist uns wurscht, auf jeden Fall der Glucocorticoid-Rezeptor liegt im Cytosol vor, dann kommt das Cortisol daher, kommt in die Zelle rein, wie auch immer, ob es einen Transporter gibt, ob es einfach durchflutscht, nobody knows, kommt halt irgendwie rein, bindet, irgendwer wird schon wissen, oder es ist gerade im Herausfinden, aber es ist noch nicht so ganz klar, und in den Büchern ist es dann immer so, da steht dann drin, es kommt in die Zelle rein, aber es steht nicht explizit drin, es diffundiert durch die Membran oder es wird reintransportiert. Das wird irgendwie unterschlagen, wie das reinkommt. Es ist halt plötzlich drin. Es ist halt, kommt halt rein, fragt die Professoren, vielleicht wissen es die mittlerweile. Kommt irgendwie rein, bindet an den Glucocorticoid-Rezeptor, dann dissoziiert der Rezeptor von diesem Heat-Shock-Protein-Komplex. Okay? Und dann hat dieser Rezeptor verschiedene Wirkungen. Er kann einen Dimer bilden, er kann dimerisieren und direkt die Genexpression modifizieren im Sinne einer Transaktivierung. Und da sind dann diese ganzen metabolischen Effekte dran beteiligt, die wir nicht haben wollen. Eben die Gluconeogenese durch Transkription der Phosphenolpyruvatcarboxykinase zum Beispiel. Oder verstärkte Lipolyse. Diese ganzen metabolischen Effekte haben wir da drinnen. Dann gibt es auch andere Mechanismen durch Transaktivierung. Er kann auf anderen genexpressionsmodulierenden Proteinen kann er sich draufsetzen, da aktivieren oder hemmen. Und die Transrepression sind die Effekte, die wir haben wollen. Das sind die antiinflammatorischen Effekte. Da wird NF-kappa-B runterreguliert, der Inhibitor von kappa-B wird raufreguliert, die Phospholipase A2 wird runterreguliert, verschiedenste Sachen. Und dann gibt es noch die Transrepression, er setzt sich auf die DNA rauf und als Dimer und hemmt die Expression von gewissen Zielgenen. Und das ist zum Beispiel die Hypothalamus-Hypophysenachse. Dort wird dann quasi die Synthese von CAH, ACTH oder in dem Fall sogar von diesem POMP, von diesem Proopiomelanocortin, von diesem fetten Molekül downreguliert. Gut, viele nukleare Effekte. Es ist so, wir haben den Glucocorticoid-Rezeptor und den Mineralocorticoid-Rezeptor. Und dieser Mineralorezeptor, der ist nicht 100% spezifisch. Das heißt, Glucocorticoide können auch dort binden. Und wenn die das tun, führen sie dazu, dass dieser ENaC verstärkt exprimiert wird. Hier bindet auch Aldosteron halt drauf. Es ist jetzt nur so, dass Glucocorticoide in gewissen Zellen durch ein Enzym inaktiviert werden können. Eben in der Niere, spätdistal, in Zellen, die eigentlich auf Aldosteron reagieren, wird Cortisol durch ein Enzym, durch die 11-Beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase 2 inaktiviert. Okay? Irgendwann kann das Enzym gesättigt sein. Okay? Bei einem Hyperkortizismus oder Hypercortisolismus oder Cushing, gibt es 100.000 Synonyme, kann das Enzym gesättigt sein. Ich kann dann trotzdem mittels Glucocorticoiden einen Mineralocorticoiden Effekt haben. Oder es gibt Medikamente oder Wirkstoffe, die das Enzym hemmen, wie das Glycyrrhizin. Das ist nämlich in der Lakritze drinnen. Das heißt, wer viel Lakritze futtert, kann eine Hypertension bekommen, einen Bluthochdruck, weil dann nämlich das Glucocorticoid nicht mehr inaktiviert wird und über den Mineralocorticoid-Rezeptor wirkt und mir dadurch den Blutdruck erhöht.
So, jetzt haben aber Glucocorticoide nicht nur einen Effekt über die Genexpression, der setzt erst nach einer halben Stunde, Stunde oder nach ein paar Stunden ein, hält aber länger an. Nach Stunden kann, nein, Stunden setzt erst, dauert eine Zeit lang, bis es kommt. Nein, er hat auch sofort wirksame Effekte, haben Glucocorticoide. Und es wird halt vermutet, dass es auch in der Zellmembran Rezeptoren gibt, über die Glucocorticoide wirken. Die sind noch nicht, meines Wissens nach, noch nicht gefunden worden, noch nicht sequenziert worden, noch nicht irgendwie sichtbar gemacht worden, identifiziert worden. Vielleicht mussten mal wirklich die Literatur durchsuchen, wie es jetzt ausschaut derzeit. Aber da gibt es einen Professor, ich habe leider seinen Namen vergessen, im Block 10, der bringt immer neue Sachen, auch über den Glucocorticoid-Rezeptor. Und vielleicht hat der schon, der bringt sicherlich neue Sachen, wenn man da schon was gefunden hat, wie die zellulären Rezeptoren sind. Gut, in Analogie zu den selektiven Östrogenrezeptormodulatoren gibt es auch selektive Glucocorticoid-Rezeptor-Antagonisten oder Agonisten, diese Seegras. Dazu kommen wir eigentlich später noch, ich schreibe schon mal auf. Gesundheit. Das Mapra-Korat. Das ist ein sogenannter Segra. Selektiver Glucocorticoid-Rezeptor-Agonist-Antagonist. Was ist das Tolle dran am Segra? Der Segra hat antiinflammatorische Wirkung, weil er auf transrepressiv in Gegenwart dieser anderen Proteine wirken kann, hat aber weniger oder kaum Wirkungen auf den Stoffwechsel, weil diese Transaktivierung kann er nicht. Okay? Das ist wie die Serums, die selektiven Östrogenrezeptormodulatoren, wie Tamoxifen, Raloxifen. Okay? Die wirken auch. Tamoxifen wirkt wo? Wie wirkt Tamoxifen im Uterus? Als Agonist. Und wie wirkt es im Brustgewebe? Antagonist, genau. Und dieses Mapra-Korat wirkt eben auch selektiv, wirkt eben, es kommt von einer Folie, steht auch der Name oben. Es wirkt eben einerseits antiinflammatorisch, aber hat nicht diese unangenehmen Wirkungen auf den Stoffwechsel. Gut, so ein Partialagonist, der selektiv in gewissen Geweben was macht. Das haben wir alles schon gesagt eigentlich. Nicht genomische Effekte über Rezeptoren in der Zellmembran oder Protein-Protein-Interaktion. Ja, da gibt es eh schon was über diese komische SRC-Kinase. Ja, aber irgendwie so unspezifisch beschrieben. Im Actoris extrem fettes Kapitel und so ein Mini-Absatz über die nicht genomischen Effekte von den Glucocorticoiden, weil sie noch nicht so gut beschrieben sind. So, wie viel Cortisol produzieren wir am Tag? Unterschiedliche Bücher sagen Unterschiedliches. Es schwankt zwischen 15 und 35 Milligramm pro Deziliter. So 15 bis 30 Milligramm produzieren wir anscheinend täglich. Pro Deziliter streikt es, produzieren wir anscheinend täglich. Das passt auch ganz schön zur Cushing-Schwelle. Die Cushing-Schwelle ist halt diejenige Schwelle, ab der ich diese unangenehmen Nebenwirkungen habe. Und wenn ich über 30 Milligramm bin von Cortisol, entwickle ich diese Symptome. Okay, das heißt, alles was drunter ist, ist irgendwie physiologisch, was drüber ist, ist unphysiologisch. Glucocorticoide sind ans Cortisol-Binding-Protein gebunden, bisschen an Albumin, so zu über 75% circa ans CBG, Rest an Albumin. Die synthetischen Glucocorticoide sind aber gebunden an Albumin primär. Aber das ist jetzt nur so Spitzfindigkeit. Was macht's? Es macht Gluconeogenese, machen Glucocorticoide. Eben Pepsi-K wird abreguliert. Es führt zu einer Lipolyse,
aber nicht zwangsläufig direkt, sondern durch seine permissive Wirkung auf den Sympathikus. Was ist eine permissive Wirkung? Glukokortikoide verstärken die Wirkung des Sympathikus, indem sie die Expression von Beta-Rezeptoren oder anderen Proteinen, die wichtig sind für die Aktivität des Sympathikus, abregulieren. Kennt ihr noch ein System, ein Hormonsystem, das permissiv auf den Sympathikus wirkt? Schilddrüse, genau, die Schilddrüse. Wenn jemand Vorflimmern hat, schauen wir uns die Schilddrüse an. Weil das kann die Ursache dafür sein, weil die Beta-Rezeptoren abreguliert werden. Gut, Gluconeogenese, Lipolyse. Proteolyse, weil eben die Gluconeogenese angeregt wird, mussten auch Proteine abgebaut werden, um dort mit einzusteigen. Es kommt zu einer Fettumverteilung, nämlich von der Peripherie nach zentral. Anscheinend dürfte es so sein, dass die Peripherie, die Fettzellen in der Peripherie, eher die permissiven Effekte haben vom Sympathikus, dass der dort zu einer Lipolyse führt, und die Fettzellen zentral eher dazu führen, eher darauf reagieren, aufs Insulin, das ausgeschüttet wird. Ist ja auch klar, wenn ich die Blutglucose steigere, Reiz für Insulinausschüttung, Insulin wird ausgeschüttet, Insulin führt dazu, dass Lipidsynthese und Glukoseaufnahme in die Zellen passiert. Das heißt, in der Peripherie scheint der Effekt stärker zu sein, die Permissive auf den Sympathikus, und zentral scheint der Effekt stärker zu sein vom Insulin. Also Umverteilung von peripher zu zentral, also Stammfettsucht haben die dann. Natriumrückresorption, ja, eh klar, wegen den Mineralokortikoideneffekten. Kaliumausschüttung auch deswegen, Natrium zurück, Kalium raus. Und dann gibt es nachher die HK-ATPase, dann kommt Kalium zurück und H+ raus. Kalziumresorption, gibt es viele, viele Effekte wie Kalziumresorption und Kalziumausscheidung, wie die Kalziumresorption verringert wird. Also Glukokortikoide, Dauereinnahme führt zur Osteoporose. Okay, warum führen Glukokortikoide zur Osteoporose? Weil einerseits, wie ist denn der Vitamin D-Zyklus? Habt ihr schon mal gelernt, oder? Wie wird Vitamin D, wie funktioniert das überhaupt? Wo kommt das her? Über die was? Über die Haut, genau. Ihr habt 7-Dehydrocholesterol, wird über die über Sonnenlicht wird zu Cholecalciferol. Das läuft dann zur Leber, wird das erste Mal hydroxyliert an der 25er Stelle, und dann kommt es zur Niere, wird es an der 1er Stelle hydroxyliert. Okay? Und ich habe in der Niere im proximalen Tubulus die 1-Alpha-Hydroxylase. Das brauche ich, um das Vitamin D zu aktivieren. Glukokortikoide downregulieren mir dieses Enzym 1-Alpha-Hydroxylase im proximalen Tubulus. Das heißt, Vitamin D wird dann weniger bioaktiviert. Was macht Vitamin D? Vitamin D führt zu einer verstärkten Kalziumresorption im Darm und in der Niere. Wie macht es in der Niere? Es wird gibt es einen Kanal, diesen epithelialen Kalziumkanal, den ECAC, der wird abreguliert. Okay. Gut. Dann Glukokortikoide hemmen die Osteoblastenfunktion, also die knochenaufbauenden Zellen, und verstärken die Osteoklastenfunktion, also die Wirkung, dass der Knochen abgebaut wird. Also habe ich jetzt mehrere Effekte. Einerseits mangelnde Vitamin D, Bioaktivierung, daraus weniger Kalziumresorption aus dem Darm und der Niere, dann gleichzeitig vermehrte Osteoklastenaktivität und weniger Osteoblastenaktivität ist gleich vermehrte erhöhtes Osteoporoserisiko. Ja? Genau. Also. Das ist eine gute Frage.
kann ich jetzt so nicht sagen. Weiß nicht. Müsste man sich den Pathway anschauen, genau, kann ich das so nicht sagen. Aber was sie unter anderem machen, sie regulieren das Osteoprotegerin runter und das Osteoprotegerin, das fängt den Rankel ab. Und wenn der weg ist, kann der Rankel aktiviert sein und kann die Osteoklasten arbeiten lassen. Aber gute Frage, ja. Gut, es hat eine permissive Wirkung auf den Sympathikus, haben wir schon gesagt. Blutdruck steigt an, unter anderem auch wegen den Mineralokortikoidenrezeptoren, die über, aber auch, weil es auf den Sympathikus permissiv wirkt. ZNS-System haben wir auch schon gesagt, negative Feedback-Schleife auf CH-ACTH. Wichtig ist die stimmungsmodulierenden Effekte, primär sind es euphorisierende, aber es kann eigentlich alles machen. Von der Euphorie bis zu leichtem gehobenen Stimmungsdasein, bis hin zur Depression, zur Psychose, alles kann Glukokortikoide machen. Aber eigentlich ist es eher im positiven Stimmungssegment, ja? Da ist irgendwann mal was gestanden, aber ich weiß nicht mehr was. Ja. Kalzium ist Resorption ist verringert und die Kalziumausscheidung ist erhöht. Eben deshalb, weil normalerweise Vitamin D in der Niere Kalzium zurückholt, wird weniger Vitamin D in der Niere bioaktiviert, kannst du nicht wirken und ich verliere Kalzium. Also Kalziumausscheidung schon, aber vielleicht habe ich irgendwann mal etwas schneller gehabt, ich weiß es nicht mehr. Oder es ist, ja. Aber ja. Kalzium auf jeden Fall ausgeschieden. Gut, aufs Blutbild hat es Wirkungen. Das muss man einfach wissen, was es macht. Man kann es sich eigentlich merken. Es erhöht die Eris, es erhöht die Thrombos, es erhöht die Neutros. Und alles andere fällt ab. Also Lymphozyten, Basophile, Eosinophile fallen ab. Und die Monozyten aber Eris, Thrombos und Neutrophile steigen an. Wieso? Bei Neutrophilen weiß man sehr gut. Bei Neutrophilen, die werden aus dem Randstromgebiet der Kapillaren ins Blutsystem eingeschwemmt. Die kleben ja dort an den, die Neutrophilen kleben ja quasi am Gefäßsystem, in den, am Randstrom und kleben dort oben, weil natürlich durch Entzündungsmediatoren unter anderem oder durch gewisse, werden dort Oberflächenproteine eingelagert und die Neutrophilen sitzen dort. Blockiere ich dann die Synthese von diesen Oberflächenproteinen, werden die Neutros eingeschwemmt ins Blutgefäßsystem. Okay, die werden nur eingeschwemmt. Bei den Erythrozyten ist es vermutlich eine Abbauhemmung. Bei den Thrombozyten weiß ich nicht, wie es funktioniert. Wäre interessant, könnte man sicherlich mal recherchieren, wie das genau ist. Vielleicht hat es was mit der Milz zu tun, vielleicht wird in der Leber vermehrt Thrombopoetin gebildet. Ich habe keine Ahnung, alles nur Theorien, müssten mal nachschauen. Wäre interessant, vielleicht schert sich mal jemand zu recherchieren und sagt mir das dann. Das interessiert mich selber, vielleicht schaue ich selber nach. Lymphozyten, Monozyten, Basophile, Eosinophile sterben, also werden verringert. Einerseits können Glukokortikoide Apoptose induzieren und andererseits muss man sich denken, wenn etwas, diese ganzen Zellen, die Lymphos und Basophilen, Eosinophilen, die brauchen ja Interleukine. Also Interleukin 4 und 5 zum Beispiel, Antikörperswitch. Oder Interleukin 12, auch zur Proliferation und so, oder 2 zur Proliferation. Und wenn man die quasi reduziert, können die weniger gut wachsen. Okay, also einerseits entziehe ich diesen Zellen die Wachstumsfaktoren, die Interleukine, die sie brauchen, und andererseits können Glukokortikoide die Apoptose induzieren. So, das haben wir schon gesagt, Osteoblasten runter, Osteoklasten rauf. Es hat auch noch Effekte auf den Magen. Prinzipiell die Fibroblasten werden gehemmt, deshalb habe ich auch eine verzögerte Wundheilung. Die Haut wird pergamentartig. Ich habe auch eine verstärkte HCL-Sekretion durch Glukokortikoide. Die Schutzschicht geht aber runter. Muskelatrophie kann ich mir auch erklären durch die Proteolyse. Und durch die katabolen Wirkungen ist er energieverbrauchend, Energie zur Verfügung stellend, sind ja quasi die Glukokortikoide und Osteoporose, haben wir es eh schon gesagt. Gut, Immunsuppression. Ihr habt mehrere Sachen. Einerseits wird
machen Glukokortikoide folgendes: Sie hemmen durch Transrepression den NF-kappa-B und sie aktivieren durch Expression den Inhibitor von kappa-B. Ihr wisst ja, NF-kappa-B, da ist der Inhibitor dran gebunden und erst der Inhibitor muss, da muss Ubiquitin angehängt werden und dann muss der degradiert werden im Proteasom. Und wenn ich aber den Inhibitor abreguliere, habe ich einfach mehr gebundenes NF-kappa-B, das weniger leicht aktiv sein kann. Und das selber wird auch noch gehemmt durch eine Transrepression. Und falls ihr euch zurückgehen jetzt am Block 9, da haben wir diese Grafik mit den im Kapitel Schmerz mit den COX-Inhibitoren und oben haben wir eben das Phosphatidylcholin und Phosphatidylethanolamin, das über Phospholipase A2 dann zur Arachidonsäure wird. Und die Glukokortikoide greifen ja dort ganz oben an, indem sie die Phospholipase A2-Synthese blockieren. Gleichzeitig schrauben sie auch die COX-Synthese runter, okay? Also sie greifen wirklich in viele Prozesse der Immunmodulation ein und in Folge auch natürlich von verschiedensten Interleukinen und Chemokinen. Gut, ja. Interleukin 10 wird auch raufreguliert, ist auch so ein antiinflammatorisches Ding und Interleukin 1 Rezeptorinhibitor auch. Weitere Effekte: Es wirkt auch noch permissiv aufs Angiotensin-System, auf AT2 halt, Angiotensin 2, auch Blutdruck steigernd, vermindert Endothelpermeabilität. Die Förderung der letalen Lungenreifung ist halt wichtig, da überhaupt Dexamethason, wenn man weiß, okay, das Kind kommt auf die Welt als Frühgeburt, die Lungenreifung setzt erst irgendwann ab der 32. Woche, ist sie wirklich halbwegs gut, die Lunge, da fängt sie wirklich an, dass sie lebensfähig wäre außerhalb, dann kann man eine Lungenreifung machen, indem man Dexamethason gibt. Okay, es geht gut durch die Plazenta durch und lässt die Lunge reifen, beim Kind, beim Ungeborenen in dem Fall. Magen, man schaut, HC drauf, Schleim runter, es hemmt die ADH-Ausschüttung, wirkt damit halt auch diuretisch und die Hemmung der Deiodase. Was ist die 5-Deiodase? Ja, was entschieden sie genau? Was macht das? Na, Cortisol wird zu Cortisol durch Deiodase. Bitte? Genau, T4 zu T3. Und Glukokortikoide hemmen die Deiodase. Okay. Die zwei Systeme sind ja, hemmen schon ein bisschen gegen sich gegenseitig. Wenn ich viel, sind ja beide quasi katabol, sind abbauend. Ich baue Substanz ab aus Muskelzellen, baue Fett ab, baue Zucker ab, um quasi den Zellen im Blutkreislauf das zur Verfügung zu stellen. Und das machen ja beide, das heißt, die hemmen sich gegenseitig ein bisschen. Was machen wir bei einer Hyperthyreose? Schilddrüsenüberfunktion, was machen wir? Wenn es ein Basedorf ist, wie behandeln wir ein Basedorf? Ja, zum Beispiel? Ja, das könnte man geben, aber es gibt andere Sachen. Carbimazol, Tiamazol, Propyltiouracil. Habt ihr erst am Montag gelernt? Oder gehört zumindest, gelernt wahrscheinlich noch nicht. Beta-Blocker geben wir auch dazu, weil die Schilddrüsenhormone auch permissiv auf den Sympathikus wirken. Dann behandeln wir ein Jahr, dann setzen wir ab beim Basedorf und 50% sind geheilt. 50% kommt es wieder. Gut. Und sie wirken antiemetisch aufs frühe oder späte Erbrechen? Aufs frühe. Frühe wirken Ondansetron und Glukokortikoide aufs späte wirken die NK1-Antagonisten. Hoffe, dass ich kein Blödsinn sage, aber ich glaube schon, oder? NK1 fix spät, Ondansetron fix früh und Glukokortikoide glaube ich auch früh, oder? War spät? Was sagt der andere? Gar nichts. Früh? Gut. Okay, die Präparate. Ganz easy, da gibt es nicht viel, die ihr wissen müsst. Cortison, Hydrocortison, okay. Hydrocortison ist das
Cortisol, das aktive, Cortison, das inaktive. Dann gibt es Prednisolon, Methylprednisolon, Triamcinolon, Dexamethason, Betamethason. Und dann gibt es noch ein paar so Ausreißmittel, gibt es welche, die eine sehr, sehr geringe orale Bioverfügbarkeit haben. Wie das Fluticason, Flunisolid, Budesonid. Okay, sind eigentlich sehr wenige Namen. Da gibt es diese Fünferregel. Okay, Cortisol, Potenz 1, fünfmal so stark ist Prednisolon, Methylprednisolon, Triamcinolon und Dexamethason, Betamethason ist noch einmal fünfmal so stark. Stimmt nicht ganz, aber so halb. Okay, hier sieht man auch die Cushing-Schwellen. Und ja, das muss man halt wissen, wie die zu verrechnen sind ineinander. Warum zum Beispiel haben wir eine Patientin gerade jetzt, die hat einen Morbus Addison, eine Nebenniere-Rinden-Insuffizienz, die muss mit Glukokortikoiden substituiert werden. Die ist aber dement und oder die ist halt nicht immer ganz compliant und schluckt die Medikamente nicht immer, aber die braucht es. Sie können das Glukokortikoid ist abhängig von dem, die muss es ja nehmen, weil die Nebenniere produziert das nicht. Sie konnte es nicht mehr schlucken, da hat sie Cortisol bekommen, Hydrocortison, 25 Milligramm, 15 in der Früh, 10 am Abend. Und das haben wir dann auf IV umgestellt. IV gab es aber nur mit, gab es aber nur Prednisolon. Okay, und da muss man halt wissen, was der Umrechnungsfaktor ist, nicht, dass man dir dann 25 Milligramm Prednisolon gibt, weil dann bin ich viel zu hoch. Okay, das lernst du halt im Klinikalltag, aber es ist schon wichtig, diese 5er-Regel ungefähr zu kennen. Gut, ja, und scheint es in der Halbwertszeit, also in der Praxis ist halt wichtig, okay, die Potenz von den Ganzen und dass halt manche kürzer ein bisschen länger wirken. Aber das ist halt, und die eine geringe Bierverfügbarkeit haben, eine orale, wo gibt man die möglicherweise? Wo ich will, dass sie nicht systemisch werden, wie beim COPD oder Asthma. Flunisolid, Fluticason, das sind so klassische Beimengungen beim Asthma-Spray, okay? Da gibt man halt ein Betamimetikum oder einen Muscarin-Rezeptor-Antagonisten, da gibt es noch kurz- und langwirksame. Das lernt man leider im Studium zu wenig. Das ist wirklich ein Problem, meiner Meinung nach, dass ihr diese Betamimetika und die Muscarin-Antagonisten habt ihr schon mal gehört im ersten Jahr, aber im Lungenblock gibt es kein Pharmaseminar. Das ist wirklich schlecht, weil im Klinikalltag auf einer internistischen Station gibt es so unglaublich viele COPDler oder im Winter akute Exazerbation von COPD und die kriegen alle irgendwelche Sprays. Und ihr müsst hingesetzt, müsst man wirklich gescheit memoriert und geschaut, was sind lang, was sind kurz, was sind wir gleich und wann gibt man was, weil sonst, das muss man einfach wissen im Klinikalltag und ich finde es wirklich schade, dass es im Studium zu wenig vorkommt, ja. Ja, aber du willst ja eines, das eine geringe orale Bioverfügbarkeit hat, weil du kriegst sowieso nicht alles rein in die Lunge. Es wird immer ein bisschen systemisch, das schluckst du auch und du willst, dass du schluckst in der Leber nicht systemisch wird. Du willst nur wirken in der Lunge. Das heißt, du nimmst das, was eine minimale orale Bioverfügbarkeit, also einen sehr hohen First-Pass-Effekt hat, dass du nur lokal dort wirkst, wo es wirken soll. Das ist der Grund, das will man, das macht man. Und was sagen wir Leuten, die ein Glukokortikoid-Spray verwenden? Wund ausspülen, sonst kriegen sie eine Kandiasis, auch nicht leibend. Gut, nach einmaliger Applikation, selbst bei hohen Dosen ist nichts, kein Problem zu erwarten, okay? Wir können da hohe Dosen sind, 1 bis 2 Gramm Methylprednisolon oder Prednisolon, okay? Und wenn wir es umrechnen, 1 Gramm Prednisolon oder Methylprednisolon, rechnen wir mal 5, sind 5 Gramm Cortison oder Cortisol. Und wir produzieren aber nur um die 30 am Tag. Okay? Aber im Asthmatiker ist es so, da gibt es ein Stufending, du gibst jemanden in der Stufe 1, gibst du einfach nur einen kurzwirksamen Betamimetikum bei Bedarf. Dann gibst du schon ab der Stufe 2 gibst du niedrig dosiertes inhalatives Glukokortikoid plus kurzwirksamen. Dann gibst du mitteldosierten Glukokortikoid
oder auch niedrig bis mittel plus langwirksamen Beta-Semimetikum. Dann in der Stufe 4 gibst du einen hochdosierten inhalativen Glucocorticoid plus ein langwirksames Beta-Semimetikum. Du kannst aber da mittlerweile auch heute schon Muskulin-Antagonisten geben. Und in der letzten Stufe gibst du mittlerweile Omalizumab. Ein IgE-Antikörper ist es. Also man gibt bei Asthma gibt man schon bei geringsten Stufen ein inhalatives Glucocorticoid. Niedrig dosiert, wirklich niedrig dosiert. Beim COPD gibt es das erst ab der Stufe 4, ab der Stufe 3, Gold 3. COPD und Asthma muss man sich gut auskennen. Das, leider im Studium kommt das viel zu kurz. COPD muss man sich wirklich, wenn es vom Block. Wenn ihr vom Block 12 dann irgendwas mitnehmen werdet, setzt euch sehr gut mit der Pneumonie auseinander und setzt euch sehr gut mit dem COPD auseinander. Das sind die Sachen, die ihr nachher wirklich viel brauchen werdet. Asthma halt auch, aber wenn man Internist wird, sieht man halt wirklich oft COPD ohne Ende. Gut. Einmalige Dosis, zweimalige, dreimalige Dosis, wurscht. Ausschleichen, wenn es die Person länger bekommt. Was heißt länger? Ein paar Tage, 5 Tage oder sowas. 2, 3 Tage, kein Problem. Ab 5 Tage oder sowas würde ich auf jeden Fall ausschleichen. Das kann man dann so machen, dass man sagt, alle 5 Tage reduziert man es um die Hälfte. Oder alle 3 Tage gehen wir um, ja, so immer halbieren ist eigentlich ganz gut. Man kann alle paar Tage halbieren oder man reduziert alle 3 Tage um 5 Milligramm oder sowas. Hauptsache ausschleichen. Okay? Sonst hat man einen, weil man induziert ja mit dem Glucocorticoid eigentlich eine iatrogene Nebenniereninsuffizienz. Weil, wenn ich ein Glucocorticoid gebe, blockiere ich ja zentral die CRH- und ACTH-Synthese. Das heißt, mein Körper kriegt keine Stimulation zu den Nebennierenrinden mehr, dass er Cortisol produzieren muss. Und dann setzt er spontan ab, dann dauert es eine Zeit lang, bis der Körper wieder anspringt. Okay, also Glucocorticoide immer ausschleichen, wenn man sie lange gibt. Was schleichen wir noch immer aus? Beta-Blocker, wegen ein Rebound-Phänomen, genau. Protonenpumpeninhibitoren auch, wenn man sie ganz lange gibt, kann man sie auch ausschleichen. Oder Psychopharmaka oder Antiepileptika, alles was man lange gibt, oder Benzos, alles was man lange gibt, ausschleichen. Gut. Wenn man lange Glucocorticoide gibt, sollte man auch Vitamin D substituieren, um der Osteoporose vorzubeugen. Die Metabolisierung ist variabel, okay. Manche werden glucuronidiert, manche nicht, manche werden sulfatiert, ein paar laufen über Zyp 3 und 4. Dexamethason, Methylprednisolon und Budesonid. Das ist nicht so unwichtig, weil wenn jetzt jemand Methylprednisolon kriegt, weil er irgendeine Autoimmunerkrankung hat und dann hat er plötzlich Der hat eh schon was und dann soll er einen TNF-Alpha-Blocker kriegen und dann stellt man fest, der hat einen latenten TBC, dann muss man den quasi behandeln. Entweder mit Isoniazid oder Rifampicin. Wenn Isoniazid nicht gibt, gibt man Rifampicin und das induziert Zyp 3 und 4 und dann habe ich jetzt so eine geringe Methylprednisolon-Dosis. Okay? Oder bei anderen Substanzen, die damit interagieren können. Gut, so, Cortison wird zu Cortisol. In der Leber und der Niere wird es deaktiviert, haben wir jetzt schon gesagt. 11-Beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase. So, unerwünschte Wirkungen, eigentlich alles, was wir jetzt schon gehört haben, können wir aufgrund dessen wissen, was es macht. Stammfettsucht haben wir schon gesagt, Verteilung von peripher nach zentral, peripher Sympathikus-permissive Wirkung, zentral eher Insulinwirkung. Man kriegt das Mondgesicht, man kriegt diesen Büffelnacken und dieses Trier rubre auf dem Bauch, auch durch die mangelnde Kollagenbildung oder gestörte Kollagenbildung. Diabetes wird schlechter, eh klar, ich erhöhe die Glucocorticoide. Erhöhe das Cortisol. Neben der Insuffizienz haben wir auch schon gesagt, eben ich habe eine iatrogene Insuffizienz wegen der negativen Feedback-Kopplung. Ich habe einen Entzug, wenn ich spontan absetze. Was passiert? Ich habe einen Rebound von der Ursprungserkrankung. Wenn ich es jemandem gebe für ein Asthma und ich setze es ab, man kann es natürlich auch beim schweren Anfall oder beim schweren Asthma gibt man es auch systemisch. Oder beim COPD beim schweren gibt man es auch systemisch. Wenn es dem lang gibt und er plötzlich absetzt, kann er plötzlich massive Atemnot kriegen oder husten.
oder wenn es bei der Autoimmunerkrankung geht, plötzlich kommen die Symptome verstärkt zurück. Gut, Hypertonie, auch klar, permissive Wirkung auf den Sympathikus, AT2-Rezeptoren oder Natriumrückresorption, Elektrolytgleichung, Natrium zu hoch, Kalium zu gering. Alkalose, wenn mit einer Hypokaliämie geht die Alkalose einher, mit einer Hyperkaliämie die Azidose. Erhöhte Infektanfälligkeit auch gleich, supprimiert das Immunsystem. Sormykose, also Candida im Mund. Deshalb immer Mundspülen. Noch kurz zum Diabetes, das habe ich vorher vergessen, wollte ich eigentlich bringen. Welche Medikamente habt ihr gestern gelernt, die einen Diabetes verursachen können? Seit gestern mit dem Avellino. Statine. Okay, Statine können in 9% der Fälle zu einer gestörten Glukosetoleranz führen. Und in 1 bis 3 von 1000 Leuten sogar zu einem Diabetes. Vor allem die hochpotenten Atorva und Rosuvastatin. Aber trotzdem ist der Nutzen viel, viel besser, weil sie eindeutig das kardiovaskuläre Risiko senken. Gut, Wundheilungsstörungen eh klar, weil die Kollagenosen, weil die Kollagenbildung gestört ist. Ulkus auch klar, weil eben die Wundheilung gestört ist, die Säuresekretion ein bisschen erhöht und die Schleimsekretion verringert. Wir erinnern uns zurück am Block 9. COX-Inhibitoren alleine erhöhen das Risiko für einen Ulkus ums Vierfache. COX-Inhibitoren und Glukokortikoide, Risikoerhöhung um das 15-fache. Okay. Aber wenn ich jetzt einem jungen, gesunden Mann Glukokortikoide oder einer jungen Frau Glukokortikoide gebe, über 2-3 Wochen, muss ich hier nicht zwangsläufig einen Protonenpumpeninhibitor dazugeben. Kann man, muss man aber nicht. Okay. Da müssen nur andere Risikofaktoren vorliegen, wie zum Beispiel eine orale Antikoagulation oder eine Ulkusanamnese oder NSAR-Abusus. Ich selber musste letztes Jahr im Mai herum, habe einen Tinnitus gehabt. Ich habe ihn eh noch immer eigentlich. Ich komme halt heim und lege mich auf die Couch und plötzlich fängt es zum Rauschen an auf beiden Ohren. Jetzt hat es mir gedacht, wird schon vergehen und ist dann aber nach 2-3 Tagen ist es nicht besser geworden. Dann hat er immer gewechselt, eher hochfrequent, dann war er immer links, dann war er rechts. Das ist immer ein bisschen herum, war ein bisschen komisch. Bin dann zum HNO gegangen und habe auch Glukokortikoid-Therapie gemacht. Einmal haben wir es gemacht, oral 10 Tage, ausschleichendes Schema, und er hat mir ein PPI dazu verschrieben. Ich habe geschaut, ob ich irgendwelche Nebenwirkungen habe, ich hatte nichts. Ich habe kein Vollmondgesicht bekommen, kein Ulkus, kein Büffelnacken, gar nichts. Und dann haben wir nach ein paar Wochen später, weil es wurde zwar besser dadurch, also falls jemand mal akuten Tinnitus haben sollte, 80% der Tinnitus werden wieder gut. Und das einzige Medikament, was laut dem Arzt, der sagt, dass die deutsche Tinnitus-Liga, die gibt es, die sagt, dass Glukokortikoide das einzig wirksame Präparat sind. Alles andere wirkt nicht. Okay? Und 80% werden gut, aber da werden meistens diese Schallinduzierten werden gut. Die von so plötzlich kommen, haben wir geringere Chance anscheinend. Und dann haben wir später auch noch eine IV-Therapie gemacht, 3 Tage IV-Glukokortikoide. Und mir hat mal ein Patient erzählt, wenn der IV-Glukokortikoide bekommen hat, war Onkopatient, hat es immer IV bekommen, und die Turnusärzte, wenn sie machen im Stressing, drücken sie das halt rein. Und die hat es dem reingedrückt, oder eine Frau war das, und die hat ihm erzählt, die Frau, wenn man das fest reingedrückt hat, dass die ein periklitorales Kribbeln verspürt hat. Wenn man das schnell Leuten gibt anscheinend, manche haben das, und bei Männern, die haben ein perianales Kribbeln, wenn man den schnell das Glukokortikoid reinjagt. Mir hat die das zu langsam reingejagt, bei mir jetzt nicht gekribbelt. Gut. So. Also, die Quintessenz, man muss nicht jedem, dem man Glukokortikoid gibt, einen PPI geben. Kurztherapie mit Glukokortikoiden ist eigentlich ungefährlich. Langzeittherapie ist halt das Problem. Haben wir Myopathie-Muskelatrophie, auch klar, weil ich die Proteolyse steigere und Katabol bin. Osteoporose haben wir auch schon gesagt. Osteoplasten verringert, Osteoklasten vermehrt aktiv. Vitamin D, Bioaktivierung verringert, weniger Kalziumaufnahme, mehr Kalziumausscheidung. Osteonekrose kann es machen, häufig eine Hüftkopfnekrose. Die Patienten haben plötzlich einen extrem starken Schmerz in der Hüfte und können das Bein nicht mehr bewegen.
Wie es zustande kommt, weiß ich nicht genau, wahrscheinlich auch durch diese Störungen im Knochenstoffwechsel natürlich. Das haben wir auch schon gesagt, mit verschiedenen psychischen Störungen. Katarakt kann es machen. Katarakt ist der graue Star, das heißt, die Linsen trüben ein. Das ist aber nicht immer reversibel. Wenn er mal einen Katarakt hat auf Glukokortikoiden, ist nicht immer reversibel, aber kein Problem, Linse kann man austauschen. Ja, ich meine, ich muss auch sagen, dass die Linse nicht mehr zur Akkommodation fähig, man ist dann halt auf nah eingestellt und braucht für die Ferne eine Brille oder umgekehrt. Glaukom ist der grüne Star, wird oft gesagt, ist eine Erhöhung des Augeninnendrucks, ist es aber nicht. Es gibt auch nicht immer, es gibt auch einen Normaldruck-Glaukom. Im Prinzip, da gibt es so Kammerwasser und der Abfluss über das Trabekelwerk, da scheinen die Glukokortikoide im Trabekelwerk den Abfluss irgendwie zu stören und deshalb kommt es zu einer Druckerhöhung im Auge. Gut, Hautatrophie wegen dem Kollagen, Steroidakne, warum? Da ist die Idee, dass Steroide in der Haut auf gewissen Zellen, auf den Talgdrüsen, die Toll-like-Rezeptoren 2 überexprimieren und dann kommt es dort eher zu Entzündungsreaktionen, zu vermehrter Talgbildung. Hypertrichose, keine Ahnung, kann auch irgendwie vorkommen bei manchen. Ekchymosen und Purpura-Ekchymosen sind so flächenhafte Blutungen, weil es zu einer Kapillarbrüchigkeit kommt. Thrombose neigen ist erhöht. Eher auch klar, wenn ich die Thrombozyten steigere, habe ich eine erhöhte Thrombose, ein erhöhtes Thromboserisiko. Und ich habe auch eine Wachstumshemmung bei Kindern, was auch klar ist, wenn ich katabol wirke, also quasi abbauend, dann wächst das Kind halt die Zeit über nicht. Aber es wird aufgeholt normalerweise. Wenn es innerhalb des Fensters noch ist, wird das alles aufgeholt. Und muss man auch sagen, diese ganzen Wirkungen, diatrogenes Cushing-Syndrom ist reversibel. Okay? Unangenehm für den Patienten. Also wenn jemand jetzt wirklich Cortison kriegt für eine Zeit lang, fragt man immer, was haben sie für Nebenwirkungen, haben sie zugenommen und die meisten sagen, sie haben Gewicht zugenommen. Nicht 2 Kilo, nicht 3, 10 bis 10, 20 Kilo. Okay. Aber auch Psychopharmaka, manche können die Leute aufgehen lassen. Also das Olanzapin, da nehmen die Leute auch gleich mal 20 Kilo zu. Gut. Viele, viele Sachen setzen wir es ein, das machen wir jetzt nicht alles durch, alles Autoimmune, werdet ihr alles noch lernen. Wenn wir jemand nachher eine spezifische Frage zu einer spezifischen Erkrankung hat bezüglich der Therapie, können wir es gerne besprechen, das machen wir jetzt alles durch. Die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen haben wir schon im Block 9 gehört. Gut. Mineralokortikoide gibt es nur das Aldosteron zum Glück. Wann wird das ausgeschüttet? Was ist der Ausschüttungsreiz? Wann wird Renin freigesetzt? Aus der Niere bei einer niedrigen Nazelkonzentration der Makuladens, ein niedriger Perfusionsdruck in der Vas afferens und über den Sympathikus, über Beta-1-Rezeptoren, beziehungsweise auch über Hyperkalämie werden Mineralokortikoide ausgeschüttet und Angiotensin 2, also die Endstrecke vom RAA-System. Fludrocortisol ist der Agonist, den wir haben. Führt zu einer Natriumrückresorption, Spätisdal, Kalium raus, H+ raus. Gut, Spironolacton sind Antagonisten, gibt es auch natürlich, da gibt es das Spironolacton. Das ist wichtig, vor allem bei der Herzinsuffizienz ist das ein Treatment, das man häufig nimmt oder auch bei Ödemen, bei der hepatisch, bei der Leberinsuffizienz und der hat Ödeme quasi, Aszites zur Ausschwemmung nimmt man Spironolacton. Hemmt eben ist ein Antagonist am Aldosteronrezeptor und führt dazu, dass es vermindert, dass dieser ENaC nicht so stark synthetisiert wird. Was haben die als Nebenwirkung? Natürlich Hyperkalämie. Wenn normalerweise mir Aldosteron-Natrium reinholt und Kalium rausholt, ich blockiere das, habe ich eine Hyperkalämie. Spironolacton wirkt aber noch als Antagonist am Testosteronrezeptor quasi, am Androgenrezeptor und führt dadurch zu Libidoverlust, Potenzstörungen und zu Gynäkomastie oder Menstruationsstörungen bei der Frau, weil es eben ein Androgenrezeptor-Antagonist ist. Welches Medikament im Block 9 habt ihr kennengelernt, ist ein Testosteronrezeptor-Antagonist ist? Androgenrezeptor-Antagonist? H2-Blocker? Cimetidin, sehr gut.
Gut, Indikation: Herzinsuffizienz, Hypertonie, Aszites und Hyperaldosteronismus. Das Eplerenon macht das nicht, es ist kein Androgenrezeptor-Antagonist. Gut. Wex wirkt mit AC-Inhibitoren, AT1-Antagonisten, Nonanet. Die wirken nämlich auch darüber, dass sie letzten Endes Aldosteron reduzieren, das heißt, die wirken synergistisch. NSAIs mit Proteinbindungssache, beziehungsweise wenn die wirken ja Antihypertensivern entgegen. Und digitales Hyposyn lernen wir kennen, da ist es wichtig, die Hypo- und Hyperkalämie. Hyperkalämie schwächt die Wirkung von Digitalis ab, Hypokalämie verstärkt die Wirkung von Digitalis. Lernen wir dann im Block 11. Müsst ihr jetzt mal so hinnehmen. So, jetzt noch ganz kurz diese drei Störungsbilder, dann sind wir fertig für heute. Hyperaldosteronismus, es ist, wird auch Morbus Kohn bezeichnet, da gibt es einen primären und sekundären. Der primäre ist in der Nebennierenrinde, weil ich dort ein Adenom habe. Okay? Oder eine Hyperplasie. Was ist die Trias? Hypertonie, Hypokaliämie, metabolische Alkalose. Die Trias haben aber nur ca. 30% der Leute. Der stärkste Indikator ist eine schwer einstellbare Hypertonie. Patient kommt, nimmt drei Antihypertensiva, hat noch immer einen Druck von 170, kann man den Verdacht äußern, vielleicht hat er einen Hyperaldosteronismus. Was kann man dann machen? Man kann machen, die Aldosteron-Renin-Ratio kann man bestimmen. Hat er eine primäre Form, also ist die Nebennierenrinde ein Adenom oder hyperplastisch, habe ich kein Renin. Okay, da produziert einfach der Körper so viel Aldosteron, aber die Niere sagt nicht, dass Renin rauskommen soll. Habe ich eine sekundäre Form, sekundärer Hyperaldosteronismus habe ich eher bei Herzinsuffizienz, Leberinsuffizienz, wo der Körper eigentlich eh zu viel Volumen hat, das Volumen aber in den dritten Raum rausgeht, in die Ödeme rausgeht. Dann ist die Niere minder perfundiert, ich habe viel Renin und deshalb viel Aldosteron. Und ich kann auch natürlich so Belastungstests machen. Und was macht man als Therapie? Eine OP oder man gibt Spironolacton. Wir haben gerade auf der Station eine Patientin, die kriegt, die ist um die 70, die kriegt ein AC-Inhibitor, Enalapril, eigentlich schon fast in der höchsten Dosis, ein Hydrochlorothiazid, das ist ein Diuretikum, und dann kriegt sie noch einen zentral wirkendes Antihypertensiv, das Trimenidin, werdet ihr noch kennenlernen, hat noch immer einen Druck über 170. Okay, jetzt haben wir mal gedacht, also haben wir mal gesehen, wir dachten, vielleicht hat die einen Kong, und jetzt haben wir mal einen Nierenarterienschall gemacht. Weil auch eine Nierenarterienstenose kann zu einem sekundären Hyperaldosteronismus führen, weil natürlich, wenn die Niere minder perfundiert ist, was passiert dann? Dann wird vermehrt Renin und vermehrt Aldosteron ausgeschüttet. Gut, die Nebenniereninsuffizienz ist der Morbus Addison, ich mag die Eigennamen nicht. Die kann autoimmun passieren, kann iatrogen passieren durch lange Glukokortikoidgabe, deshalb ausschleichen. Auch Tuberkulose kann das machen, es kann auch ein Waterhouse-Friedrichsen-Syndrom sein. Nach einer Meningokokken-Sepsis zum Beispiel kann ich durch die Thromben mir die Nebennierenrinde abschießen. Also der primäre ist eben die Nebenniere und die sekundäre Nebennierenrindeninsuffizienz wäre, wenn die Hypophyse nicht stimmt, wenn da die Achse nicht passt. Was sind die Symptome? Es kann man sich alles wunderbar ableiten, wenn man weiß, was Glukokortikoide machen und was Aldosteron macht, weiß man, was passiert, wenn die Hormone nicht da sind. Ich bin schwach, habe einen niedrigen Blutdruck. Na, warum? Weil zu wenig Natrium da ist. Die Muskelschwächigkeit kann man durch die Hyperkaliämie. Dann natürlich eine Hypoglykämie habe ich. Dann habe ich orthostatische Beschwerden, auch wieder wegen dem Natrium natürlich. Ich bin schwach, antriebslos, das ist ein Klassiker. Hyperpigmentation, warum habe ich das? Weil wenn die Nebennierenrinde nicht mehr allein arbeitet, wenn ihr primäre Insuffizienz habt, versucht der Hypothalamus Hypophyse zu kompensieren und schüttet unglaublich viel ACTH aus. Was ist das Problem? ACTH kommt aus dem Vormolekül
Propiomelanocortin. Aus dem POMP, Propiomelanocortin, kommt auch das Alpha-MSH, melanozytenstimulierendes Hormon. Und das führt zu einer Pigmentation der Haut. Okay, kann man sich alles wunderbar ableiten. Bei einem primären Edison habe ich einfach eine Hyperpigmentation wegen dem Alpha-MSH. Gut, da kann man ACTH messen, Cortisolspiegel, bla bla bla. Elektrolyte, Blutbild kann man sich durchdenken natürlich. Was wir im Blutbild finden? Viele, wenig Eris, wenig Thrombos, wenig Leukos, dafür kann ich finden Eosinophile, Basophile und Lymphozyten. Also umgekehrt, was halt Cortisol macht. Und als Therapie Substitution, muss ich substituieren. So, letztes ist noch, jetzt kommt der Cushing. Gibt es zwei, den Morbus und das Cushing-Syndrom, ist alles irrelevant. Meiner Meinung nach soll es einfach nur, heißt es Hyperkortizismus, Hyperkortisolismus. Da muss man unterscheiden zwischen einem zentralen und einem peripheren. Ein zentraler ist quasi, wenn vermehrt ACTH ausgeschüttet wird, im Sinne des Hypophysenadenoms. Und bei den peripheren gibt es halt auch welche, wo es irgendwelche Tumore gibt, ektope Tumore, die dort ACTH produzieren. Kann man auch sagen, zwischen ACTH produzierenden Cushing und nicht ACTH produzierenden Cushing. Und dann gibt es noch welche, die in der Nebenniere sitzen. Okay, der adrenale Cushing. Da kann man unterscheiden. Also der von oben kommt, zentral, oder von der Peripherie, wo ACTH sezernierte Tumore sitzen, oder wo kein ACTH da ist und wo ich quasi in der nebenen Rinde ein Problem habe. Gut, und da haben wir alle Probleme, die man hat, wenn man zu viel Glukokortikoide hat natürlich. Und die Virilisierung ist die Vermännlichung, das hat man eher beim Zentralen. Warum? Weil beim Zentralen ja natürlich über das ACTH die gesamte Nebennierenrinde stimuliert wird und auch die Sexualsteroid-Synthese. Ja, gibt es auch verschiedene Tests, den Dexamethason-Hemm-Test. Da gibt man Dexamethason und wenn man dann das ACTH runterschrauben kann damit, ist es eher zentral. Wenn man es nicht runterschrauben kann damit, ist es eher ektop oder adrenal. Kann man auch die verschiedenen Substanzen dann messen im Blut. Therapie, OP natürlich. Pasireotid ist ein Somatostatin-Analogon. Somatostatin, der Hämmer schlechthin, haben wir schon gesagt. Ketoconazol, Azolantimykotikum hemmt mehr die Steroidsynthese in der nebenen Rinde. Und Etomidat macht das auch. Das ist eigentlich so eine Substanz aus der Anästhesie, gibt man aber nicht so häufig, weil sie die nebenen Rinde blockiert. Gut, so, wir sind fertig. Ich wünsche einen schönen Abend. Viel Erfolg im Block 10. Wir sehen uns spätestens im Block 11 wieder.